Dann sage ich hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir spielen Era of Tribes. Moin. Flo wird es, also hat mir gerade schon ein bisschen Grundsätze erklärt. Jetzt gehen wir aber in die Tiefe. Mhm. Ich habe es ja auch schon mal gespielt auf meinem Patreon-Wochenende. Dann haben wir es aber auch an dem Abend gelernt. Und die Anleitung mit dem Stand von damals war so begrenzt gut, um das mal eben schnell zu lernen. Darum. Also das Spiel kann man auch nicht ebenso mal schnell lernen tatsächlich. Ne? Dementsprechend für alle, die jetzt dann zugucken oder auch später zugucken, das ist jetzt hier keine komplette Regelerklärung, weil eine komplette Regelerklärung würde mindestens 30 Minuten, wenn nicht noch länger dauern, wenn man sie ganz ausführlich macht mit allen Details. Und da braucht man wahrscheinlich auch nebenbei noch ein Skript dafür. Also einen kleinen Vortrag müsste man da vorbereiten. Aber was ich mir gerade schon mal erklärt habe, ist einfach, wie das Ganze jetzt aufgebaut wurde. Ne? Wir spielen zu zweit. Er spielt die Germanen, ich spiele die, die Gallier. Und dementsprechend sind wir so zweit und haben halt das Spielbrett abgeteilt. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie man das zu zweit spielen kann. Das ist eigentlich ganz nett. So kann man immer wieder unterschiedliche Regionen bespielen. Allein das gibt schon mal eine riesige Abwechslung. Und dann haben wir sehr, sehr viele verschiedene Völker, die man spielen könnte. Das schafft auch noch unglaublich viel Abwechslung, was es reinbringt. Nachteil ist, man muss dementsprechend das Spielbrett einmal abteilen und das funktioniert halt mit diesen grauen Klötzchen hier. Ihr seht also hier den Bereich, den wir abgeteilt haben und wir spielen hier quasi Nordwesteuropa. Einziger Nachteil ist, es sind halt laut Anleitung 15 von diesen Holzklötzern drin. 16 sind dann wirklich drin, das finde ich sehr schön, dass sie immer eins mehr reinpacken, auch bei anderen Teilen. Sehr gut, weil man halt 18 braucht. Man braucht aber 18 dafür, genau. Ne? Also ihr seht hier, diesen Bereich hier konnten wir nicht abteilen. Das ist mir ein bisschen schleierhaft, wie das nicht funktionieren könnte, aber gut. Ne? Vielleicht habe ich auch an der Anleitung 17 und 15. In der Anleitung steht 15. Vielleicht habe ich welche verloren, aber ja. Scheinbar nicht. Und das Problem ist nicht, dass es so ist, sondern das Problem ist, dass man denkt, wenn man das erste Mal aufbaut, man hat sich vertan, weil dieses Aufbauen hier einfach nicht ganz einfach ist. Und man überprüft mindestens 5 Minuten, wenn nicht noch länger, ob man das einfach falsch gemacht hat. Gut, ich bin da sicher, dass wir das nicht gemacht haben. Dann haben wir die Luxusgüter verteilt, wir haben die Militärgüter verteilt und diese Nahrungsmarker hier. Das heißt, das Spielbrett ist jetzt quasi schon mal präpariert und die Barbarenmarker haben wir da hingepackt, wo die Völker sind, die wir nicht spielen. Gibt es hier die Moralleiste mit den Erklärungen, wofür man Moral bekommt und wofür nicht. Es gibt hier eine Erklärung für die Siegpunkte, es gibt hier oben eine Tabelle für die Barbaren, es gibt außen eine Siegpunktleiste, da steht Bens Marker schon auf der 0 und da unten, da ist der Marker für den Triumphzug, das hängt von der Spieleranzahl ab. Genau, und jetzt habe ich noch eins nicht erklärt, nämlich dieses Rondell hier, also den Wissenschaftsbereich, der wirklich klasse ist und spannend ist, der aber einfach sehr verwirrend sein kann. Also muss ich dafür darauf einlassen. Ne? Ja. Wenn du Leute hast, die irgendwie sagen, nee, ich möchte nichts, was irgendwie komplizierter ist als Tabu lernen. Schwierig. Also allein dieses Ding hier klickt sich schon vollkommen raus. Ne? Da braucht man gar nicht mit allen anderen Sachen anfangen. Bevor ich aber die Wissenschaftsleiste erkläre, erkläre ich dir erstmal, welche Aktion man machen kann. Ne? Generell zum Spielablauf. Wir beginnen das Spiel immer mit der ersten Phase. Das ist die Phase, wo wir Moral feststellen. Das machen wir alle gleichzeitig. Ja, wir gucken also, was für Moralmodifikatoren haben wir. Da gibt es eigentlich nur zwei, die man beachten muss. Und zwar einmal den hier im Neolithikum. Da kriegt jeder minus 1 Moral. Ganz standardmäßig jede Runde zum Anfang. Ja, ist halt nicht so schön. Ne? Da. Und dann kriegt man minus 1 pro Stadt, die man hat. Entweder zählt man die Städte durch oder man sieht hier auf seinem Tableau, du hast die Städte ja schon alle aufgebaut. Aber wenn ich jetzt mal sage, ich habe 3 Städte gebaut, minus man nimmt das ja von rechts. Da steht dann minus 3 Moral, genau, ne, wüsstest du also. Und das kann halt schon ziemlich heftig werden, wenn du 5 Städte hast nachher und du musst 5 Moral jede Runde unternehmen. Das ist dann schon was, was wirklich das Spiel auch sehr, sehr massiv beeinflusst. So, das ist die erste Geschichte, die geht extrem schnell. Zweite Geschichte ist, man guckt, wer Startspieler. Da schafft man einfach die Reihenfolge mit den Siegpunkten und umgedreht quasi ist sie dann Startspielerreihenfolge. Das heißt, wer am meisten Siegpunkte hat, ist ganz hinten und wer ganz hinten ist ein Startspieler. Vollkommen klar, kein Problem. Dann beginnt man mit der nächsten Phase und das ist die Aktionsphase. Wir haben beide... Das Herzstück des Spiels. Ja, das stimmt. Wir haben beide 2 Arbeiter am Anfang. Das sind die sogenannten Anführer. Einen Anführer kannst du nochmal hier oben hinpacken. Der wird erst freigeschaltet, wenn du in die Bronzezeit gehst. Und dann hast du noch einen, genau, der würde hier hinkommen, den kannst du aber weglassen. Bei den kriegen wir nicht. Ne? Könntest du da hinstellen, aber ist vollkommen... Kann man anziehen, die beiden wollen sich. Genau, ich glaube, du kannst damit nichts mehr anfangen. Nee. Das ist nicht möglich. Wenn du dran bist, kannst du eine von diesen Aktionen machen, A bis G, mit beliebig vielen Anführern. Das heißt, du stellst 1, 2, 3, wie viele Anführer du auch später hast, stellst du aufs Feld.
Und wichtig ist dabei, dass du aber jede Aktion nur einmal machen kannst. Das heißt, wenn du dich entschieden hast, die Aktion eh einmal zu machen mit einem Anführer, dann bin ich wieder dran, mache meine Aktion. Und du sagst, Mensch, ich möchte die Aktion eh nochmal machen, dann dürftest du das nicht machen. Du darfst also nicht noch einen zweiten Anführer jetzt dazu stellen. Was du hättest machen können, du hättest gleich in deinem ersten Zug sagen können, ich möchte die Aktion eh mit zwei Gebrauch Leuten machen machen. und dann macht man sie quasi doppelt oder manchmal verbessert man die Aktion dann auch nur. Ne, da müssen wir gleich ein bisschen einzeln mal drauf Aber da macht man schauen. sonst nichts mehr an dem Zug. Wenn du nur zwei Arbeiter hast, ja, aber es kann natürlich sein, dass du mehr Arbeiter noch mehr Anführer hast. Wie, das erzähle ich gleich. Einen hier und man kann auch noch neutrale Anführer bekommen. Darum liegen hier schon mal diese grauen. Wir fangen mal ganz hinten an bei G, bei der Revolution. Da steht if enough und dann sind die Zeichen für Luxusgüter, das ist der Pokal, Städte und Buch, das sind für diese Wissenschaftsschritte hier auf der Leiste angegeben. Und da kannst du die Revolution ausrufen und kannst letztendlich gucken, ob du die Bedingungen des nächsten Zeitalters erfüllst. Also du würdest dann sagen, habe ich entweder, hier sind ja zwei von drei, musst du erfüllen, habe ich entweder drei, Hallo Baumi. hallo Baumi, Abend, habe ich entweder drei Luxusgüter. Eine Und oder eine Stadt. Stadt und oder vier, ne, zwei davon Vier machen muss, ne? Tech-Dinger. Genau. Dann könntest du die Revolution ausführen. Dann würdest du jetzt quasi ein nach vorne gehen, bekommst den Bonus, den es hier immer gibt. Hier in diesem Fall halt einfach nur den zusätzlichen Arbeiter. Würdest die Siegpunkte bekommen. Als erster bekommst du zwei Siegpunkte, jeder weitere ein und dürftest halt ausführen, auswählen, welches von diesen Siegkärtchen hier benutzt wird. Nur wenn ich das dann irgendwann mache, dann kann ich auch hier hinkriegen, auch meinen Arbeiter, kriege aber nur noch einen Siegpunkt und darf halt keinen von diesen Karten auswählen. Das geht immer nur einmal. Nachteil ist bei dieser Aktion Revolution, danach endet der Zug für einen. Okay. Ne, man kann da nichts mehr machen. Das heißt, wenn ich hier noch ganz viele Arbeiter hätte, ist das halt extrem schmerzhaft. Es kann natürlich manchmal einen Sinn ergeben, das trotzdem zu machen, relativ früh, weil ich unbedingt diesen zwei Siegpunkte haben möchte und weil ich vor allem aber hier sagen Sagen, möchte, dass er welche, gerettet ne, ist. darum könnte es nutzvoll sein. Okay, das ist die eine Aktion. Kommen wir zur nächsten. Brot und Spiele, Bread and Circuses. Da kriegt man Moral über die Aktion. Und zwar bekommst du plus ein Moral pro Luxusgut. Luxusgut, was du hier hinlegst, und pro Anführer, den du hier hinstellst. Die Luxusgüter sammeln wir ja ein, indem wir uns hier nachher mit unseren Vasallen drauf bewegen, wie erkläre ich gleich. Das Wichtige ist, du hast hier dann Luxusgüter, das kann eine oder zwei, vielleicht später auch sechs, sieben Luxusgüter sein. Du kannst dir überlegen, wie viele Luxusgüter ich davon nehme und sie jetzt hier hinpacke. Die sind für die Runde dann da gebunden und Aber erst nicht am weg. Rundenende kommen sie wieder zurück und dann kannst du sie für die nächste Runde wieder benutzen. Genau, sie sind nicht weg. Dementsprechend sind Luxusgüter total mächtig, weil es quasi zusätzliche Arbeiter sind, aber ohne dass du mit dem Luxusgut selbst eine Aktion aktivieren kannst. Ne? Du bekommst dann quasi pro Marker, den du hier einsetzt, plus ein auf dieser Moralleiste. Ne? Und was man noch dazu kriegen könnte, ist noch einen Bonus von der Wissenschaftsgeschichte. Erzähle ich dann gleich, wenn ich die Wissenschaft mache. Ne? Und zwar jetzt. Jetzt kommen wir zur Wissenschaft. E, Improvement. Improvement, genau. Hier ist es so. Die erste Geschichte ist erstmal das Wichtige, das mit dem Buch, also eine Steigerung pro Anführer, die da hinkommt. Wenn du also jetzt hier gleichzeitig zwei Leute hinstellst, könntest du sogar zwei Sachen steigern oder eine Sache um zwei Stufen. Du musst halt nur das notwendige Geld haben. Warum das notwendige Geld? Wir starten bei diesen sechs verschiedenen Wissenschaftsbereichen immer auf Stufe 0. Die Wissenschaftsbereiche sind Architektur, das ist der Bereich hier, Landwirtschaft Landwirtschaft, mit der Egge, Kultur, Kultur, Seefahrt. was ist Ah, das? genau, rate mal. Reichtum, Handel, genau, Handel ja. und Militär. Und so Kriegskunst oder Technik oder sowas, ne? Genau. So, erstmal, was bringen die ganzen Geschichten? Und zwar, dafür muss man sich tatsächlich jetzt ein bisschen Zeit nehmen. Sie bringen Einmal-Einmal-Effekte. Manche von ihnen bringen Bonussachen, die man hier drauflegt, wo man dann jedes Mal, wenn man das Feld aktiviert, den Bonus bekommt. Und manche bringen Erlaubnisse, dass man überhaupt Sachen erst machen darf. Wir fangen mit der Architektur an. Momentan dürfen wir null Städte bauen. Ne? Erzähle ich gleich, was eine Stadt bringt, aber wichtig ist erstmal, Städte Keine. sind relevant. Jetzt darf man noch keine bauen. Du musst also hier nach oben gehen, damit du die zweite Stadt bauen darfst. Oder zwei Städte bauen darfst. Hier dürftest du vier Städte bauen, sechs bis hoch auf acht. Ne? Du brauchst also die Erlaubnis, eine Stadt zu bauen. Das holst du dir damit. Was kostet das? Na, erstmal musst du natürlich die Aktion machen, Improvement. Und dann musst du das Geld bezahlen. Das sieht man hier. Derjenige, der es als erstes macht, muss den entsprechenden Betrag hier bezahlen. Und zwar von 0 auf 1 zahlt man 4, von 1 auf 2 zahlt man 8 und so weiter, 38. bis zu hinten sogar 32. Dafür kriegt man aber den Vorteil, man kriegt einen Siegpunkt dafür. Ne? Der zweite, der quasi dann diese Forschungsergebnisse nur kopiert, hat natürlich geringere Kosten. Ne? Und zwar Zwei die geringen Kosten weniger. stehen hier wieder, es ist wieder ein bisschen günstiger. Aber der holt natürlich auch nicht den Lohn dafür, also Keine kriegt auch Punkte. keine Siegpunkte dafür. Ne? So, das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist aber, dass Wissenschaft scheinbar immer ein bisschen abhängig ist von den Nachbardisziplinen. Und darum sehen diese Felder auch so komisch aus. Man sieht das hier an den Farben. Ich weiß nicht, ob du das mit
Rot-Grün blind halt so gut erkennst. Aber also ich sag mal, dieser hier ist ein durchgehender, dann hast du hier dieses Feld, was eigentlich hier sein müsste, das ist aber nach hier verschoben. Das Feld ist dann wieder so, das ist auch so ein bisschen offen hier zu den Seiten, das hat folgenden Hintergrund. Man sieht ja so kleine Durchgänge. Wenn ich jetzt also nach hier oben gehe, würde mich das ja normalerweise erstmal 8 Geld kosten. Aber dieses Wissenschaftsfeld letztendlich ist nicht nur von mir selbst abhängig, sondern auch noch von meinem Fortgang hier. Das heißt, wenn ich hier einen Marker drin habe, auch schon, dann ist alles okay. Kein Problem. Wenn ich das nicht habe, muss ich eine Strafzahlung zahlen. Und die Strafzahlungen sind dann hier angegeben. Das wechselt leider so ein bisschen hier. Okay. Gilt aber auch für jede Reihe immer. Ne? Also die Strafzahlung für die unterste Erhöhung ist 2, für die mittlere Erhöhung ist 5 und für die höchste ist 10. Das heißt, es wären in dem Fall jetzt nicht nur die 8, die ich bezahlen muss, sondern ich müsste eine Strafzahlung von nochmal 2 dazu zahlen, also 10. Außer du würdest 4 Marker. Wenn ich hier den Marker schon hätte, müsste ich die Strafzahlung nicht machen. Gehe ich die nächste Stufe wieder hoch, müsste ich 16 zahlen, wenn ich das als erster mache. Plus 10. Plus 5, weil ich hier oben nicht den Marker habe. Ne? Wenn ich hier den Marker nur habe, ich weiß nicht weiter. Ich muss den Marker hier oben haben. Jetzt erst würde ich keine Strafzahlung haben. So, und ganz verrückt wird es oben im obersten Bereich. Also da sind die Kosten ja sowieso vollkommen abstrus. Aha. 32. Und diese Öffnungen gehen nach links und nach rechts. Das heißt, wenn ich das so nicht habe, muss ich eine Strafzahlung für den Bereich zahlen, was 10 ist. Und für den auch noch. Das heißt, ich muss 52 insgesamt zahlen dafür. Das habe ich noch nie gemacht. Ich weiß nicht, wie man auf so viel Geld kommen soll. Ja. Das ist aber nicht Tierkino, das ist richtig. Moin, Steff, hi. Tierkino gibt es vielleicht, na, wahrscheinlich nicht. Ja, ich habe es einfach mal mitgebracht, weil ich habe das ganze Wochenende jetzt gespielt und ich bin jetzt einfach mal drin in den Regeln und wollte es einfach mal nutzen. Und zum Glück hatte Ben ein Einsehen. Das finde ich auch sehr gut. Gut, das zu den Kosten. Ne? Wir haben es jetzt erstmal an der Stadt festgemacht. Wie sieht das mit den anderen Bereichen aus? Also hier Architektur, das ist die Erlaubnis. Hier ist es was ganz anderes. Hier kriegst du einen Einmalbonus und zwar kriegst du diese Marker hier. Das sind so Nahrungsmarker, wie sie auf dem Feld ja auch schon siehst. Die kommen hier oben in diesen Bereich, wo du deinen Wachstum erklärst, deiner Bevölkerung. Die braucht man zur Versorgung der Städte und um später mehr Truppen aufs Feld zu kriegen, mehr Vasallen. Hier kriegst du einfach 2, hier kriegst du 1, hier kriegst du nochmal 2, hier kriegst du nochmal 3. Die kriegst du einfach sofort in den entsprechenden Teller. Und hier kriegst du noch eine weitere Erlaubnis. Und zwar normalerweise darfst du am runden Ende immer nur einen Marker in einem Feld haben. Also entweder eine Stadt oder ein Vasallen. Alles weitere musst du runternehmen am runden Ende. Wenn du dieses Feld hier freigespielt hast, dann hast du die Erlaubnis, 2 Sachen zu haben. Also 2 Vasallen oder Stadt und Vasall. Und das haben beliebig häufig dann auch. Hat halt den Vorteil, deine Sachen sind besser verteidigbar, weil du halt mehr Truppen drin hast oder du kannst halt einfach dann besser planen im nächsten Zug, dich besser bewegen, solche Geschichten. Das ist also schon ein guter Vorteil. Okay, das ist die Landwirtschaft. Dritter Bereich, Kultur. Da gibt es wieder einmal Boni und zwar hier gibt es Siegpunkte, die man sofort kriegt. Und das ist hier sofort Boni auf Moral. Und man kriegt aber auch einmal. Die gibt es genau, ja genau, die gibt es einmalig. Und es gibt Boni, die halt aufs Feld gelegt werden, die immer dann triggern, wenn man das Feld auslöst. Und zwar Brot und Spiele. Das habe ich ja gerade schon erklärt. Das ist ja die Aktion F. Also da gibt es hier diesen +3-Marker und den +1-Marker. Und den würdest du kriegen, wenn du da drauf bist, drauf gehst und würdest den einfach dann hier zu deinem Feld legen. Und jedes Mal, wenn du jetzt Brot und Spiele machst, kriegst du halt nicht nur den einen Bonus für jeden Anführer und für jedes Luxusgut, sondern würdest noch einen generellen Bonus noch dazu bekommen. Und der bleibt dann auch immer da. Okay, aber nur einmalig, nicht mal Anführer, sondern... Nee, das ist einfach nur +1. Das ist kein Multiplikator. Und wenn du hier drauf gehst und +3, das ist schon eine mächtige Geschichte. Wenn du quasi einen Anführer draufstellst und vielleicht 2 Luxusgüter und erhöhst dann die Moral 6, das ist schon so mal ein kleiner Taktiktipp. Schon echt eine mächtige Geschichte. Ja, um die Moral das alles zu pushen. Ja, das stimmt, aber... Ne? Also einmal Boni und mehrfach Boni. So, nächster Bereich, Seefahrt. Was ganz anderes. Erstmal ist es eine Erlaubnis, überhaupt Schiffe bauen zu dürfen. Okay. Ja? In dem Moment darfst du Schiffe bauen. Und zwar ein Schiff kostet dich 2 Taler, wenn du es bauen möchtest. Das hat dann eine Geschwindigkeit von 2. Darf also 2 Felder einfach weit. Wenn du hier hochkommst, dann wird das Schiff teurer, wenn du es baust. Nämlich kostet es jetzt 3. Aber dafür hat es eine... Genau. Das klingt erstmal unlogisch, dass ich natürlich mehr bezahle, weil es bei normalerweise Spielen genau umgekehrt ist, dass es günstiger wird. Aber hier werden die Schiffe halt auch viel besser.
Hier kostet das Schiff dann sogar 4 und bewegt sich 6 weit. Hier kostet es 6, möglichst 10 weit. Was man einfach machen kann, man baut am Anfang Schiffe und geht dann hoch, weil die gebauten Schiffe sind natürlich auch so gut. Okay. Die unterscheiden sich nicht. Weiterer Vorteil, jedes Mal, wenn du hier eine Stufe erklimmst, kriegst du ein Gratisschiff. Okay. Und dieses Schiff stellst du sofort benachbart zu entweder einer Stadt oder einem Vasall ins Wasser. Du bist ja in den beiden Feldern hier, kannst da schon mal 2 gelbe gerne draufpacken. Hast auch schon den Bonus, der hier liegt, den bekommst du schon. Einmal Nahrung, sonst liegt da ja kein weiterer Bonus. Wenn du das jetzt quasi machen würdest, würdest du einfach von deinen freien Vasallen, die liegen hier oben, dazu kommen wir gleich nochmal, würdest du einfach ein Schiff hierhin platzieren können. Das ist halt bei jedem Aufstieg, kriegst du ein Gratisschiff. Also muss man ja nicht so viele bauen, also schon, aber und, drei, würde man sagen. Genau, und du bekommst die Erlaubnis, halt welche zu bauen. Wie man das mit dem Bauen macht, erkläre ich dann am Ende, wenn ich auf dieses Bewegen und Einsetzen hier eingehe. Also Erlaubnis, die Werte und Gratisschiffe hierbei. Vorletzte Geschichte, Handel. Das sind jetzt wieder ähnlich wie hier bei Brot und Spiele, sind das jetzt hier wieder mehrfach Boni, die man auf das Tableau setzt. Und zwar als erstes hier den Plus 1 Bonus, dann den Plus 3, den Plus 6 und dann den Plus 11. Und die werden in Feld B gelegt, da kommen wir gleich drauf. Ich könnte die jetzt hier reinlegen, aber das ist ein bisschen du erkennst, wo das Problem ist. Ja. Also dementsprechend lege ich die einfach mal hier an den Rand. Oder eins können wir ja liegen lassen, damit man es so ungefähr sieht. Ja, das bringt wirklich nichts anderes als diesen Bonus. Und dieser Bonus bedeutet nachher einfach Geld. Das ist Geld, was man zusätzlich bekommt. Das war's auch schon. Bis auf dieses hier, dieses Häuschen, was du hier noch siehst, das ist wieder eine Erlaubnis. Und zwar die Erlaubnis, dass man sich Handelshäuser baut. Was das macht, erzähle ich gleich, wenn ich das mit dem Handelshäuser erzähle. Von den Erlaubnissen her, nochmal ganz kurz zusammengefasst, das ist die Erlaubnis hier Städte zu bauen, das ist die Erlaubnis Schiffe zu bauen, das ist die Erlaubnis Handelshäuser zu bauen und letzte Erlaubnis hier, hiermit kriegst du die Erlaubnis Armeen ins stehende Heer, die sogenannte Regular Army, zu bauen. Also die Kriegsführung, du hast normalerweise mit deinen einzelnen Vasallen hier eine Bewegung von 1, solange du noch hier bist. Wenn du dich jetzt hier hochspielst, kriegst du ab dem Moment dann eine Bewegung von 2 und dann eine Bewegung von 3 sogar. Und du bekommst die Erlaubnis, Truppen zu bauen. Und Posten zwar 1, 3, 4. Genau, die Truppen quasi würden von deiner regulären Armee, würdest du sie jetzt hinsetzen, erkläre ich gleich nochmal im Detail, und dann könntest du sie quasi für den Betrag in deine regulären Armee rüberbauen. Und sie werden halt immer teurer, genauso wie die Schiffe werden dafür aber auch besser. Aber auch hier gilt, man könnte erst alles bauen und sie dann hochsteigern. Und genauso wie bei der Seefahrt ist es auch so, sobald du eine Stufe aufsteigst, kriegst du eine umsonst. Genau. Ja, damit hätten wir das Wissenschaftsrad. Easy peasy. Sehr gut. Das hier heißt? Das heißt, dass du für jede Stadt, die du besitzt, ein weniger zahlst bei einer Aufwertung. Bei allem. Genau, also hast du 4 Städte und du musst mindestens einen immer zahlen, ne? Aber hast du 4 Städte, würdest von dem auf den hier hochgehen, dann musst du nur 12 zahlen. Okay, das war Aktion E. Also, Revolution, das hier. Brot und Spiele, Moral erhöhen, Improvement, hier vorangehen. Das möchte man eigentlich auch jede Runde machen. Dann kommen wir zu Diplomatie. Diplomatie ist quasi ganz, ganz viel. Da gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, wenn du da 3 Leute draufstellst, kannst du alle 3 machen. Möglichkeit A ist, du entfernst permanent 3 von deinen Vasallen, die hier oben stehen. Entfernst du 3 aus dem Spiel und musst 3 Geld abgeben. Und dann bekommst du einen von diesen freien Anführern permanent dazu. Okay. Das ist natürlich ein zusätzlicher Worker. Das klingt erstmal so, als würden wir das wie bei wie hieß nochmal das Spiel hier, wo wir gespielt haben, wo man einfach die ganze Zeit sich nur Arbeiter nehmen möchte. Fallout, genau. Ja. Ne? Als würde man das machen wollen hier. Genau. Will man aber nicht, weil diese 3 Vasallen, die man abgeben muss, das schmerzt richtig. Okay. Und die 3 Geld hat man einfach nicht. Okay. Ne? Also dementsprechend. Die 3 Geld hat man, ja. Ja, ne, das genau. Wie viele von den Dingern haben wir überhaupt? Spieler mal 2 minus 1. Okay, also bei uns sind das jetzt 3 Leute. Ne? Also 3 Leute stehen hier zur Verfügung und da können wir uns quasi dran bedienen. Nächste Möglichkeit ist die Friedenstaube. Du kannst einfach sagen, ich mache einen Friedensvertrag. Dann ist es so, dass wenn irgendein Spieler dich in dieser Runde angreift, muss er 5 Moral dafür bezahlen. Okay. Du kannst jeden Spieler angreifen. Okay. Das ist nicht ganz logisch eigentlich irgendwie und auch, ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, aber es ist so. Dritte Möglichkeit, die kann nur einmal gemacht werden, insgesamt im Zug, also nicht du einmal, sondern einer von uns kann das insgesamt machen. Okay. Man kriegt einen Siegpunkt und man darf einmal die Spielreihenfolge hier neu festlegen. Selber. Selber, genau. Okay. Und dafür muss man dann auch diesen Arbeiter hier so lange hinsetzen, bis man hier am Zug war.
Und da hat sich etwas geändert zu den neuen Regeln. Und zwar muss man jetzt Geld bezahlen an all diejenigen, die hinter einem liegen, was die Punkte angeht. Okay. Ne? Ich würde jetzt nicht ins Detail reingehen. Wenn du diese obskure Aktion irgendwann mal machen möchtest, um diesen einen Siegpunkt zu gehen, dann sag mir Bescheid, dann gucken wir die Regeln. Ja, Okay. ansonsten, außerdem bekommst du einen von diesen Vertragsplättchen, die es hier gibt. Diese Vertragsplättchen brauchst du für ganz, ganz viele Sachen. Du brauchst sie vor allem zum Beispiel, um dieses Handelshaus hier zu errichten. Du könntest dem anderen auch einen Taler zahlen, kannst ihm auch dieses Vertragsplättchen geben. Ansonsten kann man mit dem Vertragsplättchen noch ganz, ganz viele andere Sachen machen, Ist die das man. hier oder? Das ist das hier, genau. Ja. Zum Beispiel Gebiete abkaufen und was nicht alles. Das sind alles Sachen, die macht man in der Erweiterung. Ich habe Okay. mir das durchgelesen und habe mir gedacht, gut, das brauchen wir jetzt noch nicht. Habe ich auch noch nicht gespielt. Ist die Erweiterung drin oder? Also nicht in Erweiterung, sagen wir in der Ah, Expertenvariante okay. oder wie man es nennen möchte. Ich finde, dass wir spielen, ist schon die Expertenvariante, aber. Gut, das ist die Nö, sag's, Diplomatie. ist kein Kennerspiel. Es ist, es ist knapp zwischen Familie und Kennerspiel, ja, ist Okay. die. Ja. Aber nur für freakige Familien. Also, falls ihr noch ein Familienziff-Spiel sucht, hier seid ihr gut aufgehoben. Jetzt kommen wir zu der Sache, mit der man sich Geld holen kann. Zwei Sachen gibt es dafür: Taxes and Trade. Taxes ist die Aktion, die sehr, sehr viel Geld bringt, aber auch richtig viel kostet. Und zwar, Steht hier mal dafür. genau, du hast bei den Städten hast du einen Multiplikator. Ich zeige das nochmal ganz kurz. Wie gesagt, stell dir vor, du hast jetzt drei Städte, dann ist dein 12. Multiplikator 12. Dann würdest du diesen Multiplikator nehmen, mal Anzahl der Anführer, die du hier reingesetzt hast. So viel Geld kriegst du. Also hast du einen Anführer reingekriegt, kriegst du 12 Geld. Hast du zwei Anführer hingesetzt, kriegst du 24 Geld, was richtig viel Schon mal ist. ordentlich. Diese Ikonografie ist leider ein bisschen verwirrend, weil man denkt, es hat irgendwie was mit der Menge an Städten zu tun, aber das hat es Richtig, nur es hat indirekt, mit weil den. das ist einfach nur der Multiplikator, der zählt. Wenn du noch keine Stadt hast, dann ist dieser Multiplikator der richtige für dich. Sechs. 6, genau. Also, du kriegst richtig viel Geld. Nachteil ist, du musst auch Moral zahlen. Und zwar für jeden Anführer, den du reinsetzt, 3 plus für jede Stadt einen. In meinem Beispiel wären das jetzt also gerade bei 2 Anführern und 24 Geld, wären das aber 9 Moral, die du Kommen auch zahlen irgendwann müsstest. die schönen Aktionen, die Spaß machen? Ja, die hatte Das ich. klingt, Die hatte ich ja schon alles alle. so nach so Gott, müssen wir zahlen, teuer und so. Ne? Hier Brot und Spiele zum Beispiel. Also, das ist eine richtig gute Aktion, aber sie ist wahnsinnig teuer. Eine nette Aktion, wie man das auch noch lösen kann, ist einfach über, also das ist klar, Texas, nur deine Bevölkerung findet sich gut. Richtig. Die nächste Möglichkeit ist über Handel. Da legst du wieder Männchen drauf, Luxusgüter und für jede von diesen Dingern, die du gebaut hast, wie auch immer man die macht, erzähle ich am Ende, kriegst du plus 1 plus eventuell von diesen Modifikatoren hier nochmal was. Sagen wir mal, am Anfang legst du dein Männchen rein und ein Luxusgut und kriegst halt 2 Geld. Nicht so viel. Im Vergleich zu vielleicht am Anfang hier 6 oder 8 oder 10 ist das natürlich jämmerlich, aber dafür musst du keine Moral zahlen. Richtig. Ne? Lohnt sich aber mehr, wenn du auf diesen Bonus gehst oder wenn du ein Volk spielst, was hier noch ein bisschen besser ist, denn du siehst bei dir zum Beispiel, du kriegst 2 Geld pro Männchen. Das ist schon mal Wenn du dein einer, eins. ich krieg nur ein Geld pro Ah. Männchen. Das ist schon mal dein einer Volksbonus bei Okay. den Germanen. Ne? So, jetzt kommen wir zur letzten Geschichte und beim ersten Mal erklären habe ich den Fehler gemacht, dass ich demjenigen, es erklärt habe, ich habe hiermit angefangen und er dachte sich schon, um Gottes Willen, was wird das für ein Spiel? Und das, also da muss man aber sagen, das hier ist halt einfach ein Spiel für sich schon alleine. Ja? Okay. Expansion, Die ja, ist Expansion, so. genau, die Expansion. Das ist auch eine Aktion, wenn du die nicht machst, dann triggert die automatisch am Ende quasi nochmal hier. Also wenn wir alle Aktionen durchgemacht haben, dann hat jeder Spieler nochmal die Möglichkeit, also nicht die Möglichkeit, es muss mal gemacht werden, die Auto-Expansion. Okay. Ne? Bevor wir dann zu der Phase Aufräumen kommen, da würden wir alle Männchen und Luxusgüter vom Brett nehmen und hier wieder zur Seite schieben, bereit machen. Und dann würden wir in der letzten Phase überprüfen, ob ein Spiel Endbedingung erfüllt ist. Also wir gucken letztendlich, ob zum Beispiel hier jemand in dem letzten Zeitalter ist oder sowas. Ne? Da gibt es halt ein paar. Wenn sich die Marker getroffen haben, die Genau, Karten leer ob sich, sind. genau, all diese Geschichten. Ne? Also, wie ist das hier mit der Expansionsphase? Du kannst erstmal bei dir oben 12 freie Vasallen draufpacken, denn mit so viel fängt jeder an. Du hast natürlich Ich habe jetzt nur zwei acht. weniger schon. Zehn. Genau, 10. Hier auch. 12. Und eigentlich, genau. So, und jetzt müsstest du bei jeder Stadt, müsstest du da quasi, ja, hast du 3, ne? Drei Genau, liegen. richtig. Ein Würfel ist übrig, das ist ja wieder ganz nett. Genauso wie Okay. ein Runder übrig ist, das ist auch wieder ganz nett. Ne? Die braucht man halt nicht. Okay. Die Expansion läuft in 4 Schritten ab. Nicht jeder muss davon immer triggern. Erstens ist letztendlich erstmal das Wachstum. Beim Wachstum guckst du erstmal, wie sieht hier oben es, wie voll ist es auf deinem Teller. Also, das heißt, du hast schon mal einen Bonus bekommen durch deine Egge.
das ist dieser Fortschritt hier. Mhm. Da hast du ja die Marker hier gleich hingelegt. Dadurch füllt sich dieser Teller. Mhm. Außerdem hast du hier einfach diese Marker, die du ja zum Beispiel bekommst, wenn du hier Gebiete erobert hast. Mhm. Die liegen hier. Und dann musstest du aber für jede Stadt, die du hast, musstest du zwei Marker hiervon wegnehmen. Okay. Das heißt, dieser Bereich hier, der sollte positiv sein. Mhm. Wenn er nicht positiv ist, zu einem Zeitpunkt, würdest du einen Hungermarker bekommen. Das ist schlecht, weil der zieht halt was wieder ab. Kennt ja jeder, der Ricola gespielt hat. Genau. Hungermarker. Ne? Zum Glück kriegt man hier keine minus 3 Siegpunkte dafür. Ja. Kein Battle-Marker. Also das ist schon mal die eine, das ist diese Wachstumsgeschichte auf dieser Tafel. Mhm. Das sollte positiv sein. Mhm. Habe ich auch noch nie anders erlebt. Jetzt guckt man, welchen Moralmultiplikator hat man. Denn wir haben ja gesehen, bei der Moral, die wirkt sich halt auf dieses Wachstum aus. Mhm. Schaust also, bei 0 ist 0, hier würdest du 3 abziehen, hier würdest du 3 dazu packen. Auf diesen Wert. Mhm. Jetzt haben wir vielleicht irgendwie einen Wert von 3. Jetzt guckst du noch, wie viel Luxusgüter habe ich dazu gepackt. Mhm. Nochmal plus 1 für jedes Luxusgut und wie viel von meinen Anführern stehen hier. Mhm. Plus 2 für jeden Anführer. Jetzt hast du insgesamt hier eine Summe, die irgendwas zwischen 1 und 8 vielleicht ergibt. Mhm. Und so viele von deinen freien Vasallen, die du hier hast, darfst du jetzt platzieren. Okay. Du darfst aber maximal pro Feld, also darfst du immer nur in Felder reinbauen, wo schon von dir entweder ein Vasall ist oder eine Stadt, mhm. und zwar maximal aber einen Marker reinpacken. Okay. Das heißt, es bringt eigentlich nichts, hier jetzt irgendwie eine 5 zu haben, wenn du nur 2 Marker reinpacken kannst. Mhm. Stimmt nicht ganz, denn für jeweils 3 Marker, die du nicht platzierst, entweder weil du nicht kannst oder nicht möchtest, erhöht sich deine Moral um 1. Hm. Sieht man hier in dem Feld, da sind 3 durchgestrichene Marker. Aha, und die Moral geht um 1 hoch. Du kannst auch, wenn du hier oben keine Marker mehr hast, aber du möchtest unbedingt noch welche setzen, kannst du Marker von hier unten nehmen, da wo sie stehen. Da kostet dich aber jeder Marker 2 Moral. Okay. Das ist also extrem teuer. Immer so viel, wie drunter steht oder generell 2? Nee, immer 2 Moral. Okay. Für jeden Marker musst du 2 Moral ausgeben. Es kann auch sein, dass du hier mal einen Marker nehmen möchtest, weil du ja hiermit immer eine günstige, hier hast du ja eine Umsonstarmee und hier hast du ein umsonst Schiff bekommen. Mhm. Es kann sein, dass du hier nichts mehr hast, dann nimmst du das auch von hier unten, wenn du möchtest, dann kostet dich dieser Schritt nur 1 Moral. Okay. Wenn du es hierfür brauchst quasi, wenn du darauf zugreifen musst, auf den unteren Bereich nur 1 Moral, hier oben kostet es dich, wenn du was nehmen möchtest, 2 Moral. Mhm. Das macht man extrem selten. Okay. Ne? Okay, also du hättest jetzt quasi in deiner Phase hier, sagen wir mal, die beiden platziert. Mhm. Das ist der erste Schritt. Das ist wirklich hier einfach nur die Platzierung, also die Wachstumsphase. Mhm. Wenn du insgesamt was Negatives rausbekommen hättest, dann müsstest du jetzt Marker entfernen vom Tableau. Okay. Ja. Wenn du es nicht entfernen kannst, dann passieren wieder andere schlimme Dinge. Kommt dann. Genau, kommt hoffentlich nie. Mhm. Passiert hoffentlich nie. Zweite Möglichkeit jetzt, oder zweiter Schritt, wir bewegen uns. Mhm. Das Wahrscheinlichste ist einfach, dass du deine Marker in ein angrenzendes Feld bewegst. Denn du hast ja nur Bewegung von 1. Mhm. Solange du hier bist, hier könntest du dich auch 2 Felder weiter bewegen, später sogar 3. Mhm. Also du bewegst dich einfach in ein angrenzendes Feld, hier zum Beispiel hin oder hier. Sobald du dich in ein Feld bewegst, wo irgendwie ein Marker ist, darfst du ihn dir nehmen. Mhm. Ja. Das ist der Klassiker, den man halt macht. Andere Möglichkeit ist, du möchtest halt einen von deinen 9 platzierten Markern ins Wasser bewegen oder ein Schiff raufbauen. Mhm. Wichtig ist, das kannst du immer nur mit 9 platzierten Markern machen. Du kannst quasi nicht... Ja, hättest du nur einen platziert, sage ich, platziere den hier, ziehe den nach hier oben und den hier möchte ich ins Wasser setzen. Mhm. Das geht nicht, sondern neue Sachen bauen kann man immer nur mit Markern, die man neu platziert hat. Mhm. Ja. Außerdem müsstest du natürlich für Schiff platzieren, müsstest du erstmal das hier freigeschaltet haben und du müsstest 2 Geld bezahlen. Ja. Dann hast du in dem Moment jetzt ja ein Schiff. Mhm. Ja. Das bleibt noch. Das bleibt dann noch ein Schiff, so lange, bis es irgendwann mal bei der Bewegung an Land geht. Mhm. Jetzt wäre es kein Schiff mehr, sondern jetzt wäre es wieder ein Vasall. Denn die wieder zum Schiff wird. Es sei denn, du bewegst ihn wieder ins Wasser. Nee, das darfst du nicht, stimmt, darfst du nicht, weil es ja kein neuer Marker ist. Richtig. Richtig, genau, dankeschön. Das stimmt, aber man könnte tatsächlich... Aber da könnte ich einen neuen Marker spawnen, der zum Schiff wird. Ja, genau, das könntest du machen. Wichtig ist, jedes Mal, wenn du weg bist von deinen Heimatgebieten, also zum Beispiel durch so eine Aktion, tada, oder du bewegst halt diesen hier irgendwie mal nach da, dann bist du nicht mehr angeschlossen über Land zu deinem Heimatgebiet, dann hast du eine sogenannte Kolonie gegründet, dann verlierst du sofort 2 Moral. Die kriegst du auch nie wieder zurück. Ne? Also solltest du quasi auf die bekloppte Idee kommen, dann sagen, okay, hier, dann rutsche ich hier mal nach und dann mache ich jetzt nächste Runde diese Aktion, wird schon wieder eine Kolonie, wird wieder 2 Moral sein. Ne? Also Kolonien gründen ist immer ein bisschen gefährlich. Man kann die Kolonie natürlich aufbauen, das ist in Ordnung. Wenn man sie aber wieder spaltet, hat man wieder eine Kolonie, eine weitere gegründet, würde wieder 2 Moral kosten. Ne? Und wenn man mit dem Schiff irgendwo hinfährt und anlandet, ist es sowieso immer, dass es eine Kolonie wird. Das geht gar nicht anders, weil Schiffe verbinden keine Länder. Es gibt Verbindungen immer nur über den Landweg. Entweder mit Vasallen oder Städten.
Weitere Möglichkeit, also erste Möglichkeit, du wickst dich ganz normal und heimst ein. Zweite Möglichkeit, habe ich gesagt, du kannst hier ein Schiff bauen. Du kannst natürlich mit Schiffen auch Schiffe bauen. eine Seebrücke. Nee, Schiffe müsstest du ganz normal bauen, so wie ich es gerade erklärt habe, immer. Du kannst Aber aber, ich wenn könnte du. hier angrenzend ein Schiff reinbauen dann. Nee, also du könntest hier das nächste Schiff reinbauen, weil da dürfen mehrere Schiffe drin Genau. sein. Genau, das geht. So, du könntest jetzt eine Seebrücke haben und könntest jetzt sagen, ich bewege mich über diese Seebrücke rüber. Dann kostet dich das, Moment, also ja, sagen wir mal, du hast das schon wieder gespawnt, ne? Nächste Runde. Jetzt könntest du dich hier rüber bewegen. Dann kostet dich eine Bewegung über eine Seebrücke, kostet dich eine Bewegung, ein Bewegungspunkt, egal wie lang die Seebrücke ist. Und zwar einen für den hier und einen für jedes Schiff. Also den kostet es. Dann sagt man, okay, was bringt es jetzt? Naja, es könnte ja sein, dass du vollkommen abstruserweise hier so viele Marker hast irgendwie und möchtest die hier alle rüber bewegen. Dann geht das natürlich nur mit zwei, weil deine Schiffe ja nur zwei Bewegungspunkte haben. Ne? Also, man kann halt quasi über Seebrücken irgendwo hingehen. Aber das Das ist ist dann trotzdem sofort eine ist Kolonie. trotzdem eine Kolonie, weil Seeweg Ja. ist halt nicht verbunden. Zweite Möglichkeit, die du machen kannst mit neuen Leuten. Du kannst sagen, ich möchte sie nicht zu Schiffen bauen lassen, sondern ich möchte sie in meine reguläre Armee setzen. Das darfst du erst, wenn du hier die Erlaubnis dir geholt hast und musst den Preis wieder dafür bezahlen. Dann würdest du sie nehmen und würdest sie hier oben in deine reguläre Armee reinsetzen. Was sie bringt, erkläre ich gleich beim Kampf. Ich kann schon mal sagen, reguläre Armee, die kann man überall einsetzen, um anzugreifen oder zu verteidigen. Okay. Unterstützend. Ne? Dritte Möglichkeit. Du kannst, wenn ich hier irgendwo eine Stadt habe, so zum Beispiel, die muss irgendwie angrenzend sein an irgendwas von dir, kannst du sagen, Mensch, ich möchte mal meinen neuen Würfel, möchte ich jetzt hier draufsetzen. Ab dem Moment ist das kein Vasall mehr oder sowas, sondern es ist einfach nur ein Marker, dass du ein Handelshaus hast. In dem Okay. Moment kriegst du zwei Moral. Man Man kriegt mal mal. kriegt mal was, genau. Und du bekommst immer hier beim Handeln plus eins. Darfst du aber erst machen, wenn du Wie das hier oben gesagt. freigeschaltet hast. Wenn es zum Kampf kommt, dann kann ich dich da wieder raus vertreiben und solche Geschichten. Das kannst du Aber natürlich auch sind viele Herren, verlieren. das wäre doof. Genau, das wäre doof. Das ist die nächste Möglichkeit. Und die letzte Möglichkeit ist, Moment, das haben wir, das haben wir, das haben wir ins Wasser lassen. Nee, ich glaube, ich habe alles erklärt. Ja, das sind die ganzen Schritte hier vorne. Genau, das ist die Bewegung. Ah nein, stimmt gar nicht. Die letzte Möglichkeit ist, das kommen wir jetzt auch schon zu Schritt 3, du ziehst Truppen zusammen auf ein Feld. Sagen wir, du hast das jetzt so gespawnt, ziehst die drei zusammen. Schritt 3, wenn du drei Vasallen auf einem Feld hast, kannst du sie wegnehmen und eine Stadt hinbauen. Was bringt dir das? Erstmal, diese drei Vasallen sind dann wieder frei verfügbar. Die kommen wieder oben in deinen Pool für freie Vasallen. Dann kommt hier die Stadt hin. Jede Stadtgründung bringt dir einen Siegpunkt. Das steht bei den Städten hier. Und die Stadt bringt dir ja drei zusätzliche freie Vasallen wieder. Das siehst du ja unten, du hast ja jeweils immer eine Stadt mit drei Vasallen hier. Dementsprechend würdest du noch drei weitere freie Vasallen oben hinpacken. Du musst also Städte gründen, um immer mehr Bevölkerung zu kriegen. Ne, Damit es deshalb wirst größer du da, wird dann. genau, deshalb wirst du hier eine Stadt kriegen. Stadt bedeutet aber auch wieder, am Anfang des Spielzugs nachher Moral sinkt. Und wenn, sobald du eine Stadt gründest, musst du hier oben zwei Marker rausnehmen. Du musst sie also auch einfach versorgen können. Ne? Wenn du es nicht kannst, würdest du einen Hungermarker kriegen. Und der ist schlecht, weil er am Ende kostet dir einen Siegpunkt nochmal am Ende des Spiels und macht hier minus 1 halt auch Okay. bei der Berechnung. Erster Schritt: Truppen platzieren. Zweiter Schritt: Bewegen oder umwandeln in Schiffe, in Krieger, in Handelskontore, in Städte. Dritter Schritt. Vierte Geschichte: Kampf. Und das ist jetzt das Letzte, was ich noch erklären muss. Kampf ist folgendermaßen: Ein Kampf kommt zustande, entweder wenn zwei Truppen sich auf demselben Feld befinden. Oder wenn sich zwei Schiffe auf demselben Feld befinden und und einer von beiden kämpfen will. Das müsste kein Kampf sein. Man könnte auch sagen, okay, also ne, derjenige beherrscht das Gebiet immer, der als erstes da war, der würde sich oben dann auf den entsprechenden setzen und dürfte sich dementsprechend auf diesen Marker nehmen. Und man kann also quasi eine Koexistenz hier mit Schiffen haben in diesem Feld. Ansonsten wäre es eine Seeschlacht, das ist eine Landschlacht. Ich mache jetzt erstmal die Landschlacht, weil die Seeschlacht ist sehr unwahrscheinlich, dass wir sie haben. Und wenn, dann würde ich sie dann erklären. Es gibt dafür ein extra Board. Ich weiß gerade nicht, wo ganz genau, wo ich es hingelegt habe. Den ganzen Boards Das hier? hier. Ja, genau, sehr schön. Jetzt gucken wir mal, dass wir das nicht alles wieder hier umräumen. Das läuft folgendermaßen ab. Die Schritte sind nacheinander. Der erste Schritt ist, hier haben wir die 1. Der Defender, der Verteidiger, legt alles hin an Markern. Erstmal die Marker, die er hier drin hat. Das ist meistens einer, es könnten aber auch zwei sein. Ne? Wenn du die Erlaubnis dafür hast, ne, dass du da zum Beispiel zwei platzieren kannst, ist das eine gute Möglichkeit. Du kannst aber auch während des Zuges da ja schon ein paar platziert haben.
Das wird ja erst am Ende abgeräumt. Also, du würdest jetzt hier diesen Marker hinbauen und dann gibt es verschiedene Sachen, die du noch machen kannst. Du könntest zum Beispiel jetzt beliebig viele Marker aus deinem stehenden Heer reinpacken. Und das ist halt klasse, weil du musst nicht überall deine Linie verteidigen mit ganz vielen Markern, sondern du kannst überall eigentlich nur einen hinlegen, hast aber ein stehendes Heer, was halt groß ist. Und das ist halt richtig, eigentlich gut und sehr abschreckend auch. Ganz kurz nur, wenn du Barbarenstämme hättest, könntest du sie einsetzen, wobei die One Use Only haben. Wenn du Eisen hast, könntest du es einsetzen. Das kannst du einmal pro Runde machen. Das hier Und quasi. genau das, Militärgut. Und wenn du in einem historischen Schlachtfeld kämpfst, dann würdest du jetzt auch noch plus 1 oder plus 2 Also das bekommen. hier. Das nee, historische Schlachtfeld ist es dann, wenn da vorher schon mal eine Schlacht von uns war und da mehr 5 oder mehr Einheiten eingesetzt wurden, dann bekommt es so einen plus 1 Bonus für Verteidigung. Oder wenn wir 10 oder mehr Einheiten eingesetzt haben, würde es einen plus 2 Bonus bekommen. Das heißt einfach, auf dem Schlachtfeld wurde schon gekämpft und der Verteidiger hat da wahrscheinlich vorher schon mal gekämpft, deshalb hat er das ja eingenommen und weiß einfach schon so ein bisschen, wie diese Positionen da einzunehmen sind. Ne? Das ist die eine Geschichte und dann gibt es noch Milizen für verschiedene Sachen. Wenn ich zum Beispiel eine Stadt von dir angreife, kriegst du eine Miliz, weil die schwerer anzugreifen ist. Wenn ich übers Wasser angreife, und zwar nur übers Wasser, nicht gleichzeitig noch übers Land, sondern nur übers Wasser angreife, kriegst du auch plus 1, weil es besser zu verteidigen ist. Wenn ich dich ins Gebirge angreife, kriegst du auch plus 1, weil es besser verteidigen kann. Also der Verteidiger generell viel Vorteil. Der Verteidiger hat sehr viele Schichten, aber jetzt kommt der Angreifer und der Angreifer kann jetzt halt gucken, wie viel hier liegen und kann dementsprechend jetzt bestimmen, was er da reinpackt. Er hat ja sowieso schon die Marker, die er reingezogen hat. Das könnten ja auch aus mehreren Feldern gleichzeitig welche sein. Plus, jetzt kommt halt der Trupp von seiner regulären Armee, plus eventuell Barbarenstämme, plus nochmal seine Eisen. Jetzt liegen hier halt jede Menge Klötzchen drin und jetzt überprüft man Dispute Battle Markers, wem welche Battle Markers zugeteilt werden. Es gibt nämlich einmal Battle Marker Verteidiger, Battle Marker Angreifer, die sind schon mal fest. Und dann gibt es noch drei weitere davon. Warum sind die wichtig? Weil wir gleich würfeln wollen und auf diesen Würfeln sind halt diese Marker drauf abgedruckt. Als erstes gucken wir, wer hat am meisten Marker insgesamt. Wir zählen also deine Menge, meine Menge und dann kriegt der Gewinner die. Wir sind hier oben bei Land Battle, da siehst du die drei Marker von mir. Bei, wenn ich quasi der Attacker mehr davon hat, dann bekommt er den Marker. Bei Gleichstand oder wenn ich weniger habe, bekommst du den Marker. Also der, der mehr hat, bekommt sie, außer bei Gleichstand bekommt sie der Verteidiger. Fast. Bei Stärke gibt es noch eine Ausnahme. Da zählt als erstes die reguläre Armee. Guck mal, wer die größere reguläre Armee hat. Noch. So, zweite Geschichte, Moral. Da guckt man jetzt einfach, wer hier höher in der Moral ist. Ja, bei Gleichstand kriegt sie wieder der Verteidiger. Steht ja auch hier wieder. Hier siehst du auch wieder, dass sich das darauf auswirkt. Ist ja wieder angezeigt hier. Moral wirkt sich auf Kampf aus. Und der dritte Marker ist technischer Fortschritt. Wir schauen einfach, wer hier höher oben ist. Ja. Sagen wir mal, du bist bei Moral weiter oben. Ich habe diese beiden Marker und jetzt kommen die Würfel. Gibt es zwei Würfel, einen quasi für den Angreifer, einen für den Verteidiger. Man könnte die halt quasi würfeln, du einen, ich einen, man könnte sie auch beide gleichzeitig würfeln. Der Angreiferwürfel hat jedes Symbol einmal drauf, das Schwert zweimal. Der Verteidigerwürfel hat jedes Symbol einmal drauf, das Schild zweimal. Jetzt würfle ich und gucke, was passiert. Und für jedes Symbol, was gewürfelt wird, macht man dem anderen einen Schaden. Das heißt, ich will viele von diesen Symbolen haben, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich dem anderen Schaden mache. Ja, man kämpft so lange, bis eine Seite nichts mehr hat. Dann wird alles zurückgelegt letztendlich, beziehungsweise manche Sachen kommen halt ganz weg. Hier die Barbarenmarker werden halt ganz entfernt. Und derjenige, der noch was übrig hat, platziert halt diese Marker dann auf dem entsprechenden Feld. Und alles, was man an Verlusten hat, kommt halt entweder beiseite, sowas wie hier dieses militärische Gut. Und alles, was man ansonsten an Verlusten hat, kommt einfach wieder zu den freien Vasallen. Kann auch bedeuten, dass du halt von deiner regulären Armee viel eingesetzt hast, hast sie aber gar nicht benutzt, dann kommen sie leider nicht wieder zur regulären Armee zurück, sondern es kommt zu den freien Vasallen. Das ist halt so ein bisschen so Risiko. Genau, dann sind wir durch mit dem Kampf. Es gibt halt nochmal den Kampf gegen die Barbaren. Das würde quasi genauso ablaufen, nur dass wir haben ja keine Werte dafür, dementsprechend. Also müssen wir auf dieser Tabelle gucken, wie die Werte für die drei Bereiche sind. Das gibt an, wie viele Marker die Barbaren noch dazu kriegen, deren Wert in Moral, deren Wert in Fortschritt. Moral ist ja einfach zu lernen. Genau, ne, Moral sind sie immer hier auf dem Startfeld. Da müsste man einfach nur drüber sein. Das reicht schon. Und es gibt das Ganze nochmal als Navy Battle. Das läuft genauso ab eigentlich, nur dass man halt diesen ganzen Bonuskram hier alles nicht hat und dass der Angreifer bei dem Gleichstand die Marker kriegt. Ne? Wenn wir das alles gemacht haben und irgendwer hat verloren, dann guckt man darauf auf die Auswirkungen. Wenn wir eine Stadt kaputt gemacht haben, dann kriegt der Angreifer minus 3 Moral dafür. Weil die Bevölkerung nicht ganz so toll das findet, dass da jetzt gerade eben wer Fremdes einmarschiert ist. Aber derjenige dürfte halt dann sofort da eine Stadt platzieren. Wenn man nur einen Vasallen vertreibt,
dann muss man nur minus ein Moral nehmen. Mhm. Und wenn man halt Barbaren vertreibt, dann ist es nicht so schlimm, weil da ist halt keiner, der hat ja die Barbaren vertrieben. Ne? Dann kriegt man halt diesen Barbarenmarker und kann sich halt gucken, was man für einen Bonus hat. Mhm. Zweite Auswirkung, neben diesem Auswirkung für die Moral, jetzt kommt der Triumphzug. Ne? Man bewegt den Triumphzug, wenn man gewonnen hat, gegen den Uhrzeigersinn fort. Wenn man halt auf Schwarz landet, kriegt man einen Siegpunkt. Wenn man auf Rot landet, kriegt man drei Moral. Und derjenige, der verloren hat, bewegt ihn in die andere Richtung und kriegt das entsprechende Abwechslung. Mhm. Genau, und das ist dann der Kampf. Und das war das Spiel. Und das war das Spiel. Das genau. Ist ja eingängig. Ne? Würde ich auch sagen. Hast du noch Fragen? Eigentlich alles klar. Schön. Die Marker, die liegen da schon vorher? Die Barbarenmarker liegen hier, weil hier die anderen Völker sind, mhm. ne? Die wir nicht mitspielen. Und hier, da bin ich drauf mit meinem. Dass ich jetzt hier drei drauf platzieren darf und du nur zwei, hat einen richtig interessanten Grund. Und zwar am Anfang habe ich mir erstmal gedacht, okay, es wird irgendeinen Grund haben, ich kenne ihn gerade nicht, aber mhm. das ist noch daher. Es ist wirklich so, dass die Lage total viel ausmacht natürlich. Okay. Ne? Ob du nur am Rand bist oder irgendwo in der Mitte, wo du diese Luxusgüter hast, wie schnell du zu Wasser hinkommst und so etwas. Und das ist einfach ein Teil des Balancing. Okay. Also du hast einfach da nur zwei Marker, aber du liegst einfach sehr gut, weil hier gleich diese Güter hier in der Nähe sind. Mhm. Ne? Ich habe drei, aber ich habe halt nur hier diesen Luxus, dieses Wein hier, den Wein hier. Und alles andere ist halt dann schon wieder ein bisschen weiter weg. Wenn du am Rand bist, bist du sowieso sehr eingeschränkt. Zum Beispiel hinten die Ägypter. Mhm. Ne? Die haben halt zwar zwei Marker hier, die sie halt nehmen können, haben dafür trotzdem drei, aber sind halt trotzdem sehr eingeschränkt. Sie müssen entweder hier durch die Wüste laufen oder hier bei den Barbaren vorbei. Das ist schon gut gemacht. Den kriege ich noch. Ja. Den hast du auch gleich noch. Ich habe die viel bessere Startposition. Ja. Ich muss da noch hin, ich muss erstmal expandieren. Mhm. Den kannst du noch weg expandieren hier. Also hier kommt noch einer hin. Sehe das noch nicht so. Achso, Moment, nee, den kriege ich nicht. Das war falsch. Ich kriege hier den. Hier ist, doch, hier ist der drin. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich mal wieder die Ausgangs herstelle. Ich glaube, wir haben aber alles. Ja, genau. Die Wasserstadt gehört nicht. Und genau, die Wasserstadt gehört mir nicht. Dann muss ich nochmal kurz gucken, ob ich hier meine Marker schon überall hingepackt habe. Das kommt noch zu mir. Das Tableau können wir vielleicht hier irgendwie, ich weiß nicht, ob das mal irgendwie im Bildschirm sieht. Wenn ich das hier auch hinlege. Ja. Sieht man, ja? Okay, dann kannst du dir das noch irgendwo hinpacken, wenn du das noch haben möchtest. Gut, ich habe zwei Anführer. Dann mein Triumphzug bitte noch einmal nach da oben. Den kommt schon mal hier hin noch. Und ich hoffe, ich habe dann alles erstmal so weit erklärt. Es gibt sicherlich noch zwei, drei kleine, wenn man das macht, dann muss man da irgendwie noch einen Moralwert bezahlen oder ein Geld oder sowas, aber das wird mir hoffentlich dann in dem Moment einfallen. Ich werde sicher ein, zwei, drei nachfragen. Ist in Ordnung. Du dürftest einfach anfangen. Ach, Moment, Moment. Beim Startspiele, bei der Startspielvorbereitung haben wir natürlich noch zwei Sachen. Erstmal hast du hier noch zwei beliebige von diesen Dingen, wovon du einen aussuchen darfst. Der wirkt nur, also wird am Ende des Spiels wird er gewertet. Der wirkt nur für dich. Mhm. Also wenn du die meisten Sachen davon hast, kriegst du die Punkte. Wenn du die zweitmeisten Sachen hast, beim Gleichstand kriegst du zwei Punkte, aber ich kriege gar keine Punkte dafür. Okay. Bei den anderen ist es so, da wäre es natürlich für beide. Und weil diese Karten leider überhaupt gar nicht erklären, wofür man da Punkte bekommt, gebe ich dir einfach mal das hier, um es nachzulesen. Die sind auch geheim. Die sind auch geheim, genau. Weil da steht dann halt sowas drauf wie Shepard und dann musst du dann denkst du, okay, welche Felder soll ich denn am meisten besetzen? Mhm. Man erkennt es nicht am Bild und selbst wenn man weiß, es sind die Wiesen, weißt du einfach hier nicht, was sind denn die Wiesen? Mhm. Weil es wird nirgendwo in den Regeln erklärt. Okay. Ja, es wird einfach nicht gesagt, sondern du musst es einfach an irgendwas erkennen. Oder ich habe es nicht gefunden, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und da muss man leider sagen, dass man auch einfach die Wiesen an der... Also es ist halt schön realistisch gemacht, wie so eine tolle Karte. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so wie bei Siedler, wo man sagt, okay, ganz klar, das ist jetzt eine Wüste, das ist jetzt eine Wiese. Ne? Sondern bei manchen Feldern, die sind einfach so klein, dann fragst du dich, okay, was ist das denn? Was ist das jetzt hier für ein Feld? Richtig. Und jetzt kannst du an dem gelben Punkt erkennen. Ah, und dann okay. Weißt du, okay, das ist eine Ackerlandschaft. Hm. Im Vergleich zu diesem Feld hier. Das ist wiederum eine Wiese oder eine Weide. Dann ist der Punkt dann drin. Genau. Da suche ich mir jetzt einen von aus. Davon suchst du dir einfach einen aus, genau. Wir greifen uns ja nicht an, ne? Wir spielen ganz friedlich. Ja, das hatten wir vor, genau. Sehr gut. Ja, Trolle nicht. Bitte.
Ich muss dir gleich nochmal einen Vorteil von dir erzählen. Soll ich dir den jetzt schon mal erzählen, natürlich? Das ist vielleicht ein bisschen besser, ne? Den einen Vorteil habe ich schon erzählt. Das ist die Geschichte mit, dass du beim Handeln ein Geld mehr bekommst, wie jeden Anführer. Der zweite Vorteil ist unten beim Improvement. Und zwar jedes Mal, wenn du Technik erhöhst, das siehst du an diesem Katapult, dann bekommst du nicht nur einen Arbeiter, einen in deine, also kannst bis zu einen freien Vasallen hierüber umsonst bauen, sondern du kannst das mit dreien machen. Oder mit plus dreien, also mit vieren. Auch das habe ich leider nirgendwo rausgefunden. Ich würde mal schätzen, dass du sogar mit vieren machen kannst. Also den einen hast du standardmäßig und du kannst noch drei Plus weitere drei. nehmen. Ne? Das ist natürlich eine schöne Geschichte, weil du natürlich extrem schnell hier diese reguläre Armee aufstellen kannst. Und das ist halt natürlich so ein Verteidigungsbonus, wo ich mir denke, okay, also bevor ich da angreife, wenn du, das Was hast du als lasse ich das Vorteil? einfach. Mein erster Vorteil ist, dass ich, wenn ich hier Kunst und Kultur aufwerte, muss ich immer nur die Hälfte bezahlen. Und der zweite Vorteil ist, dass ich als Kriegsware nicht nur Eisen benutzen kann, sondern auch Wein. Okay. Natürlich, klar, ja. Ist aber sehr geil, finde ich, ja. Was sind denn Kolonien und was sind Provinzen? Kolonien sind die Dinger, die einzeln losgelöst sind, die immer zwei Moral kosten. Genau. Provinzen ist jedes Landfeld ist eine Provinz. Barbarenprovinzen sind. Die, wo Barbaren sind. Oder waren. Oder waren, genau. Luxusgüter ist klar. Städte. Fortschritte. Historische Schlachtfelder müssen wir uns quasi jetzt machen, weil wir viel kämpfen müssen. Genau, soweit fünf. Aber wenn wir nur einmal kämpfen und man kontrolliert das, haben wir den Vorteil. Absolut. Ich habe schon mal einen. Und dann dürfen wir noch mal jeder eine freie Steigung hier schon machen. Die andere kommt hier drunter. Also unwahrscheinlich, dass wir sie durchspielen, aber Eine freie Steigerung. genau. Und jetzt kannst du eine Freisteigung einfach machen. Sprich, ich kann hier schon mal hochgehen. Genau. Dann kriege ich so einen +1 Marker. Dann kriegst du den +1 Marker sofort und kriegst den Siegpunkt, weil du als erstes hochgegangen bist. Das heißt, jetzt kriege ich immer 3 pro. Jetzt bekommst du, ja, du bekommst also das hier plus dann nochmal ein. Du bekommst jetzt nicht drei für Anführ pro Anführer, Oh, sondern würdest schade. du, nee, das, ja, genau. Nein. Ach, Das hatte ich mir ja toll überlegt. nein. ich gehe mal hier hoch und nehme mir dann schon mal zwei von diesen Nahrungsmarkern hier. Gut, und schon kann das Spiel beginnen. Genau, wir haben gesagt, du darfst anfangen, also daher. Moralphase, ne, damit beginnt das Spiel für beide. Wir sind beide im Neolithikum, also minus 1. Gut, fertig. Zweitens, Startspielreihenfolge hat sich nichts geändert. Dann können wir zur Hauptaktion kommen. Und jetzt ist mein Mund trocken, weil ich so viel erzählt habe. Hast du aber sehr schön Hat das irgendwer verstanden von den ganzen Leuten, die da ist? erklärt. Haben wir schon Startgeld? Oh, Entschuldigung, 5. Das habe ich am Anfang vergessen. Bitte schön. Mit Expansion bringe ich auch neue Arbeiter rein. Das heißt, wenn ich mich ausbreiten will, Neue dann. Vasallen. Genau. Ne, genau. Und die Marker hier, die brauche ich, wenn ich. Ja, in jeder Runde brauchst du sie eigentlich, weil entweder machst du die Expansion oder die Autoexpansion ja automatisch am Ende. Und du kriegst halt nur so viele neue Vasallen aufs Spielfeld, wie du halt hier Bonus plus Luxusgüter plus Arbeiter so viele neue Vasallen kriegst aufs Spielfeld. Und wenn du eine Stadt bauen möchtest, musst du ja jedes zweimal zwei Marker hiervon wegnehmen. Also wenn ich das aktuell machen würde, da ich nur einen Marker habe, Würdest du würde sofort einen ich, Hungermarker kriegen, ja. wenn ich expandiere. Nee, wenn du, achso, wenn du eine Stadt baust. Achso, Wenn nee, du aber wenn ich. expandierst, genau, dann würdest du jetzt gerade einen bekommen, plus dein Moralbonus, der momentan 0 ist, plus das, was du in Luxemgüter reinpackst, 0, Null. plus wenn du einen Arbeiter reinstellst, 2, also erst bei der 3. Also immer 3, weil ich einen reinstelle. Genau. Bei der Autoexpansion stellst du keinen rein, Okay. weil die läuft ja am Ende nochmal, also die läuft ja nach dieser Aktionsphase. Da könntest du, also darfst du keinen Anführer mehr reinstellen, du hast ja dann keinen mehr, aber du könntest noch Luxusgüter reinpacken, wenn du welche hättest. Und das mache ich quasi nur, wenn ich nicht das in der Runde schon mal gemacht habe. Genau. Ich Also es ist schon verstehe. interessant, letztendlich die Expansion zu überspringen und sie halt dann lieber als Autoexpansion am Ende zu machen, weil man dadurch halt sich einfach einen Arbeiter spart. Aber dann kannst du natürlich jetzt, wenn du es jetzt gleich machst, könntest du natürlich hier dir die Luxusgüter holen und könntest mit den Luxusgütern die wiederum gleich einsetzen.
Wir haben übrigens zwei Ziele, von denen wir nachher eins auswählen könnten, wenn hier einer geht. Das ist hier derjenige mit den meisten Städten, glaube ich, und das ist der mit den meisten Fischergründen, also der am meisten von diesen Feldern besitzt. Okay, also ich würde erstmal ganz klassisch mit so einer Expansion anfangen. Zack. Und dürfte jetzt dementsprechend also drei Genau. stellen. Und die kann ich, aber ich kann nur zwei stellen, Genau. weil ich ja In jedes nur eins in reinpacken kann. jedes Mal eins reinstellen. Die kann ich dann auch gleich Genau, das bewegen. ist jetzt der erste Schritt. Jetzt kommt der Genau. zweite Schritt. Jetzt könntest du sie entweder bewegen oder zu Schiffen machen, was du noch nicht darfst. Oder zu Truppen machen, was du noch nicht darfst. Oder zu Handelshäusern machen, was du noch nicht darfst. Oder darfst du sie zusammenziehen und dann eine Stadt bauen, was ich dir nicht empfehlen kann, weil du einen Hungermarker kriegst. Also solltest du am besten sie bewegen Aber ich komme anscheinend. hier noch nicht drüber, weil das Wasser ist. Ich brauche da ein Schiff Genau. für. Ja, genau. So. Die schöne Ostsee. Ist ja gar nicht so eine Du kannst coole nach Stadt. Dänemark Also, hoch. ich könnte dahin und dahin. Genau. Das stimmt voll super. Das stimmt. Den lege ich hier und den habe ich einfach. Genau. Kannst du auch auf deinem. Genau. Dann bin ich dran. Ich gehe hier auf Diplomatie. Aha, das hätte ich also machen sollen. Ich gebe 3 Marke ab. Gebe 3 Geld aus. Also, wo ist das Geld? Hier ist das Geld. Und nehme mir einen von den neutralen Arbeitern. Aha, das ist also nicht so gut, sagst du, ja? Das ist nicht so gut. Gut. Das ist die Taktik, will ich dir nur zeigen, dass es Okay, ich verstehe. Ich das mache ist mal der Problem. Diplomatie. Ich gebe hier mal drei Ja. aus. Aber wie gesagt, das Problem ist diese 3, die man hier weniger hat. Das wird man nachher Haben schmerzlich wir das lösen gleiche müssen. Problem dann. Oh. Dann nehme ich mir den, habt ihr noch gleich zur Verfügung? Ja, hast du. Okay. Und die sind einfach weg. Die sind einfach weg, genau. Die sind out of game. Ich gehe auf Improvement. Na, Moment. Ich gehe auf. Improvement wäre das, da bräuchte ich. Doch. Ich gehe auf Improvement und erhöhe hier einmal die Wissenschaft und zwar die Kultur um ein. Brot und Spiele kostet mich 2, 4, aber ich bezahle nur die Hälfte, also nur 2 Geld. Weil ich das als erster mache, bekomme ich einen Siegpunkt dafür, Du bekommst einen Punkt dafür. bekomme noch einen Siegpunkt als einmaligen Bonus und bekomme +2 Moral als einmaligen Bonus. Und du bist. Es gucken offiziell 30 Leute zu. Es wär, also ich weiß nicht, hat einer die Erklärung zugehört und ein bisschen was verstanden? Ich würde nicht mit einer Antwort rechnen. Das ist auch nicht persönlich gemeint. Die Leute sind einfach schüchtern. Ja. Wenn ich jetzt hier weiter hochgehen wollen würde, müsste ich ja wieder auch erst hier hochgegangen sein. Sonst müsstest du die Sonst Strafzahlung müsste zahlen. ich Strafzahlung von 2, genau. Das würde ich zwei. dann 8 plus 2 zahlen kosten. Ich habe eh kein Geld. Das heißt, ich könnte mir jetzt. Könntest Steuern erheben. Hast du Ja. 6 Geld und verlierst aber 3 Moral. Oder ich mach. Ach, schade, Baumi. Aber es war der richtige Moment, um essen zu gehen. Ja, jetzt. Das war der spannende Teil. Jetzt guckt ihr nur zu, wie wir denken. Das ist Ja, das stimmt. begrenzt aufregend tatsächlich. Ich könnte noch mal Diplomatie machen. Noch mal. Ich habe nicht genug Geld dafür. Man könnte aber noch mal Trade Oh, machen. Daniel. Hallo, Daniel. Ja, Hallo. verständlich. Super, das freut mich. Was hast du denn gleich so vor? Also ich werde die Expansion nicht machen jetzt, sondern glaube ich eher die Autoexpansion machen. Und ich habe ja so ein Luxusgut und das ist halt immer gut, das einzusetzen natürlich, wenn man es hat. Genau, Brot und Entsprechend Spiele wäre könnte ich jetzt entweder hier Brot und Spiele geplant. machen oder ich werde handeln, weil ich habe halt gar kein Geld. Wieso hast du kein Geld, weil du alles schon Ja, ausgegeben ich habe hast? genau, ich hab 3 ausgegeben, um mir den Anführer aus fernen Ländern zu sichern. Und Also ich 2 mache einfach für die mal Brot und Wissenschaft. Spiele und die Na, das ist dann in Ordnung. zwei hoch. Ja, gerne. 1, 2. Dann habe ich meine Aktion. Ich handle und kriege +2, also 2 Geld, 1 Geld für meinen Anführer, 1 Geld für mein Luxusgut. Das ist halt einfach natürlich nicht viel, aber ist halt mal so. Ja, gut. Jetzt sind wir mit unseren Aktionen alle fertig. Richtig gut erklärt, Hallo ja. Stefan, Cool, das ist Dankeschön. nochmal Feedback, das Ja, das. war auch tatsächlich sehr gut. Du zählst noch halb, du kanntest das Spiel ja schon. Ja, das ist auch schon wieder fast ein Jahr her. Okay, aber ich hoffe es. Also ich habe danke an meine 3 Mitspieler jetzt der letzten Woche. Ich habe probiert, ein bisschen in die Erklärung so hinzukriegen, dass man ein bisschen mitgenommen wird. Wie gesagt, der erste musste sehr leiden, weil ich mit der Expansion A angefangen habe und das war nicht der richtige Weg. Gut, dann mache ich meine Autoexpansion jetzt, ne? Nach der Expansionsphase. Das Autoexpansion 1 heißt, und ne? 4. Autoexpansion, genau. Ich darf jetzt keinen Bonus nehmen von irgendeinem Anführer, den habe ich ja nicht. Luxusgut habe ich hier keins mehr drauf. Das war dämlich, das hätte ich machen sollen, aber egal. Ich kriege jetzt einfach nur +2.
Moralmodifikator habe ich noch keinen hier. Was genauso viel ist, wie ich bekommen habe. Genau. Und hätte ich das nicht gemacht, hätte ich jetzt auch plus 2 bekommen. Ne? Genau. Aber ich musste mir den erstmal einsammeln. Du musst es erstmal einsammeln, genau. Also das heißt, ich kriege jetzt 2 von denen. Ne? Insgesamt 2 plus 0. Mhm. So, ich kann die jetzt platzieren. Ich baue mal hier einen hin. Und dann baue ich hier mal einen hin. Genau, dann gehe ich mit dem nach hier vorne. Und mit dem gehe ich nach hier oben. Genau. Mhm, besser so. So, dann bin ich fertig. Also das war ja auch schon so. Dann hätte ich das gleich jetzt kritisch nachgewertet. Das stimmt. Spiel liegt bei mir seit Essen rum, die Regeln sehen grausam, sind eng raus. Steffen, absolut. Ich kann es verstehen. Das Spiel kann man am besten spielen, wenn man es sich von jemand hat erklären lassen. Gut, dann räumen wir jetzt auf. Genau, dann kommt jetzt die Aufräumphase. Wir nehmen alle Anführer zur Seite, wir nehmen alle Luxusgüter zur Seite. Und Steffen, aber das Spiel lohnt sich, wirklich. Ich habe ja auch deine Kamera, wo ich reingucken kann. Mhm. Genau, das Spiel lohnt sich wirklich. Also wir waren alle begeistert davon. Damit sind wir durch. Wäre auch schade, wenn man so viel Zeit investiert. Das habe ich leider bei einigen Spielen gehabt. Da viel investen, die Regeln und verstehen und dann so, na, Spiel war jetzt nur okay. Ja, das ist schon schade. Aber man merkt daran, dass das von Arne wirklich eine Herzensangelegenheit hier ist. Also da steckt wirklich viel Liebe drin. Und es ist halt auch total so, dass man merkt, bei einem anderen Spiel wäre das entweder blattgebügelt worden von der Redaktion. Mhm. Das wäre viel spielbarer. Mhm. Aber es wäre einfach blattgebügelt. Und hier gibt es die Möglichkeiten. Hier hast du diese Möglichkeiten alle. Und bei einem ganz anderen Spiel wäre halt einfach so, ja okay, dann mache ich die Aktion jetzt mal und kriege ich halt dadurch 80 Siegpunkte. Also halt solche Extremer. Mhm. Die gibt es ja einfach nicht. Es gibt hier nichts, wie du schon vorhin gesagt hast, wann fangen die positiven Sachen an. Ja, ja. Es gibt hier nichts, was einfach so funktioniert. Es hat halt alles immer irgendwie noch so eine Ecke. Und das ist schon interessant. Gut, dann war die Runde fertig. Mhm. Neue Runde fängt an mit der Moralphase. Wir sind immer noch in dem Neolithikum. Wir kriegen wieder beide minus 1 Moral. Die Bedingungen haben wir nicht erfüllt. Nein, das genau, das habe ich jetzt nicht gemacht, genau. Dann gucken wir auf die Spielreihenfolge. Die bleibt immer noch so, weil ich gerade vorne liege. Bin ich Startspieler. Bist du Startspieler und dann kannst du wieder anfangen. Ach, wie schön. Das heißt, diese Runden sind extrem schnell eigentlich auch. Mhm. Ne? Dann Trade, also ich muss ja jetzt quasi schon mal eine Runde planen, weil ja. Zweimal Trade machen ist ja doof. Diplomacy ist jetzt entweder, aber wenn der Arbeiter hier weg ist, dann bringt die A-Diplomacy-Aktion gar nichts. Genau, dann gibt es die nicht mehr. Richtig. Und neue kriegt man dann, wenn man steht. Das heißt, genau, neue Vasallen. Ja, man ist relativ schnell an dem Limit, dass man sich denkt, okay, ich brauche jetzt entweder eine Stadt oder du kannst halt die Vasallen die auch so nehmen, aber dann kosten sie halt 2 Moral pro Vasall. Das ist nicht so richtig wünschenswert. Und wenn ich, also angenommen, ich kann es nicht machen. Aber wenn ich gleich genug Geld hätte, das machen würde und ich würde hier, Expansion machen und ich habe gar nicht so viele, die ich aufs Feld bringen könnte. So viel Würfel? Ja. Du bekommst pro 3 Würfel, die du nicht aufs Feld bringst, kriegst du plus 1 Moral. Mhm. Und wenn du jetzt aber nur 2 Würfel, die aufs Feld bringst, dann ist das schade, aber... Okay. Ja. Na, jetzt macht die Expansion-Aktion schon Sinn, ne? Weil wenn du jetzt ein Männchen draufstellst, bist du ja bei plus 4. Mhm. Den würde ich am besten nur stilieren packen, weil der zählt ja nur dafür. Bist du bei plus 4, du kannst 4 Sachen platzieren. Das klingt schon ganz ordentlich. Und Luxusgüter brauche ich dafür und dafür. Genau. Das heißt, ich könnte sogar noch ein mehr platzieren. 5. Ja, aber du hast ja keine 5 Plätze. Du hast ja nur 4. Also das daher, ne? Also, das hilft dir halt gar nicht. Könnte ich sagen, ich mache das hier. Genau. Dann würde ich jetzt... Du tradest, kriegst du 2 Geld für das Männchen. Genau, weil du halt nochmal 2, also 4 insgesamt. Genau. Plus 1 für den Bonus und plus 1 dafür. Ist aber nicht wirklich nur für 2 Spieler konzipiert. Nee, das kannst du von wie viel? 1 bis? Du kannst es solo spielen. Das habe ich aber noch nicht richtig gespielt. Ich habe es quasi so halb solo gespielt, um die Regeln kennenzulernen. Da gibt es noch ein paar andere Geschichten. Ich finde es zu zweit vollkommen spielbar, weil der Platz ja begrenzt wird. Mhm. Ne? Du baust das ja hier fest. Und das Spiel hat so viele Möglichkeiten. Es kann sein, dass wir gar keinen Kampf haben, sondern uns immer nur so belauern. Bisschen wie im Kalten Krieg. Es kann sein, dass wir die ganze Zeit übereinander herfallen. Du hast dieses riesige Wissenschaftsrad hier. Ich nehme mal 4 Geld. Okay, zu dritt
Haben wir es gestern Abend gespielt, das war richtig gut. Das war wirklich, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Hat auch eine geringe Downtime, weil du kannst sehr viel überlegen schon, was du machst. Zu viert könnte ich es mir ein bisschen schwierig vorstellen, langsam, weil dann könnte es mit der Downtime langsam ein bisschen Probleme geben, wenn die anderen überlegen. Zu fünft und zu sechst, also nur mit Leuten, die es da wirklich können. Ne? Also da darfst du nicht mehr groß überlegen zwischendurch eigentlich, weil ansonsten dauert das ewig, bis du deinen einen Zug machst und dein einer Zug ist, okay, ich mach Trade und dann macht der andere, okay, ich mache Expansion. Ja, oh Gott. Komplexität, also ich kann die noch nicht wirklich beurteilen, aber das Reinkommen ist halt, das hat halt eine riesen Einstiegshürde, wenn man jetzt nicht natürlich den Luxus hat, sich nochmal das Video von Flo hier angucken zu können. Ich hoffe, dass da ein bisschen Erklärung dann. Aber es geht schon über das Ziff von FFG hinaus, und zwar deutlich. Ich habe auch noch nicht so richtig viel Geld. Ich mache mal Folgendes. Ich gehe mal auf Steuern. Ich werde mal Steuern eintreiben. Ich habe ja noch keine Stadt, dementsprechend zählt dieser. Also ich kriege jetzt 6 Geld einfach. Und dementsprechend, die Moral sinkt pro 3, um 3 pro Anführer und pro einem Stadt. Ich habe ja noch keine Stadt gebaut, also deshalb nur um 3. Also gehe ich hier 1, 2, 3 runter. Und dann bin ich fertig. Dann mache ich Improvement und möchte hier hochgehen. Das heißt, dafür würde ich jetzt Einen Siegpunkt geben und kriegen und muss 4 Geld genau bezahlen. viel Geld bezahlen. Kriegst Aber ich sofort bekomme gerade ein ein gratis Gratisschiff, Schiff. das du irgendwo an deiner Küste hinsetzen Das heißt, darfst. das könnte ich jetzt zum Beispiel hier hinstellen. Absolut. Und dann bekomme ich gleich diesen Marker. Genau. Und kann jetzt, aber wenn ich hier was hinbaue, ist es gleich wieder eine Provinz. Wenn du jetzt hier was hinbaust oder da, ist es eine Provinz. Wenn du hier was hinbauen möchtest, kommt es sofort zum Kampf mit den Barbaren. Ach ja, eigentlich muss auch noch kämpfen. Ne? Na gut, dann sehen wir auch gleich mal einen Kampf. Ja. Du hast ja schon ein großes stehendes Heer, hast du Ja. nicht. Wie baue ich das nochmal? Denk dran, wenn du hier eine Stufe hochgehst, kriegst du gleich 3, kannst du bis zu 3 von deinen freien Vasallen in die reguläre Armee packen. Das ist deine Eigenschaft. Ne? Oder wir haben ja gesagt, es ist 1 plus diese 3 wahrscheinlich ist Plus negativ. 3. Das lässt sich aus den Regeln tatsächlich leider schwer rauslesen. Aber hier steht ja auch eine Plus 1. Schwierig. Aber ich sag mal, du wirst auch keine 4 nehmen wollen, weil Leute, die halt in der, achso, das habe ich vielleicht vorhin noch nicht deutlich gesagt, Leute, die in der Armee sind, die hast du nicht mehr als freie Vasallen. Bis Die sie kannst du dann gekämpft nicht, haben und genau, erfolgreich die kannst du halt nicht zurückgekehrt mehr sind. benutzen. Und wenn jetzt hier einfach die ganze Zeit 4 Leute rumhocken und du kommst nicht zum Kämpfen, dann, ja, liegen da halt 4 Es gibt Leute. viele Möglichkeiten zu gewinnen, ähnlich wie beim Ziff im Heidelberg, das finde ich immer noch Vorreiter. Echt? Mit diesem Steinschere-Papier-Kampfsystem? Also, das Kampfsystem ist hier großartig. Ich habe ja, im Bens Auftragsarbeit mir die ganzen Regeln von Hannibal zigmal durchgelesen, das auch einmal mit dem guten Mattes gespielt. Hannibal ist quasi wie das hier, nur mit schlimmeren Regeln und einem ganz beschissenen Kampfsystem leider. Und das Kampfsystem hier macht richtig Spaß. Ja, also es gibt ja verschiedene Siegendebedingungen, ne? Du kannst einmal hier Spielbedingungen, ja, genau. Spielendebedingungen, also ne, einmal hier die, wir spielen jetzt halt nur bis zum, was ist das hier? Ancient Times, Mittelalter, wer das zuerst erreicht hat, hat gewonnen. Genau, weil wir eine normale Partie Ja, spielen. sobald du 25 Provinzen hast, hast du gewonnen. Das Genau. dauert schon ein bisschen. Ja. 15 Fortschritte. Hier, Genau. das muss man Du dann hast nicht auch gewonnen, notieren. das Spiel ist zu Das Ende. Spiel ist zu Ende. Gewonnen hat Wenn der jemand, der die meisten meisten Siegpunkte Punkte hat. Ne, wenn der Marker und der Siegpunktemarker sich treffen, das ist der, den du für Kämpfe kriegst und erfolgreich kämpfst. Dauert ein bisschen. Und dann, was ist das? Alle HP? Wenn du Heimatprovinzen? die Heimatprovinzen des Gegners erobert Oh, hast. okay. Ne? Das auch. Oder Und wenn du bestimmte Anzahl an Siegpunkten erreicht genau, hast. Spielerzahl anhängig. Bei 2 Spielern müssten es 25, glaube ich, sein. Okay. Ja, steht hier wahrscheinlich auch irgendwo drauf, ne? Das steht tatsächlich Da da drauf, 25, genau. das ist Ja. das, ja. Ne? Genau. Gut. Gut. Du hast deine Aktion gemacht. Ich habe Ich meine habe Aktion mein gemacht. Du bist wieder Improvement dran. Du bist dran. Du machst gemacht. Improvement. Also habe Genau, ich auch da ist das Schiff gemacht. gemacht. Dementsprechend bin ich dran, ne? Ja. Und meine nächste Aktion ist, ich habe jetzt jede Menge Geld hier. Ich mache auch Improvement. Und zwar, ach, ich folge dir einfach hier. Das kostet mich nur 3 Geld. Du willst nach Britannien schwer zaubern, weißt du, ne? Ja, Haben schon vor was allem, anderes das haben schon gemacht. ganz andere. Also ich war stimmungsvoll hier, Asterix erobert Rom, nicht Asterix erobert Rom, wie ist das mit denen, wo sie die Britannien erobern, die Römer, mit der Tea Time? Asterix und die, nicht die Geier, sondern bei den Bei Briten? den Briten, Ja. genau. Kennst du die Szene, wo irgendwie die ganzen Römer da alle aufmarschiert sind, die Geier stehen, die Briten stehen davor und dann, es ist 5 Uhr. Tea Tea Time, Time genau, und weg weg. war. Genau. Und weg waren sie, genau. Ich baue hier mein Schiff hin und nehme mir den Bonus. So spielt's halt. Genau. Das war's. Hat mir keinen Siegpunkt gebracht, kostete mich nur 3 Geld dafür. Ne? 3 Wenn du der Geld, weil zweite ich warst. der zweite war, der es gemacht hat. Genau. Ja, du bist dann, genau.
Und wie immer gilt, Improvement kann ich jetzt nicht nochmal machen. Hätte ich aber gleich zwei eingestellt, hätte ich zwei machen können, wenn ich genug Geld gehabt hätte. Das ist richtig. Mhm. Revolution. Nee, geht noch nicht. Das geht noch nicht. Wenn ich jetzt eine Auto-Expansion hätte, dann würde ich einfach drei genau, ja. machen können. Mhm, genau. Oh, das ist eine Auto-Expansion, ich bin drei wieder zwei, oder? Mhm. Du hast vor allem eh nur vier Marker da. Genau. Ja. Wie kriege ich Leute in mein Heer? Wenn du den Schritt Expansion 1 gemacht hast und neue Marker draufgelegt hast, kannst du im Schritt 2, wo du ja auch zum Beispiel Schiffe bauen kannst, kannst du stattdessen die Marker runternehmen und sie in dein Heer überführen. Geht aber erst, wenn du dir hier die Erlaubnis geholt hast und das ist der Preis dafür. Entweder ein Taler oder später 2, 3, 4. Verstehe. Ich mache mal ein Bodenspiel. Das ist auch schön. Dann kriege ich jetzt einfach nur ein Moral. Mhm, genau. Ist das so toll? Warte. Ich sag mal, mit einem, das ist halt das Interessante, ne? Deshalb sagte ich, wir werden hier nicht total, man rennt da nicht total, weil du hast jetzt halt eine Aktion mehr, aber diese Aktion bringt dir halt manchmal nur, okay, dann kriege ich jetzt plus ein Moral. Hey. Und Steuern nehmen ist ja Geld. Die hier aufsteigen sorgt natürlich dafür, dass man eher das macht als das. Mhm, genau. Ja, ja. Und ich habe aber jetzt keinen großen Vorteil, wenn ich jetzt Expansion mache, als wenn ich später mache. Also automatisch mache. Also aktuell. Ja, also der Vorteil ist halt, wenn du es als aktive Aktion machst, dass du den Arbeiter noch dabei, also den Anführer noch dabei hast. Und der bringt ja nochmal plus 2 vom Wert her. Genau, aber wenn ich jetzt eh gleich 3 bekomme, dann. Ja, du würdest halt mit ihm dann 5 bekommen. Könntest halt 4 platzieren. Ne? Könntest halt auch überlegen, ob du. Moral bekommen. Genau, könntest halt noch 2 Moral zahlen und noch einen 5. dir holen von unten. Aber. Das lohnt sich halt eigentlich. Hier einfach ein Kubik nehmen, genau. Zwei Moral. Kostet das 2 Moral. Ugh. Ja, das ist halt einfach grottig. Und Nachteil, wenn du danach eine Stadt baust, dann kommen halt nur noch 2 mit hoch. Ist immer eine Empathie. Spiel irgendwas, guck, was Flo macht und mach das in der nächsten Partie genauso. Ich hole mir mal den Moral. Deshalb spielen wir nächstes Mal dann Griechen und Ägypten. Ja. Was du machst, Moral? Ja, okay, das mache ich auch. Ah, war richtig. Ich habe mein Männchen hier schon mal hingesetzt, aber da soll es natürlich nicht hin, sondern ich soll hier hin. Ich mache auch plus 2 Moral, weil ich hier unten mehr bin. So, dann sind wir fertig. Auto-Expansion, du bist Startspieler, du fängst an mit deiner Auto-Expansion. Du hast 3 Marker hier, plus 0. Moral ist auch 0, also dementsprechend kriegst du plus 3. Wieso Moral? Achso, ist auch 0. Ne? Wenn ich auf 1 wäre, würde ich. Dann hättest du 4 bekommen. Ja. Das machen soll. Dann habe ich jetzt gesehen, dass ich schneller von der minus 1 Moral-Marker da wegkomme. Also kann ich da jetzt noch einen hinstellen? Nee, weil du kannst immer nur bei Vasallen oder Städten hin was hinstellen. Und das ist ja ein Schiff. Aber ich kann den gleich drüber bewegen. Das kannst du dahin. Machen. Genau. Und dann verliere ich wieder 2 Moral. Das ist ja toll. Dann stelle ich einen dahin und einen dahin. Oh Gott, das hast ein kriegerischer Akt da vorne, deinen Truppenpräsenz in. Okay, und dann geht der jetzt hier hin, dann kriege ich den Marker und verliere 2 Moral. Ja, weil du eine Kolonie gegründet hast. Zack. Hab aber, hier sind gleich ein Hungermarker hier. Dann kann ich mir hier dieses Luxusgut holen. Genau. Und dann. Das bringt mir nur aus dem Kampf, ne? Das bringt schon was im Kampf, ja. Nee, da ich ja nicht kämpfen will, mache ich hier mal anders eine Runde. So mein Claim. Ja, also wenn ich das alles im Spielbrett habe, ist es vollkommen okay. Absolut. Du bist erstmal schön im Rheingau hier, glaube ich, ne? Das ist einfach ein Feld, das man für irgendwas. Also das ist quasi der Hinweis, dass da dieser Nahrungsmarker liegt. Ne? Es gibt nur Felderwirtschaft oder Fische. Gut, dann eine Stadt kannst du nicht bauen, weil du nicht 3 Marker auf einem Feld hast. Kämpf kommt uns nicht, also bist du fertig. Ich bin bei plus 4, habe keinen. Malus, ich bin bei 0. Wenn ich die Stadt baue, kriege ich die automatisch die? Ja, dann kriegst du die automatisch. Ohne Moralverlust. Ja, den Moralverlust kriegst du immer am Anfang jedes Zuges pro Stadt immer. Ein. Ja. Natürlich. So, also ich darf 4 hin platzieren, ich habe nur 3. Also ich platziere mal hier ein und platziere hier ein und den dritten platziere ich mal. Platziere ich mal hier. Dann gehe ich mit dem hier nach oben, hole mir das Luxusgut. Das ist die 1. Und dann ziehe ich den mal hier drauf. Ich muss eine Stadt gründen gleich. Und dann gründe ich da eine Stadt. Mhm. Dann kommen hier die 3 Marker weg. Die kommen wieder zu den freien Vasallen. Ich kriege die 3 neuen freien Vasallen. Ich kann ja gar keine Stadt gründen, oder?
Warum nicht? Weil ich keine drei Leute mehr bringen kann. Dann kann es sein, dass du Truppen wieder irgendwo wegziehen musst. Was Moral kostet? Nein, kostet keine Moral. Das kostet keine Moral. Das kostet nur vielleicht das Plättchen. Ich kriege einen Siegpunkt für die Stadt. Muss aber auch sofort hier zwei von diesen Nahrungsmarkern zur Seite legen. Weil? Weil das da steht und weil die Stadt halt versorgt werden muss. Jede Stadt, die man baut, kostet halt zwei von diesen Nahrungsmarkern. Genau. Und dann bin ich fertig. Guten Abend. Hallo, Ralf. Hallo. Genau. Hallo. Aufräumen. Genau. Aufräumphase. Ja, wir gucken. Ist wieder die Spielendbedingung erfüllt? Nee, ist nicht. Dementsprechend neue Runde. Moralphase. Du bekommst minus 1, weil du im Neolithikum bist. Ich bekomme mal minus 1, weil ich im Neolithikum bin. Und minus 1, weil ich eine Stadt habe. Genau. Spielereihenfolge ändert sich nicht und du darfst anfangen. Yay. Kämpfen ohne Heer ist wahrscheinlich doof, ne? Ja, bei Kämpfen ohne Heer hast du halt nur das, was du reinziehst. Plus halt vielleicht noch Eisen. Hier keinen drin zu haben, ist nicht schlimm, oder? Dann geht halt der Nahrungsmarker weg. Da liegt auch überall was drin, ne? Hier kein drin hier zu liegt haben. Nichts dran, da liegt gar nichts dran. Sprich, wenn ich jetzt eine Stadt gründen wollen würde, um mehr Menschen zu bekommen, müsstest du irgendwo was aufgeben. Oder du müsstest dir für Moral hier unten diese Marker wieder hingeben. Ja. Also ja, 4 Moral für 2 Marker kosten. Ja, das ist ein Schlapper. Ich könnte mir jetzt auch einfach nur 9 Geld holen, indem ich das hier mache. Ja. Ob das so klar ist, weiß ich nicht. Aber. Na, du könntest zum Beispiel, also momentan ist der Bonus für dich noch nicht richtig groß, weil wenn du jetzt überlegst, dass du mit einem Männchen auf die Steuern gehst und sagst, ich mache oben die Steuern, dann sind das ja 6 Geld für dich und 3 Moral verlierst du. So, wenn du dann aber diese 3 Moral die wieder runter da zurückholen möchtest, müsstest du da unten ja bei Moral 3 Sachen reinpacken. Dann hättest du das wieder ausgeglichen und hättest plus 2 Geld, also hättest 6 Geld gemacht, die Moral hätte sie ausgeglichen und dann musst du gucken, wie viel da noch übrig geblieben wären. Ich glaube, dann wären noch, einen hättest du für Steuern genommen, einen hättest du runtergepackt, zwar hättest noch einen Arbeiter. Und diesen einen Arbeiter, den könntest du dann nochmal auf Trade stellen und würdest dafür dann nochmal plus 3 bekommen. Wärst also insgesamt bei plus 1 Geld. Okay. Also das heißt, nur alles auf Trade zu packen, ist momentan noch nicht der gute Weg. Das ist richtig, aber ich brauche ja Geld, um da hochzusteigen. Also ich mache mal das hier. Dann kriege ich 6 Geld. Genau, weil du keine Stadt hast. Und verliere 3 Moral für ein Mädchen. 1, 2, 3, aber Charakter für 6 Geld. Genau. So, ich will da ja lang. Das kostet mich das. Ich muss auch noch ein bisschen Geld irgendwie erwirtschaften. Und das mit dem Trade klappt mir auch noch nicht so super. Ich mache tatsächlich auch das mit den Steuern. Was bei mir immer noch schlimmer ist, ich krieg 8 Geld, weil ich ja schon eine Stadt habe. Warte. Warum hast du eine Stadt? Ich darf aber keine Stadt haben. Du darfst gar keine Stadt haben. Gott, habe ich auch damit angefangen. Oh je, ja, natürlich. Ja, das stimmt. Hier, ich muss da einen hoch. Richtig. Ach, glaubt man's denn? Gut, ich habe ja mit der Stadt noch keinen Vorteil gehabt. Nein, außer jetzt, Moral zu verlieren. Außer eine Moral zu verlieren, genau, das stimmt. Das heißt, ich nehme die Stadt einfach mal weg. Richtig. Na, stimmt, so. Aha, hast du verstanden. Ach, dieser, genau, das ist so ein Fehler, wo man echt aufpassen muss. Ich hatte hier 3 Würfel drin, weil ich sie so zusammengezogen habe. Das heißt, dann mache ich das lieber so, dass ich hier einen drauflege. Die habe ich ja dann immer noch. Bekomme den Siegpunkt natürlich nicht. Muss den Moral jetzt gerade nicht zahlen. Und habe den einfach nach hier gepackt. So, dann haben wir quasi die Aktion wieder zurückgespielt. Ich werde dann mal mir die Erlaubnis holen, eine Stadt zu bauen. Juhu. So ein Mist. Okay, ich gehe hier rauf, kostet mich 4. Ich kriege dafür einen Siegpunkt. Und ich darf jetzt Städte bauen. Fertig. Das ist ja, wenn ich jetzt die beiden einsetze, um mich zweifelhaft zu verbessern, habe ich natürlich das hier nicht genutzt. Die könntest du nachher bei der Autoexpansion nutzen. Aber ich habe ja nichts. Ja, dann kriegst du trotzdem Moral pro 3, die du nicht nutzt. Das wäre ich gar nicht so gut. Ich mache dann, glaube ich, einfach einmal das hier. Jetzt das zu erhöhen macht ja auch keinen Sinn, weil ich keine
Soldaten mehr? Du würdest die drei Soldaten unten aus dem Bereich nehmen dürfen und müsstest nur ein Moral dafür zahlen. Ne? Weil wenn man halt quasi das hierfür benutzt, für den normalen Zug, muss man ja zwei Moral pro Ding zahlen. So viel Moral zahlen. Wenn man hierdurch Schiffe bekommt oder hierdurch Soldaten, muss man immer nur ein Moral zahlen, wenn man die von unten nimmt. Marcel, moin. Moin. Marcel, hast du das zufällig gekickstartet? Und wenn ja, hast würde du es schon... Würde mich fast wundern, wenn nicht. Hast du schon gespielt? Ich glaube, ich habe es bei Ihnen noch nicht. Nee? Ja. Okay, wenn ich hier jetzt hochgehen würde, würde mich das 8 kosten plus... Ach, Karl auch da. Namen Karl. Alle hier. Seid ihr schon fertig? Ich wollte sagen, Karl. Karl, hast du noch... Karl wurde schon angekündigt, dass du noch vorbeikommst. Macht das überhaupt Sinn? Was haben die gesagt? D&D, oder? Ja. Ja. Ja, genau. Marcel wundert sich auch, dass Karl im Chat ist. Hier kriege ich einfach zwei Nahrungsmarker. Genau, einfach zwei von diesen Markern hier drauf. Genau. Also gefühlt muss man ja schnell Städte gründen, ne? Um mehr Leute zu bekommen. Ich gehe auch mal hier hoch, dann kostet mich das nur drei. Genau. Karl fragt, Karl sagt gerade wieder zu Hause, ja dann, ne, Stulle schmieren und... Das ist aber richtig so. Nach Hause, Computer an, Brettspielblock an, einfach bereit sind. Genau. So ist richtig. So ist und das von jemandem, der fünfmal die Woche hier ist. Also Leute, nehmt euch ein Beispiel dran. Und Winchester 669, gibt es Pläne für die Erweiterung? Ja, gibt es. Arne hat geschrieben, dass er an der Erweiterung sitzt, wo man noch... Oh Gott, was war das denn für eine Erweiterung? Bei Facebook gibt es Bilder dazu. Wenn ihr Facebook habt und da auf... Es gibt ja auch schon eine modulare Spielplanerweiterung, ja, wo man auch, so genau. Hexfelder drauflegt. Aber ich glaube, er hat noch irgendwas so mit Politik im Hintergrund noch, so eine Erweiterung. Noch mehr. Also da, wenn das Spiel was braucht, dann auf jeden Fall eine Erweiterung, damit da endlich mal ein bisschen Flexibilität reinkommt. Das ist auch bei so einem Spiel, glaube ich, die Frage. Da noch Erweiterung? Ja, nicht, also wenn ich das nicht komplex suche, empfehle ich euch Hannibal. Ja, genau. Oh je, und macht bitte ein Video davon, wo ihr spielt. Und dann sagt, wie ihr den Kampf findet. Schnick, schnack, schnuck nach 3 Stunden Regeln. Ich würde mir ein Beispiel daran nehmen, wenn ich nicht um 3 wieder aufstehen müsste. Oh, 3 wieder aufstehen ist hart. Ah, okay. Du hast das gemacht, ich bin dran. Ja. Ich werde jetzt. Oh Gott. Jetzt kommt der Killer-Move. Jetzt würde ich ja gerne die Expansionsgeschichte machen, aber das ergibt eigentlich gar keinen Sinn gerade. Wie willst du denn jetzt expandieren? Ja, ich habe ja nichts hier. Eben. Das ist richtig, das ist ja das Problem dabei. Also das war natürlich jetzt total dämlich, das gebe ich zu, dass ich das nicht vorher gemacht habe, weil jetzt habe ich natürlich eine Expansion, ohne dass ich da irgendwelche Truppen draufstelle. Okay, ich werde einfach dann erst nochmal Steuern erheben. Kostet mich wieder 3 Moral. 1, 2, 3. Ich krieg 6 Geld. Du bist dran. Dann mache ich Brot und Spiele. Ich kriege 3 Moral dazu. Jo, das mache ich auch. Ich mache auch Brot und Spiele. 1, 2, 3. Wie kriegst du? Ich kriege auch 3 Moral dazu. Ja. Und dann sind wir fertig. Auto-Expansion. Ja, ein bisschen lustig. Wir haben komplett... machst du mir die Züge nach? Ich fange mal an. Ja, also eigentlich machst du es mir nach. Ja, deshalb, ja, genau. Ja, aber also wenn man es dann kann, spielt es sich ja relativ flott, ne? Flott genau, runter. Ja. Bis dann die Kämpfe kommen. So. Genau, es lebt halt dann. Die machen auch 2 Mal und dann... Du sollst Flo Florian zugeguckt, er möchte es unbedingt spielen. Karl, deine letzten Worte gestern Nacht waren, und das ist, Spiel, das ist bestimmt ein Spiel für die... Nein. Und das habe ich gehört. Ja. Gut, dann darfst du Auto-Expansion machen. Du kriegst, du hast 5 von diesen Markern. Du kriegst hier keinen... Noch einen abgezogen, bist bei 4. Genau. 4. Und wenn du also einsetzt, dann kriegst du Moral. Plus 1 Moral. Genau. Sehr gut, auf jeden Fall ist auch gut Moral. Das ist der einzige Vorteil dadurch. Ne? Gut, aber kämpfen will ich ja gerade nicht. Nahrungsmarken von diesem Militärmarkt. Dann nur, könntest du jetzt eine Stadt bauen, wolltest du doch, oder? Stimmt. Sind Städte irgendwie besser zu verteidigen? Ja, du kriegst halt erstmal, also ich krieg 3 Moral abgezogen, wenn ich die Stadt vernichtet habe. Mhm. Das heißt, es ist so ein bisschen, okay, will ich das machen? Und außerdem bekommst du plus eine Miliz quasi, also einen temporären Verteidiger dann. Wenn du das hier, also wenn ich dann eine Stadt bauen sollte, nimmst du die ein, kriegst du auch das Luxusgut. Weil man immer kriegt, was da liegt. Ja. Verstehe. Also, aber ich kann ja den gar nicht dahin ziehen, oder? Doch, nee, den kannst du da einfällt bei Bewegung. Du kannst den dahin ziehen und den dahin ziehen. Und den da spawnen. Genau. Dann mache ich das einfach mal. Schön. Das ist schon gut. Mhm. So, dann Phase 2 fällt aus. Phase 3 baust du eine Stadt. Oh nein, 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 nein. Da musst du kurz überlegen. Dann wird das hier eine Kolonie. Aber das kriege ich ja gar nicht anders hin, oder? Ich gründe immer eine Kolonie, wenn ich jetzt das mache. Ne? Karl will nicht immer alleine leiden. Nicht, wenn du halt irgendwas zurückziehst. Aber ich könnte auch den hier reinstellen und von hier einnehmen.
Ja, dann kostet dich das 2 Moral. Und es kostet mich 2 Moral, wenn es eine Provinz wird. Keine Kolonie, ja. Kolonie, also kommt das gleich raus. Ja, nur bei dem Plus Vorteil, ich dass du da. Einen Arbeiter mehr. Ja, aber den kriegst du jetzt gleich eher dann weniger, wenn du die Stadt baust. Dann kriegst du ja. Also du kriegst mit der Stadt jetzt 3 Stimmt. oder Dann 2. ist es eigentlich komplett egal. Geguckt, wie gesprungen. Dann machen wir das irgendwie. Wir haben das gemacht, so, so und. Du hast den hier hingezogen und Genau. den hier Ja. hingezogen. Und jetzt ist der nicht mehr verbunden mit dem Heimatland, dementsprechend ist es eine Kolonie und du verlierst 2 Moral. Ja, bin ich ja hier schon mal nicht dran. So, dann darfst du jetzt eine Stadt bauen. Dann baue ich hier die Stadt, dann stelle ich die da Genau. rein, nehme die wieder zurück, Absinthfreie Vasallen, bekomme genau. die hier, Genau, kriegst einen Siegpunkt für die Stadt, kriege die du einen gebaut hast. Siegpunkt, Musst 2 Nahrungsmarker muss zwei rauspacken. Nahrungsmarker rauspacken, Und fertig. bekomme. Du musst die Vasallen müssen erreichen. Ich mache es ein bisschen langweiliger. Ich kann gar keinen platzieren. Also ich habe 5 minus 1 sind 4. Kriege also auch einen Nein, nein, Moral. nein. Entschuldigung, kriege einen Moralbonus. Möchte auch eine Stadt platzieren. Und zwar nehme ich diesen hier dorthin. Und. Wir brauchen Schiffe. Wer braucht. Genau, ich kann das Schiff wieder zurücksetzen. Das ist. Ich will nicht immer alleine leiden. Also so viel Leid war das auch nicht, auch nur durch deine Uhrzeit. Ja, Ich ich fand das Spiel auch muss. sehr schön. Ich habe ziemlich deutlich gewonnen. Das habe ich gehört. Die Abstände Ja. waren riesig Ja, zwischen euch. vor allem bei Abständen macht doch immer so, das sind 10% mehr Punkte. Ja, was hast du sagen, wenn meine Aktion nicht 8 Punkte kriegst, ist ja also immer. Aber es klang nach so einem klassischen Worker Placement Spiel. 3 Runden und dann, also 3 Partien. Du musst es eindeutig mal wertschätzen. Ja. Deshalb, Moment, ich halte die Plädoyers für die Worker Placement Highlights, Spiele, ja. Ich habe hier Newton und Coimbra und wie sie alle Highlights. heißen als Highlights hochgepriesen. Das Throne of Allegoria war mehr ein Highlight. Ja, das glaube ich. Das ist aber auch. Also das hier ist ja zum Lernen. Also das andere ist so beim Spielen. So. Ja. Also ich mache hier Folgendes: Ich gehe einfach hier mit dem hier hin, ja, und hole mir hier eine Stadt. Dafür muss ich den Dafür Nahrungsmarker ist wieder hier zurückgeben. Nahrungsmarker, Ne, genau. genau. Dann kommt hier die Stadt drauf. Hier kommt da rein. Und du hast jetzt ein Das kommt Wasserding da rein. geöffnet. Achso. So, ja. Krieg einen Siegpunkt dafür, muss 2 von den Nahrungsmarkern abgeben und gut ist. Schön, so, dann sind wir fertig. Abräumen. Du könntest jetzt Revolution machen, ne? Ich könnte jetzt, Moment, ich habe eine Stadt und ich Vier habe Fortschritte. 1, 2, 3, 4 Fortschritte. Ja, genau. Und die kriegt man nur, wenn wir das zuerst machen, ne? Den Bonus, ja. Aha. Und einen Siegpunkt mehr. Moral. Du bekommst minus 2 Moral, 1, 2, ein wegen Zeitalter, ein wegen Stadt. Ich bekomme minus 2 Moral, wegen 1 wegen Stadt und 1 wegen Zeitalter. Und wenn Spielereihenfolge man bleibt Iron so. Age ist, bekommt man plus 3 Moral? Einmalig. Achso. Einmalig. Und sonst Und hier ist verliert man ja aber keine pro Moral Runde. mehr dann. Nö, das gibt es da nicht mehr. Ab dem Moment finden die Menschen generell das eigentlich gut, dass es Achso, das jetzt gibt. sind wir bei der Bronzezeit. Da gibt es gar nichts, ne? Genau. Na, dann gibt es den Arbeiter jetzt, also hier den Anführer und Naja, sowas oh, hier. der ist natürlich mächtig. So, Kohle ist da, das ist da, das klingt schon mal ganz gut. Das hatte ich als Plan und da kann man das machen und das. Okay. Hilft mir noch nicht so weiter. Okay, dann mache ich jetzt erstmal. So viel Kohle hat man ja auch nicht. Ich mache auch mal Improvement. Das heißt, ich zahle viel Geld. 4, gehe hier hoch. Bekomme dafür einen Punkt. Bekommst Weiß dafür, das erste also erst Mal. musst du ein Geld weniger zahlen, weil du pro Stadt ja ein Geld weniger bezahlen musst. Das ist richtig. Dann kriegst du einen Siegpunkt, genau, wenn du der Erste dabei bist. Dann bekommst du jetzt sofort, wenn du möchtest, bist du 4 freie Vasallen von den Leuten hier in deiner regulären Armee. Und das kriegst du mit jedem Schritt, ne? Immer bei jedem Schritt, den du Okay. hochgehst. Also plus 1 wäre deine normale, wäre das normal. Du machst das mit 4 Leuten. Ich greife da gleich an, ich kriege die eh wieder, oder? Ja. Das stimmt. Also denke ich Das ist mal. keine schlechte Idee. Okay, gut, dann bin ich dran. Ich werde auch mal einen Proof machen. Aha. Und zwar gehe ich hier hoch. Strafzahlung habe ich nicht. Kostet ja normalerweise 8. Ich muss ja nur 4 bezahlen. Wow. Weil du nur die Hälfte des Weil ich nur die Cashflows. Hälfte Das ist bezahlen aber auch hier muss. so ein kleiner Punkte-Dings da, ne? Und. Kleiner. Was war das nochmal? Das ist der Bonus, kommt bei Brot und Spiele drauf. Ja. Und also ich muss 4 bezahlen.
Und dann, ja, dann kriege ich hier diesen einen Bonus schon mal, das ist schon mal Z. Und außerdem kriege ich, glaube ich, Siegpunkte dazu. Zwei Stück plus den einen, weil ich das erste, der erste mit der Stufe erbringe. Also drei, eins, zwei, drei. Da Und zieht da, er dann vor. jetzt geht's los. Und du bist. Dann mache ich mal roten Spiegel. Kriege ich einfach nur drei Moral. Ich gehe auf die Expansion. Nein, doch. Ich gehe auf die Expansion. Und dann habe ich hier zwei Nahrung. Moral ist. Oh, ist noch bei minus 1. Ne, Moment, dann machen wir es anders. Machen wir jetzt erstmal Brot und Spiele. Dann kriege ich plus 2 Moral. 2, nicht bei 0. Und du bist. Dann kann ich jetzt Revolution machen. Du kannst jetzt. Hast du noch Männchen? Ja. Ja, dann kannst du jetzt Revolution machen. Dann mache ich jetzt Revolution. Revolution! Schade. Das heißt, ich rücke jetzt hier vor. Du hast hier vier, ne? Und eine Stadt. Genau, dann rückst du hier vor. Dann kriegst du zwei Siegpunkte. Zwei. Dann darfst du. Kriegst du erstmal das Männchen hier noch. Und darfst sagen, was du hier von auslösen möchtest. Das ist ja beides Mist, ne? Townsman heißt, kontrolliere die meisten Städte Ja, und genau. Fisherman heißt, kontrolliere die meisten Wir haben bei Gebiete. beide gerade. Das heißt, jeder will zwei Punkte kriegen. Ach, jetzt sofort. Ja, jetzt Bei sofort. beiden. Jetzt sofort, ja. Ja, ist ja egal. Dann kriegen wir beide 200. Kannst halt gucken, höchstens was, wo die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass du nachher. Das wird am Ende des Spiels auch nochmal gewertet. Ja, genau. Also nur noch, wenn es noch nicht gewertet worden, ne? Was hier offen ausliegt, das wird am Ende noch des Spiels noch einmal gewertet. Sprich, das, was wir jetzt werden, wird abgeräumt. Genau. Aha. Und dann kommt auch gleich ein neues dazu. Das ist, wenn man die Mehrheit hat oder pro? Die Mehrheit. Achso, okay, das ist gar nicht so vielen Punkten. Keine 5 mal 3 Punkte. Ja, dann ist ja egal. Dann machen wir mal hier. Wir werden jetzt wahrscheinlich beides en masse machen. Ist die Frage, glaubst du, dass du mehr Städte als ich haben wirst oder dass du mehr Fischergebiete Na, ich treibe kontrollieren dich mal wirst? aus dem Meer raus. Dann habe ich nämlich hier mehr Platz. Toll, also wir werden das hier. Gut, Dann dann kriegen kriegen wir wir jetzt 2 beides Punkte. zwei Punkte. 1, 2, 1, 2 und ganz neu kommt dazu. Ja, wir haben Oh. beim Emperor, weil es ein Pawn ist. Also bei dem Triumphzug. Ne? Gut, Die Aktion kann ich jetzt das. trotzdem machen und so eine Nee, Runde zu du bist Ende. jetzt fertig. Du machst auch keine Autoexpansion mehr. Ne? Du bist jetzt fertig. Dein Zug ist zu Ende. Genau, das ist halt einfach dann so. Dann bin ich dran. Ich mache jetzt die Autoexpansion. Ich mache nicht die Autoexpansion, ich mache die normale Expansion. Ich bin bei 2. Kein Modifikator. 0 plus 2 durch den Anführer. Bin ich bei 4. Plus 2 für die ganzen Güter. Bin ich bei 6. Also darf ich 6 Truppen Aber es kommen platzieren. zwei Städte. Das wäre nicht schlecht. Also ich setze mal einen hier hin und einen hier und einen hier. Und hier auf jeden Fall nochmal einen. Ich muss ja überall einen hinsetzen. Ich habe ja nur 6 Gebiete. Na gut. So, erste Geschichte. Ich bezahle immer 2 Geld und baue mir eine Flotte. Der geht nach hier und erobert das Gebiet. Der geht nach hier und erobert das Gebiet. Der zieht nach hier oben. Der bringt erstmal nicht so viel. Und der zieht nach hier unten und die bauen eine Stadt. So, zwei Stadt bauen darf ich. Krieg dafür einen Siegpunkt. Platziere hier die Stadt. Muss zwei Nahrungsmarker abgeben. Und dann bin ich fertig. Ja, das war's. Ich mache das nicht. Du machst das nicht, genau. Dementsprechend räumen wir ab. Spielendbedingung haben wir noch nicht erfüllt. Dementsprechend neue Runde. Wir fangen an mit der Moral. Du kriegst minus 1 für die eine Stadt, die du hast. Nicht mehr minus 1 wegen des Zeitalters. Ich bekomme minus 1 für das eine Zeitalter und nochmal minus 2 für die beiden Städte, die ich habe. Das sieht nicht so schön aus. Das wird schon noch. Und dann bist du da. Genau, Reihenfolge bleibt so. Ich liege hier nach vorne. Okay, wenn ich am Ende die Auswechslung so mache, würde ich quasi zwei spawnen.
Dann könnte ich einen hier reinstellen und würde dann noch meine Armee dazu ziehen zum Kämpfen. Du könntest einen hier spawnen und einen hier, genau, der könnte hier rüberziehen, ins Wasser, der könnte reingehen, genau. Das war gut. Genau, es würde dann nicht als Angriff aus Wasser gewertet werden, weil du ja auch noch einen Landangriff machst. Außerdem greifst du auch nicht ins Gebirge an, es gibt also auch keinen Bonus und es ist keine Stadt da. Das heißt, die haben wirklich nur ihren Marker plus, aber wir sind schon hier, plus einen. Und bei Fortschritt haben sie eine 1. Da sind sie also gleich mit dir, da würden sie also den Marker bekommen. Aber jetzt sind wir für Steuern schon 4 Moral verlieren. Genau. So. Begeisterung kennt sich in Grenzen. Ja, geht so, ne? Aber klar, ein Angriff lohnt sich hier schon, ne? Also erstmal, weil es den Luxus gut gibt und weil das auch ein schöner Marker ist. Den kannst du halt einmalig im Kampf einsetzen, das ist ziemlich dämlich. Hat den Vorteil, du kannst den jede Kampfrunde überlegen, ob du ihn nochmal dazu packst. Wenn du siehst, oh Gott, ich verliere da, dann kannst du sie immer noch schnell dazu schieben. Das kannst du mit solchen Geschichten machen, genauso wie mit, du kannst dich auch mit Verbündeten, also das ergibt natürlich total Was habe keinen ich denn Sinn, davon, wenn ich dich jetzt angreifen würde? dass du mir was klaust und dir einen Bonus gibst. Aber dass es dich extrem Moral kostet. Wenn ich hier angreife? Dann kostet es dich zumindest ein Moral. Wenn du gewinnst. Und hier wird es 3 Drei Moral kosten. Moral, genau. Klingt ja nicht so verlockend. Wir haben doch schon unattraktiv gemacht. Ja. Also die guten Häufchen. Soll ich nur merken, wofür was ist? Die schönen Planungen schon mal, ja. Ja, das ist ja ganz gut. Diese Handelsdinger muss ich erstmal freischalten, ne? Welches? Ja, das musst du erstmal hier dürfen. Das würde mich ja jetzt nur 2 kosten, wenn ich den Schritt machen würde. Ja, genau. Und man kann nicht 2 Schritte auf einmal machen, oder doch mit 2 und wenn man die Kosten zahlt. Genau, du kannst auch 4 Arbeiter da platzieren, kannst auch 4 Schritte auf einmal machen. Aber du musst halt die Kosten zahlen, genau. Jeder Fortschritt kostet immer mindestens einen Taler. Was man da so an Geld reinsteckt, was man das wieder raus haben muss und die Aktion da auch echt aufgemacht hat, Ja, ne? ja. Ja gut, aber wenn du plus 6 bekommst halt, ne, das ist schon. Boah. Ja, und es lohnt sich natürlich dann noch mehr, wenn du auch hier da noch hochgehen möchtest und da noch hochgehen möchtest, ne, wenn Genau. du diese Synergien halt nutzen möchtest und diese zusätzlichen Kosten dann nicht noch haben willst. Es kann sein, was ich glaube, dass diese beiden Schritte sich eigentlich eher als in langen Partien lohnen. Ne? Weil also die lange Partie geht ja bis hier und dann gibt es noch die epische Partie. Da musst du dann, da endet das Spiel, glaube ich, wenn du alle Siegbedingungen hast oder 4 oder sowas, also irgendwas vollkommen Okay. obskures. Und dafür brauchst du ja auch noch was. Ne? Wenn das Richtig. Spiel quasi jetzt schon am Ende seiner Möglichkeiten wäre, würde man sagen, okay, was soll es dann? Was soll ich da noch machen hier? Ne? Ich glaube, dass man halt diese beiden oberen Kreise fast gar nicht erreichen wird. Vielleicht mal einen. Also, ich bin auch bestimmt. Wenn ich, ne, mache ich ja keine Auto-Expansion mehr. Ich glaube, ich campe einfach mal, oder? Auf jeden Fall. Das hast du vor 2 Runden schon gesagt, oder? Naja, mein Gott, ist ja, ich mache hier extra, aber nee, mache ich nicht. Das kann ich auch über die Auto-Expansion Das machen. kannst du auch über die Auto-Expansion machen, Richtig. genau. Hier kriege ich pro Luxusgut einfach ein Geld mehr, ne? Nee, du kriegst immer generell ein Geld mehr. Nicht pro Luxusgut. Das ist nur ein Bonus insgesamt. Auf den gesamten Summe kriegst du ein Geld dann mehr. Entschuldigung. Wenn ich ein Luxusgeld gut reinstecke. Nee, der Marker ist einfach hier. Nein, nein, das hier meine ich. Also ich, wenn ich. Ach so, ah, Entschuldigung. Ja, Genau. genau. Ja, jedes Luxusgut Na, bringt also ein. so würde Ja, ich jetzt genau. einfach Drei, drei vier. Geld bekommen, so würde Vier. ich 4 Geld Nee, bekommen. pro Arbeiter kriegst du ja schon mal 2. Aha, 2, 3, 4. Genau, 4. Genau, Entschuldigung. Und Ja, ich so muss die noch 4, genau. reinstecken, dann 5, Genau. 7. Ja. Das ist der Vorteil halt von dir, dass du 2 für jeden Anführer kriegst. Stimmt, 2, 4. 6, 7, 8 dann sogar, ne?
Jetzt sind es 4. Die beiden Luxusgüter sind nochmal 2 dazu, bist du bei 6. Und dann plus 1. Genau, dann 7. 7. Boah, ich mach das einfach. Obwohl, okay. Bringt das was? Wenn jetzt, dann muss ich wieder rechnen. Nee, wir hatten es vorhin ja schon. Es bringt mehr, wenn du. Obwohl, jetzt hast du natürlich die Stadt geklaut, ne? Genau. Müssen wir nochmal neu rechnen. Kriegst du ein Moral, musst du mehr abziehen, aber dafür kriegst du 2 Geld mehr. Also jetzt kriegst du 8 Geld, müsstest aber 4 Moral einsetzen. Das heißt, du musst jetzt unten 4 Männchen hinpacken. Mhm. Jetzt momentan, also es wären jetzt 5 Männchen. Und dann wärst du bei 8 Geld. Jetzt bist du gerade bei 4 Sachen, die du eingibst, und bist bei 7 Geld. Wenn du also noch Männchen reinpackst, nee, es lohnt sich jetzt für dich schon mehr, ab dem Moment jetzt zu traden. Genau, mit auch der Konstellation. Ja. Dann mache ich das mal. Durch den Bonus, den du kriegst, und dadurch, dass du halt 2 Geld pro Anführer bekommst. 2, 4. Das ist nämlich schon nicht schlecht. Okay, dann. Ich will irgendwie da oben hin, das heißt, ich muss da auf dieses Feld. Und. Wir spielen bis Ancient Times. Ja, das kostet mich 8. Das kostet mich nur 6. Ich brauche also auch jede Menge Geld. Ich gehe aber als erstes mal. Ach komm, ich mache auch hier. Ich mache erstmal Brot und Spiele. Plus 4. 1, 2, 3, 4. Und du bist. Das kostet aber pro Schritt ein weniger. Ne? Das heißt, wenn ich hier 2 Schritte gehen würde. Mhm, genau, ja. Dann würde ich insgesamt 2, 5, 7 bezahlen, das, was ich gerade bekommen habe. Mhm. Hast du Chance? Wir gucken mal, ich mache das mal. Mhm. Dann gehe ich hier mal hinterher. Ja. Dann kriege ich den. Genau. Und gebe dafür die 2, 4, 6. Das sind eigentlich 9, ne? Und du musst nur 7 bezahlen. Genau, ich habe mir scheinbar gerade 1 zu viel genommen. 2, 4, 6, 7. Ja. Ich gehe auf Texas. Und krieg da jetzt aber 3 Punkte. Du kriegst 30 Punkte. 1, 2, 3. Mhm. Und plus 2 Moral. Mhm. Ich gehe auf Texas. Ich kriege jetzt ja schon Männchen mal 10, also 10 Geld. Ach ja, jetzt gelten die 8. Muss allerdings schon meine Moral jetzt dadurch um 5 senken. 3 plus minus 2 pro Stadt. Also 1, 2, 3, 4, 5. Das ist schon übel. Ich bin durch. Ich mache Revolution. Kommen wir da hinterher. Ich habe eine Stadt. Davon auch genug. Dementsprechend kriege ich hier auch das. Krieg einen Siegpunkt. Dann zieht er wieder. Das war's. Du darfst eine Autoexpansion machen. Genau, dann expandiere ich mal. Jetzt hier, bin ich hier rein und zieh dann mit den beiden da rein, weil so. Der geht angrenzend und der geht über die Luft. Herrschaften, es gibt einen Kampf. Juhu. Dann nehmen wir jetzt dieses Board. Genau. Nehmen wir es mal hier. Dekorativ. Dafür wäre die Digitalkamera jetzt noch. Also die Mini-Kamera nochmal, aber. Es muss jetzt mal so gehen. Genau. Genau, darauf kommt jetzt hier dieser Marker. Vom Defender. Genau. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil letztendlich jetzt gerade eben weiß man, wo man ihn hernimmt und legt ihn jetzt hin. Aber wir nehmen ja deine Marker, also du ziehst ja den da rein. Mhm. Ne? Ach nee, Quatsch. Nee, du hast es nur so gemacht. Genau. Gut, dann weiß man es. Aber manchmal, wenn man jetzt die auch noch ziehen würde, wo habe ich angegriffen nochmal? Welches Feld? Also vor allem hier irgendwie, ne? Kann man ja so ein Kitschstück. Ja, irgendwie sowas, ne? Genau. Sehr unauffällig. Großartig. Okay, erst bei Defender. Du bist bei dem Attacker. Jetzt fängt er als erstes an. Er guckt. Er kann natürlich diesen ganzen Kram hier natürlich nicht machen, außer dass er einen grauen Würfel hinbekommt. So, dann bist du. Du darfst jetzt überlegen, wie viele Truppen du von deinem stehenden Herr damit dazu packen möchtest. Wir würfeln gleich einfach gegeneinander. Also so sollte es safe reichen. Ich kriege die dann wieder. Ah, meinst du. Aber ja. Hoffe ich. Habe ich schon anders erlebt. Ich bin schon grandios an Barbarenstämmen gescheitert. Jetzt sind Teil widerspenstig. Auf jeden Fall. Jetzt überprüfen wir letztendlich diese Geschichte hier. Mhm. Also, achso, genau, er hat nicht plus 1 bekommen, Miliz, weil es keine Stadt ist. Es ist kein Angriff über Wasser. Mhm. Es ist zwar über Wasser, aber auch über Land. Auch über Land, jetzt das Landangriff und es geht nicht ins Gebirge rein. Mhm. Das heißt, es fällt alles weg. Dann gucken wir, wer hat die meiste Streitmacht? Die höchste, das hast du mit 4 gegen 2. Mhm. Die höchste Wissenschaft, da ist er bei 1. Mhm. Du bist bei 1. Bei Gleichstand gewinnt er. Pfui. Also hat er das? Welche? Ach, die Wissenschaft ist was? Hier. Ach, die Kriegskunst. Ah, okay. Dann gucken wir zur Moral. Moral bist du bei dem Marker, er ist bei dem.
Okay. Dementsprechend hätte er es auch. Also ist seine Chance viel Na, höher. hier siehst du sein Symbol, das ist ja dieses. Ne? Genau. Möchtest du noch mehr Truppen reinpacken? Gut, und dann können wir würfeln. Nee, möchte ich nicht. Das Nee? muss Okay, reichen. hier. Das wird nicht reichen. Diese Barbaren. Ich habe ein Schild gewürfelt, der macht dir einen Schaden. Und du hast Technik gemacht, das macht dir auch einen Schaden. Das macht mir Schaden. Ja, weil er hat ja den Marker, er hat den Vorteil. Also darfst du zwei Marker schon mal zur Seite packen. Wie kommt schon mal dein Free-Vasallen? Okay. Weiter geht's! Ich habe eine Faust gewürfelt. Ja. Das heißt, du machst mir einen Schaden. Kommt der hier weg? Zählt das auch als Einheit? Und ist auch eine Einheit. Ach Ja, so, ja. das habe ich noch nicht gewonnen. Nee. Oh Gott. Faust. Stabi? Ja, dann löschen wir uns beide gegenseitig aus. Oh, dann ist er auch weg, ne? Das Er heißt, ich kann einfach rein ist auch explodieren. weg, aber du bekommst hier nicht den Marker. Weil. Noch nicht. Ne, ja glaube ich glaube schon bei. Also eigentlich ist es so, wenn. Was ist denn dann? Wenn normalerweise gleich, also wenn halt sich beide gleichzeitig auslöschen, dann bleibt es halt dabei. Unentschieden. Ah ja, auch Barbarendörfer kommen dann unbesehen zurück in die Spieleschachtel. Kein Triumphzug wird bewegt. Nein, das ist kein Angriff. Kein gewonnener Angriff, den kriegst du nicht. So, und rein darfst du aber natürlich erst. Mit der Expansion nicht so. Genau. So, perfekt. Also fast. Nur einer mehr wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Stimmt, du hast doch überlegt, ob du noch einen mehr Ja. reinsetzen. Genau. So, das war die Runde. Abräumen. Gibt kein Spielende. Nächste Runde. Moral, jetzt kommst du schon ziemlich knüppeldick. Also du kriegst minus 1 für eine Stadt, ich krieg minus 2 für zwei Städte. Das ist schon langsam ein bisschen, das tut schon weh. Reihenfolge bleibt noch so, das heißt, du darfst anfangen. Wieso habe ich den Schüler kein Geld mehr? Oh. Ja, das ist immer das Problem. Entweder hat man keine Moral oder kein Geld. Irgendwas ist ja immer. Na komm, ich mache aber trotzdem mal hier Improvement. Dann gehe ich hier hoch, zahle da jetzt nur 2 für. Und dann kriege ich 2 von diesen Markern. Genau. Ich mache auch Improvement. Ich muss nur ganz kurz gucken, das hier hoch würde mich 8 kosten. Ne? Herrje. Oder vorher nochmal Geld nehmen. Das dann zweimal improven. Und das dann damit machen. Ja, das machen wir lieber. Sind wir bei 11? Also das wären 8. Und hier würde ich die Hälfte zahlen. 8 minus 2 sind 6. Ach, da muss ich auch noch 6 zahlen. Ja, okay. Also ich gehe mal hier auf Handel. Das lohnt sich für mich total. Meinen schönen Handelswaren. Und kriege 3 Geld. Ich flippe aus. Totaler Wahnsinn. Genau das habe ich gemacht. Bei der Expansion kann ich auch Heere umwandeln, ne? Bei der Auto-Expansion. Ja, du kannst alles machen. Die läuft genauso ab wie die normale, nur mit dem Unterschied, dass du halt keinen Anführer reinsetzen kannst, darfst. Was ja momentan gefühlt noch egal ist. Wobei. So eine Stadt gründen wäre auch ganz schön. Noch ein paar mehr Leute zu holen. Komm, ich mach das mal. Das. Auto-Expansion. Genau. Jetzt Also zähle ich hier. 5 2, 4, 5. Plus den sind minus 1 minus bis bei 1. 4. Geht der runter? Nee, nee, aber der, Achso, minus der 1, ne? ja. So plus Männchen bis bei 6. Ich habe 4. Wenn du jetzt nur 3 einsetzt, kriegst, geht die Moral nochmal hoch. Dann setze ich nochmal 3 ein. Die Moral nochmal hoch. Wo die Städte sind, ist ja eigentlich fast egal, oder? Ja, wenn ich drankomme, kann ich sie halt als Handelsposten nutzen, wenn ich das aber freigeschaltet habe hier. Also das ist
Ich glaube, fürs normale Spiel ist es extrem unwahrscheinlich, dass es irgendwie funktioniert. Aber man kriegt ja plus 2 Moral, wenn man sowas macht. Ansonsten lohnt sich das halt als Verteidigungsanlage so ein bisschen. Genau, ne? Aber ich, also jetzt hier mach, ist für mich kein Vorteil, sondern mehr hier vorne hin. Ja, genau. Weil also könnte ich jetzt einen hier hinstellen, einen dahin, den dann gleich rüberziehen. Und den könnte ich hier und dann auch darüber bewegen. Ja, auf jeden Fall. Dann mache ich das so, ziehe den hier rüber, genau, kriege den Marker, genau. Ziehe den hier rüber, gründe dann eine Stadt. Genau. Das heißt, ich stelle den dahin. Dann gehst du, kriegst du hier einen Siegpunkt. Dann kriege ich einen Siegpunkt für eine Stadtgründung. Genau, muss 2 Nahrungsmarker weggeben. 2 da deswegen. Das mit dem steht dann mal noch mal einfach extra hinschreiben. Ja, darum, dieses kleine Expansionsfeld ist ein Minispiel. Und die kriege ich auch. Und die kriegst du auch. Also ist alles geil gemacht, aber es ist halt einfach, es ist ein bisschen eine Frechheit, dass das auf einem so großen Feld ist. Ja. Ich wüsste sowieso eigentlich ganz gerne mal, warum Arne sich entschlossen hat, das Tableau so klein zu machen. Ich meine, das, der Vorteil ist, man kriegt es hier super hin. Wenn das der Grund war, dann top, super Idee. Aber ansonsten hätte das einfach, allein das Expansionsfeld hätte eine Karte verdient, die schon so groß gewesen wäre fast. Ja, oder hier, ich meine, das Bild der Germanen ja, ein bisschen kleiner machen können. Ja, oder diesen Teller hier. Ja. Da kannst du auch einfach stapeln, die Teile hier. Richtig. Also das ist einfach ein Witz, wenn du diesen Teller anguckst, der genauso groß ist wie das Expansionsfeld. Ja, hier sind 3 Informationen drauf, wovon du nur eine brauchst. Und hier sind 18 Informationen drauf. Gibt es ja vielleicht bei einer Revised Edition. Ja. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, ich gehe mit 2 Leuten auf Improvement. Oha. Gehe hier ein hoch. Das kostet mich, was das erste ist, 8 minus 2, weil ich 2 Städte habe, zahle ich 6. Kriege dafür einen Siegpunkt. Genau, hier sind jetzt die beiden gekoppelt, das hier ist egal. Genau. Kriege dafür plus 1 Nahrungsmarker und habe ab jetzt die Erlaubnis, dass ich 2 Leute haben darf. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt, ich gehe hier hoch. Das kostet mich normalerweise 16, weil ich. Die Hälfte. Genau, mich kostet die Hälfte. Also nur 8, ziehe ich 2 wieder von ab. Sind 6. Kriege wieder plus 1 Siegpunkt. Und kriege hier nochmal plus 2 Siegpunkte. Und kriege jetzt diesen Bonus und tausche den mit dem anderen aus. Kriege jetzt also 3 Moralen mehr. Und du bist. Also ich bräuchte theoretisch noch 1 von irgendwo, nee, 2 Sachen, dann kann ich mir eine Revolution ausrufen. Du hast noch keine 3 Städte. Genau, also eine Stadt mehr. Du hast 3 Luxusgüter. Du hast genau aus einem Luxusgüter und hiervon hast du 7. Ja. Jeweils ein Wert, ja. Also von 2 jeweils ein Wert, ja. Und dann kriegst du 3 Moral, einmalig und einmalig plus 1 Nahrungsmarker. Warum steht da 2 von 3 brauchen, um da hochzusteigen? Okay, das habe ich schon gemacht, Dann sind meine Möglichkeiten da begrenzt. Wenn ich jetzt Dings machen würde. Man könnte 2 reinstellen, ja. Dann würde man 20 Geld bekommen, ja. Genau. Ne, du wirst halt einfach mit Geld zugeworfen. Man würde aber 8 Moral verlieren. Ja, genau. Naja, dann bist du irgendwo da unten, wo ich bin. Also daher, meine Bevölkerung hasst mich eh schon. Da kannst du ruhig runter absteigen zu. Das ist richtig. Dann mache ich das nochmal. Ich mache mal 1, 2, 3, 4 hier rein. Okay. Ich pumpe Moral jetzt auf. 1, 2, 3, 4, 5. Ach, du möchtest geliebt werden von deiner Bevölkerung, ja. Natürlich. Na gut, dann veranstalte ich auch mal Brot und Spiele. Ich habe ein Männchen leider nur, was ich reinstellen kann. Ja. Ich kriege aber plus 4. Schon okay. 1, 2, 3, 4. Also ich kriege plus 3, also dann schon plus 4. Gut. Dann mache ich noch das hier und kriege 3 Geld. Ich bin durch. Ich auch. Du auch. Ich darf eine Autoexpansion machen. Ich muss eine Autoexpansion machen. Ich habe hier 3. Modifikator zum Glück nur noch minus 1. Das sah vorhin noch ganz anders aus. Ja, also bin ich bei einer 2. Sonst habe ich nichts. Also deswegen darf ich 2 Würfel hiervon platzieren. Das ist dann schon wieder ganz nett. Also daher platziere ich mal hier einen. Ah, da hat uns viel Spaß gewonnen. Wir gewöhnen und
Dankeschön. Aber er kommt später. Er guckt sich das Er guckt sich bestimmt sonst an. an. Vielleicht nicht komplett, aber. Okay, ich mache jetzt folgenden Zug. Ich bewege mal diesen Marker hier, dieses Schiff, An bewege ich nach Land. hier. Ah, dahin. Dieses Schiff bewege ich nach hier. Dann muss ich hier hinten wieder einen Nahrungsmarker abgeben. Und jetzt bewege ich diesen Marker von hier rüber. Ne? Weil der hat ja einen Wirkungspunkt und die hatten jeder noch einen. Einen haben sie benutzt und jetzt komme ich hier hin, nehme den Nahrungsmarker, aber ich gründe natürlich eine Kolonie. Kostet mich einfach, oh Gott, das fehlt. Oh, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Ja, punktemäßig vorne, oder? Und dann werde ich, aber mit dem werde ich nicht dahin, doch ich den, oh Gottes Willen, das ist alles hier ganz, ganz schlimm. Doch, ich gehe hier so hin. Ja, genau, dann gehe ich mit dem hier mal nach oben ein. Das ist jetzt keine schlimme Geschichte. Und der hier, ja, das bleibt jetzt so. Gut, fertig. So war durch. Abräumen. Neue Runde. Moral. Du hast zwei Städte, minus zwei Moral. Ich habe zwei Städte, minus zwei Moral. Du bist nochmal vorne, Startspieler. Du darfst anfangen. Okay, dann gebe ich 3 Geld aus und 3 hier Oh, er holt sich und den. hole mir den. Ah, Du von mir hast spannend. einen Ärger Ja, bekommen. spannend. Genau, den Zug könntest du mir nicht nachmachen dann, das stimmt. Okay. Spannend, spannend. Ich brauche auf jeden Fall solche Geschichten und sowas. Aber die Moral ist gerade, die Moral frisst mich auf. Also wenn ich jetzt gerade expandieren würde, würde ich bei null sein einfach, ne? Ja, Weil du ich machst hier. vorher einmal die Moralaktion, ich meine, Ja, das muss ich auch machen, aber. das ist ja easy peasy bei dir. Ja. Ich hau da auch nochmal all meine Luxusgüter rein. Bin also bei einer 6 dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also dieses Moralspiel brauchst du natürlich nicht zu machen, wenn du nicht so doll auf Städte gehst. Ne? Ich habe gestern Abend die Runde, Ja, ohne Städte hast du ja keine da habe Einheit. ich nur eine Stadt gehabt. Oder das sind nur Einheiten dann? Das hat gereicht, wirklich. Also ich habe Wie viel wirklich hast du denn einfach Punkte gemacht? hier rüber und. Okay. Ne? Kommt halt ein bisschen auf an, wen du spielst, ne? Wo du bist, ob du viel in kurzer Reichweite hast. Du brauchst halt auch nicht so viel Versorgung dann, ne? Der andere Spieler, der hatte 5 Städte, der brauchte halt, er musste halt auch alles an Feldern hier erschlossen haben, damit er einfach die Grundversorgung da sichergestellt hat. Da bin ich auch schon wieder. Genau. Und hier, das macht man einfach einmal pro Zug oder pro Spiel? Pro Zug. Pro Zug. Plus ein Punkt. Genau, wenn du es machen möchtest, dann müssen wir aber nochmal nachgucken, weil, also wenn du es machst, ist es glaube ich nicht so schlimm, wenn Ja, ich es machen ich kann es müsste. jetzt nicht mehr machen. Ja, das stimmt. Also dann müsste, wenn ich es machen würde, müsste ich dir, glaube ich, irgendwie Geld zahlen. Pro 5 Punkte, die ich vorne liege oder sowas. Wenn ich jetzt das machen würde, würde ich 40 Geld bekommen. Ja. Das ist auch schon mal gut. Das klingt ziemlich geil, Ja, ja. aber dann würde ich 12 Moral verlieren. Plus 2 nochmal für die Städte, also 14 Moral. 14 Moral, das ist mehr, Genau. als ich da auf der Leiste Dann habe. würdest du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 2 Siegpunkte verlieren. Boah, das klingt mir, das ist zu viel. Aber so würde ich immer ein 20 Geld machen. Und würdest nur 8 Moral verlieren. Würde nur 8 Moral Das ist verlieren. machbar. Das mache ich. Das sind 10. Das geht halt einfach um Steuern hier. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, also ich würde mal sagen, ohne Leibwachen würde ich mich nicht mehr durch die Städte trauen. Die können mich noch viel mehr hassen. Ja. Guten Ah, Abend, moin. Error of Tries, geiles Teil, klasse Erstwerk von Adam. Moin, Duke. Ja, Moin, Juk. bisher. Also ist auch schön, wenn man es erklärt bekommt, spielt es sich auch viel und jemand hat ja die Regeln zu überwachen. Ja, also das ist mein Erstlingswerk, wo man echt sagen muss, was zur Hölle. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das das erste Spiel ist von Arne, aber das Jetzt müsste erste, erst das richtig ja, rausgekommen genau. ist. Ne? Da bin ich aber gespannt, was er da sagt, wie lange er dran getüftelt hat. Also nicht so von der ersten Idee irgendwie Kindheitsmomente
Alter, ne, Risiko gespielt und dann Civilization gespielt auf dem Computer und dann gesagt hat, das muss man zusammenbringen. Aber als er richtig angefangen hat, bis zu dem Moment, wo er es wirklich dann rausgehauen Aber in hat. sowas, da stecken ja, weiß nicht, 500 bis 1000 Stunden Ach Gott sei Entwicklungszeit Dank. dran. Also da machst du Ja. auch, egal wie teuer das ist und wie viel du Kein davon Gewinn verkaufst, ist, machst da ne? keinen Nee, Gewinn das mit. glaube ich auch. Außer es ist vielleicht ein Siedler oder so. Aber. Wenn es einen Expertenspielpreis geben würde, ja? Also mit einer anderen Anleitung. Ich Ne? glaube, die Anleitung war Spiel des Jahres so ein kleines Kriterium, wo sie Ja. gesagt haben, na, wenn das nicht Wobei die passt. neue Anleitung, die er jetzt ins Netz gestellt hat, die ist viel besser. Ja. Ne? Also weil er zum Beispiel, ach, brauche ich nicht erzählen, aber manchmal hat er einfach nur so Text gemacht und den Text hat er in Klammern geschrieben, was dann für Modifikatoren gelten und sowas, anstatt dass er einfach eine kleine kurze Tabelle gemacht hat. Ne? Und in der neuen Anleitung hat er das dann mit der kleinen kurzen Tabelle gemacht. Das ist viel übersichtlicher, Okay. als wenn du einfach so einen Blocktext liest. Ne? Ja, das klingt immer so ein bisschen nach so einer wissenschaftlichen Abhandlung manchmal. Ja, da ist halt alles drin, aber Chris ist nicht gegriffen. Du bist fertig, du hast den Zug gemacht. Ich habe Moral gesetzt. Das war ganz dringend notwendig, damit ich jetzt die Expansionsaktion machen kann. Ich kriege hier 3, ich kriege hier 0, das heißt, ich wäre bei 5. Das reicht mir hin. Ich habe 4 Marker, die werde ich auch setzen. Und zwar hier einen hin, hier einen Sehe hin auch doch schon die nächste Stadt. und hier einen hin. Also auf jeden Fall gehe ich hier hoch Achso, doch keine Stadt. und hole mir da Ah, so hol mir spielst du das. also. Ja, auf jeden Fall. Dann geht der hier rüber. Und setzt sich da schon mal fest. Jetzt habe ich ja die Verbindung hier einmal benutzt. Jetzt kann ich natürlich den noch einmal benutzen hier. Und nach hier fahren. Und dann fahre ich mit denen schon mal hier in diese Richtung. Aha. Das ist ja eh eine Kolonie hier. Die Strafe habe ich ja schon gezahlt. Und die können jetzt ja ein bisschen auf Fischfang gehen, beziehungsweise hier können wir ja auch Gold vielleicht kriegen und da anlanden. Ne? Gucken Vielleicht. wir, was da Können wir läuft. auch Seekämpfe machen, ne? Wir können auch Ja, Seekämpfe sehr machen. gut. Lief ja eben schon so gut. Ne? Ja. So, der hier zieht hier rüber. Wieso, dass er quasi komplett alleine gestemmt hat, dazu dann noch so einen Brocken, dazu der tolle Stoff des Spiels. Und dazu ist er noch so nett. Also. Ja, also der engagiert sich aber auch extrem. Und den hier, den packen wir mal hier, wir schließen hier mal hier rein. So. Super. Ja, das war's. Reicht mir. Dann mache ich mal hier das. Dann kriege ich 5 hier oben drauf. 1, 2, 3, 4. Guck mal. Entschuldigung, ich darf ihn aber ganz kurz. Ich mache den nach da lieber und den nach da. Wenn ich das nicht Ist zu doll ärgert. okay. Ich brauche ein bisschen. Ja, wobei er da auch lange dran getüftelt hat. Ja, Naja, das glaube ich. das macht man nicht im halben Jahr. Ja. Aber das merkt man auch, dass hier wirklich. Was hast du schon alles für Spiele gespielt und hast gesagt, dass das keinem aufgefallen ist? Richtig. Oder Leute, es ist eine Frechheit, dass das durch eine Redaktion durchgegangen ist. Das hast du hier nicht. Also. Das kommt auch an, aus welcher Sicht Ich glaube, dass. Ja, die komme ich. So Regeln. als Normalspieler denkst du, oh Gott, aber Ja, du, das genau. ist halt, ne, natürlich für vier Spieler, die das dann auch hoffentlich zu schätzen wissen. Genau, das Spiel, wenn das bei Karstadt steht, wird das kein einziges Mal verkauft. Ja, oder die Leute Ja. kommen wieder und sagen, oh. Genau, weil einfach, ne, weil das überhaupt gar nicht passen würde. Aber bei Leuten, die sagen wollen, wir wollen halt ein Spiel haben, wo du verschiedene Möglichkeiten hast, super. Ja, aber ich habe keine Erweiterung. Der Atom hat er, glaube ich, auch schon fertig und fast fertig das noch für Umme. Aber es ist er hat mich ja auch angeschrieben, als der Kickstarter lief, meinte hier, Ben, ich kann den Prototypen zuschicken, dann kannst du da mal Videos machen. Habe ich Ja. gesagt, danke, aber ich habe mir das grob angeguckt. Wenn du vorbeikommst, dass du mit mir spielst, dann Genau, gerne. Aber ja. das, da, mir da einen Prototypen zu schicken, das wäre einfach zu schade, um den Prototypen, wo auch viel Arbeit drin steckt. Ja. Mach das lieber nicht. Nicht, dass ich nicht wollen würde, aber das weiß ich einfach, das würde ich wahrscheinlich nicht stemmen, weil damals war das mir selbst arbeiten, dann da, oh, das wäre echt eine Qual Aber gewesen. da könnte ich mir echt vorstellen, dass er da eigentlich noch vorbeikommt dann, oder? Wenn das irgendwie Ja, hat klappt. irgendwie Ne? nicht Hat nicht gepasst. geklappt? Schade. Weil also das wäre so eine Videoaktion hier mit den Ja, beiden Jungs von ja. Uprising? genau. Ne? Das war ja auch eine coole Aktion Ja, einfach. nee, das hat der Zeit nicht gepasst, da habe ich auch gesagt, dann lieber keinen Prototypen, weil ich bin ja auch kein, ich will nicht einfach einen Prototypen wegschmeißen, den ich nie gespielt habe. Klar, nee, also das wäre total schade. Aber vielleicht sieht er das Video hier oder hört irgendwie davon und hat dann Bock, wenn er die Erweiterung machen möchte, dann Dann vorbeizukommen. gerne von der Arne, wenn du es Genau, guckst. auf jeden Fall. Denn, also ich hoffe, ich bring's richtig rüber. Es ist halt viel Grübelei, aber du hast so viele geile Möglichkeiten. Es macht richtig viel Laune. Ich möchte Improvement hier machen.
Jens fragt, moin erstmal, Hu ist es schwer zu erlernen? Ja. Also anhand der Regeln ja, weil es sehr, sehr viel ist und tausend kleinteilige Regeln gibt. Aber guck dir das Video hier an von Flo, wie er es erklärt hat. Das ist leider ein bisschen kleiner, das, aber wenn wir das noch zwei, dreimal spielen, kann ich da auch ein Erklärvideo zu machen. Ich weiß nicht, Genau. ob ich es so gut machen kann wie Flo. Ich gucke einfach an, wie er es macht und kopiere es dann. Also ich mache das. Ich gebe hier mal. Mit meinem Erklärvideo kriegst du es nur hin, wenn du die Regeln zehnmal gelesen hast, weil du es halt natürlich nicht richtig siehst. Ne? Aber wenn du ein Ja. richtig gutes Erklärvideo dazu machen würdest, nochmal, das wäre echt hilfreich. Es gibt ja von anderen Brettspielkanälen auch nochmal Erklärvideos dazu, die kann man noch zusätzlich sich angucken. Ne? Und damit kriegt man es auf jeden Fall gut hin. Ich auch. Jetzt gehe ich hier hoch. Ja. Ne, warte. Wo ich hier hoch gehe, ist. Nee. Du gehst hier hoch und das hier Ja? musst du einen hochgesetzt haben, damit du den Und hier kann Schafsteil ich nicht nicht machen möchtest. Nee, hochgehen? das ist ja dieser Pfad Ach hier. so, das ist die. Ne? Ah, ja, okay. Also gehe ich hier hoch. Mhm, genau, das Warte, kostet warum will ich dich das machen? Weil ich 8. dann bei Kriegskunst höher bin als die, weil die nur Level Genau, 1 haben. genau. Genau, kostet mich 8 minus 2, also 6. Genau. Also kriege ich Kriegst einen für wieder. Siegpunkt dafür. Kriege ich einen Siegpunkt für. Kriegst automatisch bis zu 4 Truppen in deine Regulararmee rüber. Und wupp, sind sie alle drüben. Warte, ich brauche gleich. Ja, das wird schon. Okay. Ich mach die Und platt. ab Ich mach die jetzt so kannst du platt. dich mit jedem Vasallen zwei Felder weit bewegen. Aha. Also auch, ich Ne? könnte auch dahin gehen. Ja. Warte. Ne? Ne? Weiß natürlich, was es dann wird, ne? Nennt sich Kolonie. Wer Moral. Gut, dann bin ich dran. Ich wollte mit dem hier noch etwas Schönes machen, was ich vergessen habe in der Zwischenzeit. Sehr gut. Und mit diesem hier, was mache ich denn mit den Markern hier? Herrje. Ach, die einsetzen konnte ich hier nicht, das stimmt. Die habe ich gerade erst bekommen. Grüße an den Papa Jens. Ich könnte. War auch auf meinem Patreon am Wochenende. Ah, schön. Haben auch mitgespielt hier oder Nee, hier nicht. was anderes? Okay. Ich könnte traden, aber das ist einfach so ein Unsinn, wenn ich das mache. Krieg drei Geld dafür. Ja. Nee, ich mache Improvement hier. Improvement, genau. Und ich werde einfach hier mal hinter dir herjagen, damit ich auch mal irgendwie sowas machen kann. Ja, also das kostet mich normalerweise ja drei. Ich habe zwei Städte, also kostet mich noch einen. Den zahle ich. Und kriege umsonst einen freien Vasallen, den ich nicht habe. Dementsprechend darf ich von hier einen Dann nehmen. kostet ich einen Der Moral. kostet mich normalerweise zwei. Wenn du diesen Bonus hier nimmst, kostet der dich nur einen. Das mache ich Das auch muss man ruhig. sich auch einmal merken. Das musst du dir merken. Das ist so eine Geschichte, steht einmal in den Regeln drin, steht sonst nirgendwo. Das musst du dir einfach mal merken. Und das habe ich wahrscheinlich von den ersten drei Partien zwar falsch gespielt, jetzt habe ich es drin. Sehr gut. Mache ich. Sehr gut. Ich bin durch. Ich habe das hier noch und ich rufe die Revolution aus. Ist es schon soweit? Ich glaube ja. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luxusgüter, 4 Stück. Passt. Also daher ziehe ich mal hoch, kriege 2 Zieht er Siegpunkte. vorbei. 1, 2. Und darf überlegen, welche Karte ich nehme. Und nehme natürlich die mit den Fischgründen. Sobald wir hier sind, ist es auch vorbei, ne? Dann, genau, ist halt, Dann wird wird die noch eine Runde noch zu Runde Ende gespielt, gespielt. Ne? oder? Genau, aber man guckt ja am Ende immer, ob das so ein Endziel ist. Mach das mit den Fischgründen. Nehme 3 Punkte dafür. 1, 2, 3. Ist es ja auch vorbei bei 5, wenn einer 25 Punkte hat. Ne? Was ja Und gleich in der Fall du ist. kriegst einen nochmal. Das läuft ja. Ne? Hätte ich Dafür. diesen einen Kampf vor nicht, dann wäre alles Dann anders alles gelaufen. anders, genau. So, als nächstes kommt hier, wer am meisten Geld hat. Wann wird das ausgelöst? Entweder hier in dem Moment kann sich einer dafür entscheiden oder am Spielende. Das könnte ich mal machen, das habe ich vorhin noch nicht gemacht, aber es ist ja die Lernpartie. Ne? Dementsprechend betteln wir uns ja nur halb hier. Kann ich also noch mal ein bisschen erzählen, was man am Ende noch mal alles macht. Die beiden Karten, die noch hier sind, werden noch mal ausgelöst. Dann die persönlichen Ziele, wobei beim persönlichen Ziel kann man halt nur selbst Punkte bekommen. Ne? Bei Gleichstand kriegt man zwei. Dann gibt es die Barbarenmarker, die rot sind, haben manche halt auch so Siegpunktgeschichten. Und man bekommt den Modifikator von hier nochmal. Auch nochmal Siegpunkte dazu oder abgezogen. Okay. Ja, das war's dann auch. Glaube ich. Ich glaube, ich bin durch. Okay, Ja, ich, klar, ich ja. bin ja, ja, den ist ja auf der Revolution gemacht. Du hast noch Ich habe noch eine Autoexpansion? Autoexpansion. Dann mache ich hier zwei. Insgesamt würde ich ja gerade drei bekommen haben, oder? Du wirst gerade drei bekommen, ja. Plus minus null. Du bist hier, ne? Genau. Ja. Also. Also ich könnte ja den hier, also ich könnte ja beide hier hinbringen. Und dann könnte ich ja mit dem zwei hier hingehen. Über Genau. den Marker bekommen und zwei Moral verlieren. Zack. Und mit dem könnte ich aber auch hier hingehen und angreifen. Und dann würden die hier hinkommen. Und der. Genau. Dann würde ich den bekommen.
Also er würde den hier nehmen und einen hierfür. Achso, Moment, lustigerweise, ich bin übrigens jetzt hier, der kriegt jetzt zwei Truppen. Weil er aufgestiegen ist in dem Moment, wo ich hier hochgegangen bin. Truppen ist ja hauptsächlich dieses. So, genau, ja, das stimmt. So, das würde er bekommen. Es ist keine Seeschlacht, es ist kein Gebirgsfeld, es ist keine Stadt. Also er bekommt das Moralding. Er kriegt das Moral, aber auch knapp nur, aber er kriegt das Moralding, ja, das stimmt. Und du kriegst diese Geschichte, weil er auf einer 1 ist. Und ja, das ist richtig. Ha! Wollen wir machen? Die Barbaren, aber sowas von. Gucken wir mal. Bam. Ich habe ein Schild. Ja, ich habe Dings, 1-1. 1-1. Ja. Na komm, das geht noch hin. Hier einfach zwei Schilder. Schild. 1-1. Ah, das sieht nicht gut aus. Läuft gut. Komm, jetzt einfach hier so ein Schild und so ein Moralmarker noch. Schild. Schild. Oh. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Moral. Ja, wie auch. Was für ein tolles Kampfsystem. Ich liebe das Kampfsystem. Das Kampfsystem, das Kampfsystem ist schon in Ordnung. Es ist ja, halt, ja, ja. Ich meine, du hattest halt 2, 3 hier, also 2. Das ist halt was noch ein bisschen. Ne? Bei dir gibt es halt das Schild. Du hast den lila, ne? Genau. Bei dir müsste das Schwert zweimal geben und bei mir gibt es das Schwert zweimal. Das Schild zweimal. Würfelkampfsystem mag ich besonders gern. Okay, verloren. Es ist einfach und du kannst es halt schon noch ein bisschen. Also, du hättest als Angreifer ja noch alles Mögliche reinpacken können, ne? Also Eisen und, na gut, du hast ja relativ viel von dem Schild. Ich Eisen holen sollen. Ah, nichts. Ja, genau. Ja, das Eisen kann man auch immer wieder verwenden. Ja, genau, das kann man immer wieder verwenden. Alles mein, also selbst schuld. Ja, dann kommt. Downblenden Sie dann hat der hier der kommt leider raus. Und, nee, ja. Aber der kommt leider hier wieder rein. Aber ich habe ja sonst nichts verloren. Also, nee. Dass ich jetzt nicht die machen will, muss ich dafür jedes Mal 2 Geld zahlen? Ja. Ich mache die Band auf die. Wenn du wieder Aufstieg machst, kriegst du wieder 4 umsonst. Genau. Okay. Wir sind gleich vorbei. Dann sind wir durch. Die kommen hier wieder zurück. Ja, ich würde sagen, es schreit entweder nach Runde 2 oder ich nehme es wieder mit und. Nein, das sehen wir dann. Jetzt kommt das Schwierige. Für mich auf jeden Fall. Moralphase. 2 Städte. Ich bin ja nur bei 2 Städten. Stimmt, ich bin nur bei 2 Städten. Ja, genau. Also jeder mit 2. Da kommst du hin, da komme ich hin. Ja, Reihenfolge bleibt so. Oh, das habe ich ganz vergessen. Ich kriege ja plus 3 Moral in dem Moment, als ich aufgestiegen bin. 1, 2, 3 und ich bekomme einen von diesen Nahrungsmachern. Dann nehmen wir mal hier so ein plus 3 und geben mal 2 zurück. Okay. Gut, du darfst anfangen. Der kommt auch noch weg. Also ich hoffe natürlich, dass wir das auch alles richtig spielen. Ne? Das wäre halt einfach sehr schade, wenn Arne es halt irgendwie tatsächlich Bock hat, um ein bisschen reinzugucken. Kann er ja Fehler anmerken. Genau, und er merkt halt hier, ihr habt folgende Sachen vollkommen falsch gespielt. Dann nur her damit. Dann würde ich aber auch sagen, tatsächlich befürchte ich mal, dass das dann irgendwo schlecht steht. Aber kann halt sein. Oder ich war einfach zu dumm und hab's überlesen ein paar Mal. Das kann auch sein. Oder vergesse es immer wieder, wie diese Geschichte hier. Naja. Stimmt. Ich darf von deinem Tag bestimmt. Oder das. Ja, das kann auch passieren. Ne? Darum sage ich halt immer schon bei der Erklärung so doll, dass mit den Erlaubnis an. Weil ich das einfach selbst immer vergesse. Gut. Jeder Schritt würde mich 12 minus 2, also 10 kosten, ne? Ja, und nochmal plus, hier, weil du die nicht hast, musst du nochmal 5 Strafe zahlen. Nee. Dann gehe ich da lieber hoch. Das würde mich 4 kosten. Ja, 4. Und dann kriege ich aber auch einfach nur, dann kann ich auch 2 pro Feld haben. Genau. Ja. Ach, ich mache einfach 2-mal Improvement, dann gehe ich einmal hier hoch. Das kostet mich dann 12. Achso, erstmal da, das sind, Moment, 6, genau, sind 4, genau, denn du hast den ja, genau, sind 4. Dann gehe ich hier hoch. Sind nochmal 12, also 10 dazu, 14 und die mehr Strafung hast du nicht, also 14 insgesamt. Bingo. Als hätte ich es geplant. Ach, okay. Ja, der Ben tut immer nur so, als hätte er. Ne? Ich habe da nicht wirklich einen Plan bei. Ja, ja, ja. Dann kriege ich jetzt plus 3. Genau, der einer kommt wieder weg. Oh, wieso ist das denn? Nicht das steht tatsächlich drin. Nee, ja, steht wirklich insgesamt drin. Okay. Entweder hier oder in der neuen Anleitung. Okay, dann kriege ich 2 Punkte. 2 Siegpunkte. 1, 2, genau. Und hier kriege ich einen so einen Namen. Hier gibt es hier. Und kann jetzt auch 2 pro Links haben. Immerhin.
Ich gehe auf. Ich muss ja da hochgehen. Warum habe ich. Ach ja, den habe ich hier bezahlt, um ihn in den. Der ist hier drin. In der regularen Armee, ne? Genau. Mhm. Ich brauche ja auf jeden Fall Truppen. Herrje. Und die müssten sich am besten noch zwei Felder weit bewegen. Dafür brauche ich Kohle. Also gehen wir als erstes mal auf die Texas. Und zwar mit zwei Leuten drauf. Ich habe zwei Städte. Also sind das erstmal 20 Geld, die ich kriege. Einfach muss man diesen Wahnsinn betreiben. Mhm, kenne ich. Und ich kriege 8 Moral abgezogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Das schmerzt schon, aber es hilft ja nichts. Ja. Ich könnte gleich auch eine Revolution machen. Ich habe jetzt 4 und ich habe da auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, genug für die nächste Chance. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hast du schon, ja, boah. Hm. Komm, dann mache ich doch mal das hier mit dem einen hier. Ja, genau. Also 7, 8, 9. Woran war um 9 hoch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das reicht immer nicht für extra Kohle. Ist auch schon eine nette Geschichte, ja. Ich werde mal dir voll. Boah, ich mit 6 Spielern, das ist gar nichts. Ja, genau, das ist, ne. Werden da, ich glaube, du hast zu 4 oder zu 5 gespielt. Ja, gut, du kannst ja immer Türme bauen, ja, ne? Ja, also, das ist ja immer möglich. Achso, nee, da nicht jeder. Ja, genau, aber wenn da überall was liegt, ne? Das ist schon sehr voll. Ja, ich mache auch Brot und Spiele. Ich muss einfach auch hier richtig was draufhauen. Richtiges Pfund. Also, das sind 1 plus 4 sind 5, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also, nicht mal ins Positive gekommen. So, Revolution. Ja. Für Luxusgüter, da 10 Schritte, ein Vor, ein Punkt. Ein Punkt und dann plus 3 Moral. Mhm, also ein Hoch und 2 Geld. Genau, und dann kriegst du noch einen Nahrungsmarker. Das war bei dir, du bist dann raus, ne? Auch keine Autoexpansion und so. So, und ich habe noch eine Geschichte. Ich will nicht Revolution machen, ich will nicht Diplomatie machen. Ich könnte jetzt nochmal Expansions machen, aber ich habe nicht so richtig viel, was ich damit anstellen kann. Ich mache es trotzdem. Viel Moral. Und, oder ich mache Improvement. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das müsste man eigentlich auch machen. Stimmt. Und dann da hochgehen. Hm. Und ich hatte auch hier Weihnachten oder so mal eins zum Verlosen noch rausgehandelt. Hiervon? Ja. Ach, ich habe nur das Gewinnspiel nicht gemacht. Aber jetzt, wo wir es gespielt haben, kann man ja auch irgendwann mal das Gewinnspiel, muss ich auch mal fragen, ob das aktuell ist. Aber ja. Ja, also ne, könnte sein, dass ich jetzt die Begeisterung. Also ich wünsche es ihm total, dass das hier wirklich auch abgeht, dass sich Leute trauen, das sich zu holen. Ist ja eine kleine Zielgruppe, ne? Das ist natürlich wirklich der Expertenspiel an sich, aber wenn ich mir immer so meinen Kanal gucke, wenn ich so die Spiele, die ich immer ganz nett finde, wo die Leute schreiben, nee, wir spielen nur was Gescheites. Ich denke, okay. Ja, solche, also es geben ja solche Spiele wie, ja, wie heißt das nochmal, mit der Insel und dem Hund? Das wäre das Schöne. Nee, Cooper, das Island. Cooper Island. Ja, genau, ja. Cooper Island, das ist ja auch ein ähnlicher richtig, Brecher richtig. Einfach und der ist ja auch wahnsinnig schön und der Ich finde ihn schön. Die Schönheit des Komplexes, genau. Andere Leute würden wahrscheinlich damit irgendwie ihr die Wand tapezieren wollen. Aber das verkauft sich ja auch. Richtig. Also es findet sich ein Spielzielpublikum hierfür. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, ich gehe auf Improvement. Das mache ich auch mit einer Geschichte. Und zwar will ich hier hoch. Da ich da hinterher gehe, muss ich nur die Hälfte, also nur den Preis, also 6 minus 2 sind 4. Und dann kriege ich nichts, außer dass meine Leute jetzt auch zwei Bewegungen gegen kaufen. Und ich kriege einen Vasallen in die Armee, hole ich mir wieder einen und muss dafür wieder einen Moral zahlen. Mhm. Ja. Gut, okay, dann sind wir durch. Ich habe die Autoexpansion noch. 6 minus 1 sind 5. Andere Sachen habe ich nicht. Ich kann nichts einsetzen, weil ich keine Marker mehr habe. Also einmal. Also steigt die Moral um ein, genau. Aber jetzt kommen die noch die Züge, die natürlich das Interessante werden, hoffentlich. Schön, das kann man ja trotzdem machen. Und, ja, genau, richtig. Und zwar gehe ich natürlich hier runter. Hole mir den schon mal. Der kommt hier hin. Und dann, Moment, jetzt müssen wir ein bisschen gucken, wie wir das hier bauen am schlauesten. Dass wir hier nicht schon wieder zu viele. Also den muss es auf jeden Fall nicht geben.
Da muss es. Den hier, der kann jetzt zwei Felder weit gehen. Na, der geht trotzdem nur bis hier. Dann geht der zwei Felder weit, der geht bis hier hin. Dann habe ich diesen hier, den wir nicht mehr brauchen. Der geht zwei Felder weit, ne, weil die werden jetzt hier die Provinzen, das will ich verhindern, dass das Kolonien werden. Der geht hier rüber zwei Felder. Dann habe ich diesen hier, den, der kann auch noch sich bewegen. Also ich habe den, der sich bewegen kann und den, der sich bewegen kann. Dann bewegt sich der hier rauf. Der bewegt sich hier rauf. Und ich würde sagen, ich kämpfe mal. Kann ich nicht empfehlen. Ich glaube aber auch tatsächlich, ich kann es auch nicht empfehlen. Weil ich gucke gerade mal Wird ganz bei dir kurz. sicher besser laufen Nee, als bei mir. das wird ganz beschissen, weil ich bin von der Moral. Er kriegt den Moralbonus. Den krieg ich. Er kriegt noch einen Bonus wegen Angriff übers Meer. Ach komm, wir machen es trotzdem. Brauchst Es bestimmt wird schon. einfach. Also hier rauf, die hau ich alle raus. Auf Attacker und die auch. Dann kommt er dran. Wir wollten den Marker ja hier so platzieren, ne, dass man weiß, worum es geht. So, Die den gekreuzten hier Schwerter. hin. Dann kriegt er also zwei Truppen hierfür. Und einen nochmal, weil ich ihn übers Meer angreife. Dann hat er vier. Und Ich habe du? fünf. Dann habe ich den Bonus. Ich bin hier bei einer 2. Er ist bei einer 1. Ich habe den Bonus. Okay, hier. Das auch mal ein bisschen hier. Es wird eh keiner nach Grönland hier hinwandern, wahrscheinlich. Und er kriegt aber den Bonus wieder für die Moral. Leider. Ne? Okay, ja, dann würde ich sagen. Guck mal. Let's roll. Ne? Schild. Schwert. Eins Okay, ein. also bei ihm kommt hier der weg und bei mir kommt hier das weg. Lucky you. Schild. Schwert. Wenn das so weitergeht, ist das in Ordnung. Ja. Aber der kommt nicht mit. Der kommt hier drauf. Aber ich befürchte, Schild. Moral. Moral, ja, Oh die nein, sind da fängt es wieder an. Das ist wieder genau derselbe Scheiß. Auch bei dir in der dritten Runde auch. Ist genau zwei derselbe. weg. Das gibt's doch gar Nein, nicht. die indigene Bevölkerung ausrotten ist halt. Was machen wir denn da? Faust. Katapult? So unfair. Rettung, also das sind ja seine beiden Plättchen hier noch, ne? Genau. Also tatsächlich, dann kriege ich den hier. Alea Jagda ist. Genau. Jetzt hier rüber noch spielen würde. Aber, so, dann darf der tatsächlich jetzt ja hier hin. Ich kriege dieses Luxusgut. Und Der rückt einen vor. genau, ich gehe auf ein schwarzes Feld. Also kriegt man einen Siegpunkt ein nach vorne. Und das war's. Schön, ich bin auch durch. Gut. Dann ziehe ich House wieder zurück. Expansion habe ich nicht, weil ich die Genau, Verflüsterung weil du gebraucht das habe. schon gemacht hast, genau. Dann kommt alles wieder zurück. Und Die Partie ist gleich zu Ende. ja, glaube ich auch, Karl. Du kannst Also langsam die Schuhe nach anziehen. der nächsten Runde sollte es Glaube bloß ich auch. auch Naja, gehen. also die Runde ist zu Ende quasi, ne? Das Naja, Spielende wird das da passiert ja eingeleitet wieder. worden. Könnte ich mir auch vorstellen. Weiß ich aber noch nicht genau. Kann ich mich auch täuschen. Moralphase erstmal. Ich verliere jetzt zwei Moral, weil ich zwei Städte habe. Eins, zwei. Du verlierst auch zwei Zwei Moral. Moral, weil ich Eins, das zwei, Spiel habe. genau. Und ja, dann geht's los. Die Schuhe anziehen. Achso, einfach noch mal. Also er die Schuhe anziehen zum, wenn er noch herkommen will. Die Regeln kennt er jetzt ja. Könnte ich mal aufbauen für drei. So schlecht hart. Okay, ich habe fünf Handelswaren, fünf Luxusgüter. Ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 9 Fortschritte. Ich bräuchte also noch drei Fortschritte, um das zu schaffen. Hast Also ja ein bisschen Geld. ja. Ich habe euch nicht zugeschaut. Nein, das habe ich schon gesagt. Was konnte denn wichtiger sein als hier? Dieses schöne Spiel zu lernen. Wobei beim Zugucken kann man das nicht einfach lernen. Das ist vollkommen abstrus. Hier hochgehen würde richtig teuer sein, Ja, das ist ne? abstrus teuer. Also es kostet 32 und dann nochmal 10, weil du das Feld nicht hast und 10, weil du das Feld nicht hast. 52. Ja.
Naja. Und schon fünf Leute auf Steuern. Zack. Wären 12, wären 14 Moral, ne? 1, Nee, 2, ja, 3, nee. 4, 5, 6, 7, 17. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Du hast ja fünf Bändchen jetzt. Und Stimmt, dann, 5, ne? ja. 17 Moral, ja. Sehe ich nicht so ganz. Aber. Moin Michael. Hallo Michael. Herzlich willkommen beim großen Finale. Erste Partie Air of Tribes. Also, wenn ich jetzt Expansion machen würde, würde ich ja Oh, ich habe noch zwei Moral verloren, weil 5. das eine Kolonie ist. Ich würde einfach alle 5, also kann ich auch einfach Auto-Expansion machen. Das kannst du auch Auto-Expansion machen, ja. Genau. Weil die gibt es ja auf jeden Fall noch. Es sei denn, du machst vorher Revolution. Geht nicht. Dann nicht. Ne, das darf man immer nicht vergessen, wenn man eine Revolution macht, hat man keine Auto-Expansion. Okay, ich mach mal. Ich sehe nicht mal Bens Punktemarker, sagt Karl. Oh, das ist schlecht. Wieso nicht? Du bist auch da. Hier. Das ist ziemlich offensichtlich. Ich habe auch schwarz, sieht man ziemlich gut. Ah, nee, da ist das Bild vor. Was ist davor? Das du. Ach so, ah, okay, dann. Genau. Jetzt? Ja, kommt ins Bild bestimmt. Dass das immer alles so teuer sein muss. Mhm. Das stimmt. Kriege ich jetzt ja noch drei Siegpunkte in Helgi? Ich würde sagen, ich kann einfach drei Städte gründen, aber das darf ich nicht. Ich darf nicht mal eine einzige Stadt noch gründen. Drei Siegpunkte würde es auch hier oben geben, aber. Nochmal. Auch nicht hin. Ein Also, bisschen Geld hast du ja. was ich auch. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Gute Nacht euch. Gutes Weisern, guck ich zu. Der Ahne. Aber bei Kultur für die Hälfte hochgehen ist auch schon ganz nah. Also, ich habe Ja, das Gefühl, ja. dieses Trading hier ist so semi-stark. Na gut, dafür habe ich ja den Bonus hier, dass ich halt Wein als Eisen benutzen darf quasi. Du hast halt diesen, na, den Bonus, dass du halt diese Truppen halt Naja, immer wieder dazu das kriegst. war auf Halt, jeden das ist Fall gut. schon. Aber das hier war so gefühlt der schwächere Ja, Bonus. es gibt immer, also Gefühlt einen gefühlt einen starken und einen stärkeren, einen schwachen. schwächeren, ja, genau. Area Control trifft Worker Placement. Ja. Worker Placement? Nee. Worker Placement halt, weil man hier Ja, Arbeiter hinsetzt, das ja. ist ja Action Selection. Aber. Worker Placement heißt ja eher, dass man sich die Felder auch wegnimmt. Ja, also es ist kein Rosenberg, Worker Placement. Genau. Ne? Weil du halt nicht drum konkurrierst. Aber natürlich, du hast Arbeiter, setzt ein, machst deine Aktionen. Area Control auf jeden Fall. Ein bisschen. Vielleicht ein bisschen Wargame, das hast du ja bei Area Control sowieso. Hol mir mal Aber Wargame ist 20. übertrieben, denn dann da Dann verliere ich 8 Moral. würde Chris jetzt. Laut losschreien, wenn wir das hier Wargame nennen. Ja, und halt, ja, Ziffspiel halt, ne? Genau, zu spielen. Was? Um Gottes Willen. Hast schon wieder Steuern eingetrieben. Ja. Schon ist er wieder unten am Boden. Gut. Ich muss hier auf jeden Fall auch meine Moral erhöhen, es hilft nichts. Ich muss schon mal mit einem hier hingehen und wieder das fette Brett bohren. Das sind fünf Luxusgüter plus ein Männchen sind sechs, plus drei sind neun. Geh mal 9 hier höher. Also wir haben noch nicht 1, einmal 2, gegeneinander 3, gekämpft 4, und 5, Flo gewinnt 6, 7, gerade. 8, 9. So. Ja, ohne, also ich glaube, man kann auch ohne Das gewinnen. kommt ein bisschen natürlich auf die Mitspieler an. Ja, Du kannst halt total. nicht ohne gewinnen, wenn der andere sagt, ich mach dich Ich platt. greife dich Da an. musst du halt. Also man kann halt eine Druckkulisse machen. Ne? Städte hinbauen, die Moral wegnehmen und es erschweren und dann halt sowas wie Ben vorhin, der hatte ein stehendes Heer, was aus vier People bestand, da wäre für mich das Bekloppteste gewesen anzugreifen, weil das hätte ich in allen Belangen verloren. Und wenn ich gewonnen hätte, dann hätte ich bei der Stadt minus 3 Moral bekommen. Also es war total unattraktiv. Genau, aber das hängt sehr von der Situation ab und auch von dem, wie man spielt. Aber es ist möglich, ich glaube schon. Also hier Schritt auf die Stufe kostet 8, ne, weil das, was da auf der Stufe steht. Ja, genau.
Na komm, dann mache ich jetzt zweimal X Improvement. Gehe einmal hier hoch und hier hoch. Und dann zahle ich da 12 für. Also hier hast du einmal 8 gezahlt. 6. Ah, 6, genau. Und hier auch. Und es passt alles. Ja, genau. Mhm. Und für noch einen Schritt müsste ich... Oh, damit ist es teuer. Nochmal 14 zahlen. Nochmal 14 zahlen. Ja. Also 20 insgesamt. Nee, 12 hattest du. Plus 14 wären 26. 26, das geht nicht. Dann lasse ich das so. Mhm. Dann zahle ich 14. Mhm. Dann kriegst du jetzt erstmal statt, also erstmal 2 Siegpunkte. 1, 2, genau. Dann kriegst du jetzt die Erlaubnis, Handelskontore zu bauen. Mhm. Wenn du mit irgendwas an mich ranragst hier, also mit Städten oder Vasallen, dann kriegst du hier den plus 3 Bonus jetzt, der liegt da vorne. Und hier bekommst du jetzt ein Gratisschiff. Ja, kann ich hier einnehmen, ne? Mhm. Und den irgendwo angrenzend hinstellen, ja, wo ich bin. Genau. Aha. Das grenzt auch hier an, ne? Mhm. Was soll das denn? Aber meine Schiffe können nur 2 weit fahren. Nee, das heißt, 4 weit schon mittlerweile. Ja. Du kannst, das heißt, schon... ich könnte gleich dahin fahren, mir das holen für 2 Moral. Ja. Immerhin. Das könntest du. Schon. Nee, das kann ich gar nicht machen. Ich muss auch erstmal expandieren. Und zwar Improvement. Genau, 2-mal Improvement. Und zwar, dann spiele ich einmal diesen Marker hier. Und zwar mit dem Marker kann ich einmal Improvement machen für den halben Preis. So, und jetzt steht hier, du kannst sofort oder später einen Fortschritt für die Hälfte der Grundkosten bekommen. Frage, bekomme ich jetzt einen weiteren Fortschritt für die Hälfte der Kosten, ohne dass ich hier den Arbeiter einsetzen muss? Oder bekomme ich einen Fortschritt und muss dafür nur die, also ganz normal, und muss aber einfach nur die Hälfte der Kosten bezahlen? Was steht denn in den neuen Regeln? Da müsstest du kurz einmal nachgucken. Das habe ich nicht mehr. Die sind auf Bord genehmigt, ne? Die sind auf Bord genehmigt, ja. Also ich kann ja erstmal den ersten Plan machen, den ich auf jeden Fall verfolgen möchte. Nämlich hier hinterher bei der Schifffahrt. Oh nein, die kostet extrem viel, was ich da nicht habe. Dann ist der erste Plan, erstmal hier hochzugehen für 3 Geld. Minus 2 muss ich ein Geld bezahlen. Das ist ja mal ganz lustig, wenn man einen Schritt hoch machen darf und dafür nur ein Geld ausgeben muss. Hast du diesen plus 1 Marker noch, den du hier hattest beim Handeln? Habe ich da wieder hingetan. Ah, hier ist er. Okay, dann kann ich mir den nämlich nehmen. Das war der erste Schritt. Und wenn ich den zweiten Schritt schon mal machen, den würde ich mich eh bezahlen. Kann das sein, dass in den neuen Regeln nicht alles drinsteht? Nee, doch. Die haben ein ganz normales Regelheft eigentlich aufgebaut. Sicher? Ich glaube schon. Ach, das sind die Regeln fürs modulare Spielfeld. Das würde mich hier... Zweiter Schritt kostet mich also 6. Minus 2, wegen 2 Städten, sind 4. Das ist aber nicht die Version, die ein Jahr alt ist, oder? Nee, jetzt im August hat er eine rausgebracht. Am 6. August, glaube ich. Und ich bekomme ein Schiff gratis. Auf Bord gehen? Ja. Sonst müsstest du, wenn du auf Facebook gehen kannst, dann schnell auf seine Seite Arrow of Tribes, da sind die Links. Okay. Was machen wir gerade? Auto-Expansion. Nee, ganz normale Züge. Achso, du würdest gleich eine Auto-Expansion. Ich habe auch noch einen. Ich habe auch noch einen. Ich würde halt nur warten, ob ich jetzt noch einen weiteren benutzen darf dafür. Mhm.
Facebook, wodurch ich das nicht machen darf. Aber sonst müsste es bei Boardgame.de doch, glaube ich, bestimmt irgendwo. Ich weiß nicht, ob das dann unter FAQ oder. Also FAQ ist auf jeden Fall drin. Okay. Vielleicht ist es aber auch in dem alten Regelthread, da ist dann nur eine updated Version. Ja, das kann auch sein. Robert German. Hier, 25 August, Basisregel. Ja, genau. Genau, und dann hätten wir diesen wunderschönen Marker hier. Ja, sehr gut. Also hier steht halt, die Plättchen mit grüner Rückseite könnt ihr geheim halten, dann lasst ihr sie verdeckt, bla bla bla. Und könnt sie zu jedem beliebigen Zeitpunkt einsetzen und dann offen vor euch ablegen oder sofort einsetzen, legt sie dann auch sofort offen vor euch ab. Plättchen mit roter Rückseite bringen euch Zusatzpunkte am Ende des Spiels. Du kannst sofort oder später als Aktion mit einem Anführer einen Fortschritt für die Hälfte der Grundkosten zuzüglich neben zwei Kosten nicht abzüglich Städte bekommen. What? Du kannst sofort, ja, wenn du ihn bekommst, mhm, oder später als, genau, Aktion mit einem Anführer. Ah, als Aktion mit einem Anführer, genau. Einen Fortschritt für die Hälfte der Grundkosten zuzüglich neben zwei Kosten nicht abzüglich Städte bekommen. Nicht abzüglich Städte, mhm, okay, alles klar. Auch kurios wieder, warum man hier die Städte nicht abziehen darf. Mhm. Ja? Vielleicht darf man auch, wenn man, weiß ich nicht, wofür man das dann noch nicht nehmen dürfte. Aber gut, ja, alles klar. Dann nutze ich den noch nicht und bin fertig. Du bist dran, du hast noch dein Männchen. Ich mache hier Moral. Dann dauert 1, das Spiel doch noch eine Runde länger. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Wieso habe ich keine Moral genommen? Nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mhm. Und ich gehe auf... Das brauche ich eigentlich nur, das brauche ich auch so. Ich gehe auf Expansion. Also das Schöne ist, dass man manchmal sich fragt, was bringt denn hier eigentlich Siegpunkte in dem Spiel? Man spielt so vor sich hin und weiß gar nicht. Und dafür ist diese Liste dann doch ganz, ganz gut, dass man nochmal feststellt, ach Mensch, dafür gibt es ja eigentlich Siegpunkte hier. Und das ist richtig. Also das ist hier für die Zeitalter Städtebau. Dann hätte ich meine scheiß Kämpfe gewonnen, wäre das schon deutlich enger. Das ist richtig, ja. Ich habe dreimal gekämpft? Zweimal, glaube ich. Nee, häufiger. Du hast zweimal verloren. Hab ich mal gewonnen? Du hast ja zweimal gewonnen. Ja, aber ich bin dann reinmarschiert, weil ich... Ach nee, ja, stimmt. Ja, genau. Da habe ich dreimal gekämpft, zweimal verloren. Mhm. Auto-Expansion? Normale Expansion. Und ich werde einfach mal... Hier habe ich... Wo steht denn da für mich? 6. 6 plus Moral bin ich bei 8. Plus 2 bin ich bei 10. Mhm. Ich nehme noch einen Marker, mhm, dann kriege ich 3 Moral dazu, mhm, also einen und dann nochmal 2 Geld. Mhm. Und den einen Marker, den setzen wir schon mal hier hin. Und dann bin ich fertig. Mhm. Dann hast du eine Auto-Expansion noch. Juhu, kann ich wieder kämpfen, ne? Mhm. Dann kann ich hier 3 rüberstellen, dass du nämlich da... 6 Geld kosten. 6 Geld kosten, ich habe 2, 4, 6. Also erstmal musst du so gucken, ob du sie überhaupt hast, ne? Weil du kannst sie nicht von den Freivasallen rübernehmen, sondern du kannst sie quasi nur nehmen, wenn du sie platziert hast. Achso, ich kann 2, 4, 5 platzieren. Genau, plus 1 sind 6. 6. Genau, kannst 6 drei rüber. Ja, das passt. Ja, einen hier hin. Mhm, okay. Dann habe ich aber keine Bewegung mehr über, ne? Doch, Bewegung. Man kann alle bewegen. Ja, du kannst sie. Achso, genau, bewegen. Also, ich kann mit dem quasi da. Du kannst alles ständig bewegen, wenn du möchtest. Das machen wir wahrscheinlich noch viel zu wenig. Ja, wahrscheinlich. Du könntest da ständig hin und her bewegen. Und wenn ich den darüber bewegen würde, das könnte ich auch einfach so machen. Welchen jetzt? Aber dann würde ich den Marker abgeben. Ja, genau. Verstehe. Mhm. Ja, dann zieht der hier rein. Mhm. Und dann wird er gekämpft. Schön. Das läuft ja immer so. Also, das läuft hervorragend. Dann haben wir den hier. Das ist ein Dingenskampf hier. Landkampf. Ah, das ist ein Bonus. Ja, genau. Er bekommt plus 2. Mhm. Den hier. Sonst kriegt er keine Boni. Ne, du greifst nicht bei Wasser an. Das ist keine Stadt, das ist kein Gebirge. Du bekommst den Moralbonus. Du bekommst den hier. Auch, da ist er noch bei 1. Mhm. Genau, ja, das war's schon.
Schwert. Moral. Zwei weg. Zwei weg. Schwert. Moral. Ja, hier. Warum läuft das da? Und da hast du den Marker. Zack, jetzt kriege ich einen Punkt fürs Gewinnen. Genau, die kommen alle hier auf das Feld. Okay. Und die Überlebenden kommen da alle hin. Und wenn, aber ich darf schon nur... Und darfst du zwei behalten, die ankommen wieder zu den freien Beseiten. Ah, okay. Der geht, der geht einen vor, genau. Dafür bekomme ich... Nichts. Nein, Quatsch, kriegst du einen Siegpunkt dafür. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt wird es doch wieder ganz schön knapp da hinten, ja. Sehr gut. Ja, das war's. Mehr gibt's nicht? Nö, mehr gibt's nicht. Achso, den Marker hier. Wenn der jetzt den einen Punkt ist, habe ich sofort gewonnen, ne? Das ist richtig. Nein, nein, nein. Was? Was? Wenn es den Marker nicht noch gibt. So, dann kommen die ganzen Sachen wieder zurück. Ich glaube, jetzt hole ich die letzte Runde. Jetzt kommt Folgendes. Moral wieder. Du hast zwei Städte. 1, 2. Ich habe zwei Städte. 1, 2. Ich liege mal nach vorne. Reihenfolge bleibt. Du darfst anfangen. Also wir spielen das echt, was die Städte angeht, ja total auf so einem entspannten Modus gerade hier. Naja, das ist wahrscheinlich was, wo man auch einfach mal von Partie zu Partie andere Sachen auswählt. Ja, 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 ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nee. 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wo sind die eigentlich? Ach ja, genau, ja, die genau. Genau, ja, würde also das reichen. Würde schon reichen, genau. 5 steht da für mich. Dinger habe ich. Aber hast du 5? Habe ich. Ja, dann könntest du jetzt sofort die Revolution einläuten. Aber wäre doof. Ja, vielleicht mache ich das dann gleich. Aber ich kann es noch nicht. Aber es gibt dafür 2 Punkte, ne? Ja. Wenn ich es auch mache, gibt es einen. Du kannst bestimmen, welchen... Was gewertet wird. Ja, genau. Das ist ja unschön. Was ja eh endet dann. Aber dann würde der wegkommen, es wird neu hinkommen, der wird auch noch gewertet werden. Ja, genau. Was mit denen? Oh, hier kommen 2 weg. Stimmt, schon. Die kommen dahin. Du kannst ja 2 schon behalten, genau. Das wird schon mal nichts. Aha. Ja, schön, das schafft selten einer. Das Gefühl ist immer so. Das entwickelt also sich das hier, ja. Gebiete mit mindestens einem Vasall oder Stadt. Das heißt, ich kriege für alles, wo ich einen Vasall habe oder eine Stadt, nochmal extra Punkte. Das kann sein. Gebiete 1, 3, 5, 7. Ja, also genau. Du kriegst also für so viele Gebiete kriegst du so viele Punkte. Wenn du also mindestens Gebiete mit mindestens einer Gebiete. Ach, Gebiete. Was sind denn Gebiete? Gebiete mit mindestens einer Landprovinz. Was sind denn Gebiete? Ja, genau. Also wenn mindestens eine Landprovinz, weil das sind ja Provinzen hier. Also ich würde sagen, das ist ein Gebiet mit mindestens einer Landprovinz. Warum ist gerade das ein Gebiet? Also schon mal abgeschlossen. Ja, das, ja. Ne? Dann ist das hier ein Gebiet mit mindestens einer Landprovinz, nämlich 2 Landprovinzen. Das ist ein Gebiet mit mindestens einer Landprovinz. Das ist das dritte Gebiet. Dann hast du hier das vierte Gebiet mit einer Landprovinz. Und hier hast du das fünfte Gebiet mit einer Landprovinz. Also hättest du 5 Gebiete mit Landprovinzen. Mit Landprovinzen. Ja, ja, okay. Genau, es sind halt nicht Provinzen, es sind halt Gebiete. Gebiete. Würde ich mal sagen. Aha, ist ja clever. Also bei 5 würdest du jetzt 3 Siegpunkte dafür bekommen. Ja, und das nächste ist geändert worden von 7 auf, also 7 und 4. Ah ja, okay. Als ja. Letzter Schritt. Ist ja spannend. Soll ich das mit dem Filzer hier mal? Ja, Moment. Da müssen wir wahrscheinlich das ganze Ding zufilzen. Ja, 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 das will er auch mal. Hast du schon das neue Escape Tales gespielt? Mit Stefan angespielt im Januar werde ich irgendwann wahrscheinlich mal richtig spielen. Oder meinst du das Ganze? Nee, das Ganze neu kommt ja erst raus. Also, ich glaube, er will die irgendwie auch tatsächlich mal verschicken, wenn man das machen will. Okay. Er hat auch was geschrieben, dass er guckt, dass die kostengünstig gedruckt werden. Okay. Würde ich auch ganz cool, dass man da irgendwie... Wobei, so reicht ja auch. Klar. So, ich glaube, gewinnen werde ich das nicht mehr, aber ich halte mich besser, also, besser als bitte, ich. Ja? Du hast wahrscheinlich dein Ziel erfüllt, dann hast du quasi automatisch gewonnen. We will see. Wir gucken ja noch auf diese Dinger hier und dann das hier noch und... Du kriegst ja dann schon mal 30 Punkte jetzt noch für deinen Marker. Was war das hier? Das Geld habe ich irgendwo für ausgegeben. Für welchen Marker? Ja, für den. Er meint Low Memory. Naja, ja, das habe ich also die ersten anderthalb Chapter haben wir gespielt. Okay. Ja. Auf Englisch. Ich muss mir nochmal das Deutsche zuschicken lassen. Hast du schon gespielt?
kann ich nicht aufgeben, das für diesen Fall zu machen. Ich habe kein Geld. Ja, dann steuern. Ja, da habe ich keine Moral. Und ich kann nicht expandieren, ich muss eigentlich eine Stadt bauen. Dein Brot und Spiele. Stadt darfst du sowieso nicht bauen, weil du hier noch. Ja, ja, ne? Also, brauchst du genau. Geld für. Ja, achso, ja, der Teufelskreis, genau. Du hast zu viel Geld. Ich habe noch richtig viel Kohle, zum Glück. Ich habe noch 14, ja. Das war das, was vorhin nicht geklappt hat. Und ich kann den ja einen ja nochmal für Hälfte. Oh. Ach nee, ich kann nicht die Hälfte der Hälfte bezahlen. Schade. Das wäre auch schön. Boah, das ist zu viel Geld, was man da braucht. Diese vier Punkte sind ja schon sehr verlockend, ne? Ja, naja. Komm. Ja, okay. Gut. Magst du da nochmal nachgucken, was das noch alles macht? Das ist Diplomacy. Ja, genau. Weil da hat er auf jeden Fall was geändert. Müsste jetzt als nächstes kommen. Diplomacy. Bezahle einen Taler für jeweils 5 eurer EP. Was sind EP? Erfahrungspunkte. Das ist das hier. Ich glaube schon. An jeden Mitspieler mit weniger EP. Ist ja keiner. Ihr erhaltet ein EP und dürft in den nächsten. Einflusspunkt. In der nächsten Runde und ihr dürft in der nächsten Runde euren Platz in der Spielerreihenfolge neu bestimmen. Dies kann jeder Runde nur einen Anführer. Dieser platziert seinen Anführer dann auf den Platzierungsring bei Turn Order. Also dahin. Nee, dein Marker, glaube ich, oder? Dein Anführer. Dieser platziert seinen Anführer. Welchen Anführer? Den? Ich glaube den, ja. Dann kann ich das nochmal machen? Nee, kann man nicht. Nee, das kann man nicht, weil ne, genau. Ja. Aber es ist natürlich kurios, weil du denkst, du kannst Diplomatie nochmal machen. Richtig. Ja. Mach ich auch. Aber es bringt ja nichts. Ich könnte nur Friedensvertrag machen. Ja. Das ist ja so eine Aktion, die macht man gefühlt in jedem Spiel. Was macht das nochmal? Du kriegst diese Pergamente, die brauchst du zum Beispiel, wenn du jetzt hier dieses Handelhaus hättest machen wollen, dann müsstest du entweder einen Taler abgeben oder so ein Pergament. Und ansonsten brauchst du die Pergamente, um diesen ganzen anderen Kram zu machen, wie irgendwie Gebiete abkaufen und was mich alles, was da noch gibt. Das sind all diese Geschichten, die wir nicht machen. Die, glaube ich, zu zweit auch einfach keinen Sinn ergeben. Okay, dieser Anführer bleibt dort bis zur ersten Aktion dieses Spielers in der nächsten Runde stehen. Erst nach dieser Aktion nimmt der Anführer wieder auf die Hand. Die Aktion kann wieder von einem Spieler genutzt werden. Das war's. Ja, genau, das ist gleich geblieben. Es ist einfach nur mit den Zahlen, dass man Geld zahlen muss. Gut, meine Güte, das ist ja gleich gezogen. Es wird ja immer kniffliger hier, die Geschichte. Meine Güte. Herrje. Okay. Da muss ich mir jetzt was einfallen lassen. Und zwar werde ich auf jeden Fall Improvement machen. Und zwar gehe ich hier nach oben. Das würde mich normalerweise 8 kosten. Ich nehme meinen Marker, dann kostet mich das nur 4. Also 2 Geld gespart. Genau. Genau, weil sonst würde ich ja nur 6 bezahlen. Kriege ich einen Siegpunkt dafür. Das war die Improvement-Geschichte. Lass mich überlegen, ob ich noch eine zweite Improvement brauche. Nein, ich glaube nicht. Ich kann mir eigentlich. Na gut, ich habe nochmal Geld hier, aber dafür einen Arbeiter ausgeben für einen Siegpunkt nochmal. Und was wäre der Dank? Nichts. Ich könnte was für 12 irgendwo nachziehen. Da könnte ich nachziehen. Unsinn. Nein, was mehr. Bringt auch nichts, bringt keinen Siegpunkt. Nee, du bist dran. Die Punkte gibt es aber auch erst am Spielende, ne? Ja, genau. Machst du diese Runde dicht? Ich habe jetzt alles erfüllt. Also ich brauche 12 und das habe ich. Und die 5 habe ich auch, genau. Ich könnte auch verwarten. Du kannst ja auch dicht machen. Na, ist die Frage, wie lange. Wer macht es dann und holt sich diese Boni hier, ne? Bei mir wäre es ein Punkt zu wenig. Was gibt es da am Boni? Gar nichts. Nur 2 Punkte. Plus 5 Moral und nochmal hier diesen plus 2 Modifikator nochmal auf Handel. Der dann zu dem kommt, was man eh schon hat. Ja, genau. Dann ist man bei plus 5. Also du bist bei plus 5. Ein kleines Geldproblem. Da kann
dir geholfen werden. Du kannst super handeln oder ja, ein Trapano schicken. Wenn ich hier vorgehen sollte, dann kriege ich was? Drei. Nicht. Gar nichts. Gar nichts. Bei Grau gibt es nichts. Nur bei Schwarz gibt es einen Siegpunkt und bei Rot gibt es 3 Moral. Hm. Ne? Gut. Das wären 20 geht und das wären 4. Okay, 20, ja. 7. Auch schon ein bisschen was. 12. Dafür kein Moral. Mhm. Ja, doch, bei dir lohnt sich das dann schon. Ich mach das mal so. Ich gebe die gerade aus. Sind 5. 9. Elektron, moin, Fritz. Ich bin 12. So froh, dass ich mir das Spiel All In geholt habe. Es ist komplex, aber macht echt Laune. Das Spiel hier oder seid ihr noch bei dem Low Memory? Nee, bei dem hier. Low Memory ist nicht komplex und da geht man nicht All In. Okay. Und Fred sagt, bin total einig, hat jemand auf TTS gespielt, funktioniert ganz gut. Okay. Ja, egal, freue mich schon drauf. Das war Low Memory. Ja. Ja. Du bist dran. Ich bin dran. Mhm. Ja, ich sag mal, Revolution. Du beendest deine Runde? Ja. Oh, das ist ja gut. Ja, dann mach mal. Nein, mach ich nicht. Warum? Ich hab gesehen, wie viel Geld du gerade hast. Du blickst. Stopp das ja wieder nicht. Gut, wir streichen alles, was ich gesagt habe. Oh, nee, du machst das berühmt. Und. Nein. Auf Gottes Willen, stimmt, du hast ja gar so viel Kohle gekriegt. Nee, ich hätte mehr machen können. Ja, noch, das stimmt. Nein, ich mache dann tatsächlich. Muss ich Expansion machen hier? Ist auch kurios, aber. Das sind hier 3, 5 plus einen sind. Also plus 3 plus 1, 6, 7 plus mein Männchen sind 9. Mhm. Und zwar habe ich vor. Also erstmal kriege ich 2 Moral, weil ich nur einsetze. Ich könnte nochmal 2 Moral. Ach komm, ich gebe nochmal 2. Na komm, ich gebe nochmal 2 Moral aus. Nehmen wir nochmal einen. Packe ich mal hier einen drauf. Und hier packe ich einen drauf. So, und jetzt werde ich mich bewegen. Und zwar, also, diese hier. Ich habe nichts in meiner regulären Armee. Ne? Das wird hier Katastrophe. Ich habe mir diese Stein, die Marke auf jeden Fall holen. Ja, das, die kann man schon. Beiden die im Kampf benutzen? Ja, pro Runde einmal. Ja, aber Pferd auch. Nee, das Pferd nicht, das bringt dir nur plus 2 Bewegung. Einmalig oh. Für einmal. So, die gehen da rein. Die gehen hier rein. Oh Gott, nee, davon gehe ich den. Wie viel habe ich denn von denen? Den? Ich habe 6. Nee, das ist ja. Das ist Eisen, das wir auf keinen Fall verlieren. Der, wenn der hier reingeht, ich muss mal kurz ein bisschen rumspinnern. Mhm. Das Schiff. Landet hier an, geht darauf. Das Schiff landet hier auch an. Ich setze das mal kurz dahin. Das wären 3. Das wäre hier. Dann wäre ich hier mit 3. Oh, er ist auch mit 3 da. Da könnte ich das Eisen noch reingeben. Dann wäre ich bei 4. Da wäre ich bei 4. Und hier vorne würde ich 3 haben. Mit dem mit 4, wenn ich den aufgebe, dann fehlt mir das Eindruck, das wäre okay. Gut, wir machen das so. Also, hier bin ich mit einem drin, bin ich mit 2 drin, bin ich mit 3 drin. Hier bin ich, gehe ich mit allen 3 rüber. Und ich könnte noch, ich kann hier noch Truppenschiff von noch holen. Habe ich noch irgendwas? Nee, das wären dann alles Probleme, weil der geht ja noch weg. Ne? Nee, dann wird das ein Problem. Das lassen wir. Dann das Schiff. Ich gebe ja schon mal einen Nahrung hier auf. Mhm. Das muss man immer so ein bisschen berücksichtigen dabei. Wenn ich mit dem jetzt hier reinrenne, gebe ich da nochmal Nahrung auf. Ich gebe da das Tuch auf. Dann habe ich nur noch 4. Das kann ich nicht machen. Es ist aber auch gemein. Natürlich, du meinst, du kennst auch Kaltschuss. Nee. Also noch nicht gespielt. Okay, nein, das hilft nicht. Der bleibt da. Du denkst, die Würfel werden dir Holz sein?
Das eine Schiff bleibt hier. So machen wir das. Ich sag mal, kann so oder so laufen. So war es ja. Also ich gehe hier mit 2 rüber. Das ist okay. Titan. Das Schiff 1. Ich kann schon 4 bewegen. Ne? Ja, 2 bewegt sich hier rein. What he says? Das Schiff geht. Und den hier behalte ich. So, das ist die sichere Variante. Und der hier. Dann steht der hier so dömerig rum. Kann ich den über irgendeine Seebrücke hier noch rüberpacken? Leider nicht. Komm ich damit ein? Ich komme auch alle mit hier rein. Da. Die können auch alle. Die Erweiterung lautet dann Revenge of the Tribes. So, fertig. Irgendwann ist auch genug. Tut mir leid. So, also diese Gänsen hier, die gehen alle in dieses Feld. Da komme ich nämlich von beiden Seiten rein. Und das Schiff kommt von hier angefahren. Und das Schiff kommt von hier angefahren. Mhm. Das sind also 2 Schiffe und. So, er kriegt den hier und dann bekommt er 2 extra Würfel, weil er schon den Status hat. Ich packe mein Eisen noch dazu. Ich habe die höhere Moral, ich habe den höheren Kampf, ich habe die höhere Stufe. Also das dürfte jetzt sicher sein. Aber das sollte wohl klappen. Eigentlich wollte ich auch 2 Felder angreifen. Ne? Ja. Moral, Schwert. Weg. Schild. Stärke. Gut. Weg. Dann kriege ich den. Das hier wird jetzt diese Runde nicht mehr benutzt. Das kommt zur Seite. Die werden, liegen alle hier drin. Und ja, das war's. Ich kriege einen beim Wagen nach vorne. Was ich ganz gut finde. Wieso? Bringt er raus? Achso, ja. Ne? Genau, das war's. Du bist dran. Habe ich noch Figuren? Da. Was ist das? Naja. Super. Oh, den habe ich ja noch hier wieder. Wenn, dann da. Ja, wenn ich jetzt Revolution mache, wird da wieder 1 gewertet. Ja, genau. Und ich habe mehr Geld dazu. Du hast mehr Geld als ich, das ist richtig. Ach, scheiße. Doppelrevolution. Doppelrevolution. Also ich gehe hier vor. Ja. Weil ich habe den ganzen Quatsch erfüllt, also kriege ich 1-2 Punkte. Ich hätte es jetzt auch gemacht. Dann werten wir das, da kriege ich 1-2-3 Punkte. Ich kriege 1 Punkt. Nee, beim 2 Spieler ist das für den wenigsten. So, jetzt entspannt. So, und zwar, es ist Kolonisten. Oh nein, der mit den meisten Kolonien, das bist du, glaube ich. Du hast so viele Kolonien einfach. Das ist gut. Oh nein, ich kann mich nicht bewegen, weil ich jetzt die Bewegung gemacht habe. Ich kriege auch gar nichts sonst, ne? Du kriegst noch plus 5 Moral. Ah ja, plus 5 Moral. 1, 2, 3, 4 und Geld. Also, 1. Mhm. Und? Und dann noch diesen plus 2 Marker hier. Oh, habe ich jetzt plus 5, ja? Gibt's gar nicht. Da brauchen wir eh nicht mehr, weil es jetzt endet. Das stimmt. Ja, Wahnsinn. Okay, dann bin ich dran. Ich habe noch, ich kann noch eine Geschichte machen. Aber was? Kann nichts mehr machen? Irgendwas, was Siegpunkte bringt? Haha. Jemand schon meint, ein Pfeffer falsch ist. Ich meine, das Spiel Arrow of Tribes, ja. Städte kann ich keine mehr gründen. Wissenschaft kann ich nicht mehr machen. Ich sag mal, es sieht nicht gut aus. Das kommt jetzt immer auf den Standpunkt. Ne, es gibt nichts mehr, was noch irgendwie Siegpunkte bringt. Wer weiß, dass du da noch so einen Marker drum nimmst. Absolut nichts. Ja, ich mache hier nochmal Moral. Ne? Hier den ganzen Kram hin. Kriege ich nochmal plus 5, 8, 9 Moral. 1, 2. Kriege ich nochmal 7 Geld. Das hilft mir jetzt leider gar nichts mehr. Und dann mache ich, du bist ja durch. Ich mache auch nochmal Revolution. Krieg noch einen Punkt, ne? Genau. Und kriege nochmal 5 Moral, also noch 5 Geld. Mhm. Jetzt beim Gleichstand nachher ums Geld geht. Gut. Ne? Dann Autoexpansion. Er hat keiner von uns mehr. Warum nicht? Weil wir beide. Nein, haben. Ich wollte nochmal kämpfen. Ah, echt? Ja, was wäre es denn gewesen hier?
Zwei Geld. Okay, alles gut. Dann, aber das wäre hier für wichtig gewesen. Ja. Das ist nee, wie der Zug endet. Oh, dann ist das ja quasi unentschieden. Ja, genau, das gut, stimmt. Dann haben wir Aufräumen. Brauchen wir, ist ja egal. Genau, dann haben wir Aufräumen, ist egal. Und jetzt gucken wir, ob eine Siegendbedingung erfüllt ist. Ist. Ja. Ne? Das ist doppelt so, ne? 25, das. Ja, genau. So, und irgendwie ist das doch so, dass er irgendwie 3 Punkte bekommt, wenn man eine Siegendbedingung erfüllt. Hier auch fast. Ne? Hier, also 3 sogar haben wir geschafft. Ja, ja, genau. Also dreifach. Dreifach. Auch sehr lustig, dass man alles 3. Dann macht. Gucken wir mal hier hin. Wo steht das denn mit den 3 Punkten? Und dann sieht er da. Also, ihr habt verschiedene Möglichkeiten, das Spielende bei einzuleiten. Sobald ein Spieler eine der folgenden Bedingungen erfüllt, bekommt er sofort 3 EP. Die gibt's auch. Erfüllen nochmal weitere Spieler in derselben Runde ebenfalls noch eine der Siegbedingungen, so bekommen diese 2 EP. Ah, okay, dann bekommst du 3 EP dafür, dass du es erfüllt hast. Ein, und ich bekomme 2 EP, weil ich es nach dir erfüllt habe. Und pro oder einmalig? Nee, einmalig. Ja. Einmalig. Es gibt keine zusätzlichen Punkte, wenn ein Spieler mehrere Bedingungen erfüllt. Ja. Boah, dann bist du jetzt doch ganz schön weit weg. Ja, ich sag doch, du hast es noch. Irgendwann hakte es bei mir. Jetzt wird doch noch weiter ausgewertet, oder? Ich bekam keinen weiter. Ja, ja, klar, aber ne, trotzdem. Also persönliche Einflusskarte. Ja, habe ich natürlich. Ich muss die meisten Provinzen haben, habe ich, glaube ich, nicht. Die meisten Provinzen. Du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich weiß nicht, Flo, noch was spielen 12, wir denn da? 13, 14, 15. Ja, wieder. Also wir sind gerade bei Abrechnung. Also vielleicht nicht gleich hier. So ein kleines Tierkino spielen wir gleich noch und dann. Genau. Genau. Bis gleich. Tschüss. Teotihuacan kann es abzocken. Das soll ein bisschen seichter sein als Tekino. Ich dachte, wir testen hier Barrage das Inlay. Ja. Bis gleich. Nee, ich habe 14, du hast irgendwie 10. Ja, ich habe das zwischendurch mal 10. Also, das okay, die fällt weg. Liberators ist hier die meisten Dinge jetzt befreit. 1-1. Mhm, nee, ich habe 2. Ich habe den und den hier. Also befreit habe ich da 2 und du hast 1 befreit. Nein, gibt's ja doch. Oder? Du hast 2 befreit. Hast du 2 befreit? Ich habe 2 befreit. Ich habe hier und hier gekämpft. Genau, das ist 2 befreit. Ja, den hier genau. Und was war das? Und der andere noch? Ne? Nee, der andere war, also den habe ich ja nicht besiegt, das war unentschieden. Ach, der kam dann weg. Ja. Stimmt, aber hast du ihn ja. Ne? Genau, hast du ihn befreit? Befreit, wenn du ihn befreist, kriegst du wahrscheinlich den Marker, oder? Ah, wie heißt das Ding? Was steht denn hier? Befreie die meisten Barbarenprovinzen. Also befreit habe ich sie, sind ja vertrieben. Sie sind vertrieben. Nicht gewinne die meisten Barbarenprovinzen. Gucken Sie doch mal kurz in diese Seite bitte. Das ist doch wie schöner ist. Weiter hinten? Das ist ziemlich weit hinten, ja. Punkt 3, lustigerweise, in der Anleitung hier nur. Klingt sehr harmlos. Das ist Seite welche? Nummer? Ja, die Anleitung hat ja, glaube ich, keine Seitennummerierung, ne, wenn ich mich nicht täusche. In der neuen Version schon. In der neuen schon, ja. Genau. Da. Liberator, Liberators, links. Besitze die meisten benutzten und unbenutzten Barbarenmarker. Okay. Dann kriegst du dafür 3 Punkte. Krieg ich dafür 3 Punkte. 1, 2, 3. Genau, so, das sind die unsere eigenen. Jetzt kommen diese hier. Dafür ich krieg 3. Und du kriegst. Ja, genau. 1, 2, 3. Du kriegst einen. Ich kriege einen. Diese Geschichte hier, Kolonien. Dann muss man mindestens eine haben, aber habe ich auch. Du hast mehr, das heißt, du kriegst 3 Punkte. 1, 2, 3. Ich krieg einen. Ich krieg das hier. Du kriegst das, das sind wie viele Punkte? Ich habe ja wie viel? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 waren, glaube ich, 4 Punkte. Ich glaube, es waren 3, aber es ist trotzdem zu viel. Das ist zu viel auf jeden Fall. Ja. 5 sind 3 Punkte. Ja, damit kriegst du es. 1, 2, 3. Ja. Dann wird was gewertet? Moment, ich habe dieses hier noch. Ja. Dann kriege ich für ungleiche, ungleiche Luxusgüter. Sind 3 ungleiche Luxusgüter. Es klingt nach 3, aber es ist leider nicht so. Es ist nur einer. Es ist nur einer. Das ist nur einer? Ja, du kannst nochmal nachgucken da. Das ist hier dieser Marker. Ob er den verändert hat, aber ich glaube nicht. Da oben ist er, der mit dem Ungleichzeichen. Ungleiche Luxusgüter. 3 ist ein Punkt. Ja, genau. Achso, nicht pro, sondern. Nee, nee, genau. Ja, ja und dann kriegt man noch die Punkte für die Moral so gleich. Und dementsprechend. Wie viele Punkte wird es dafür geben? Jeder 3. Du gewinnst mit 2 Punkten Vorsprung. Haha! Ja, unglaublich, oder? Finde ich jetzt nicht, aber. Was denn? Du hast es, oder? Nee, großartig. In dem Moment, als ich hier war und du warst irgendwie hier, habe ich bei mir total gestockt.
Weil ich Ja, auch, hast du auch schon gemacht. ich wollte auch eine Runde vorher zumachen, hatte ich ja schon gesagt, ich mache das jetzt zu. Und es hat dann wegen irgendeiner Kleinigkeit nicht geklappt. Ich hatte, glaube ich, irgendwie ein, zwei Geld zu wenig, um das hier zu machen. Ja. Und dann stehst du da und kommst auch nicht mehr voran. Ne? Und du hast in dem Hatte ich ein Moment dann. ähnliches Gefühl? Und naja, du hast in dem Moment dann halt ein paar Punkte gemacht hier. Naja, und klar, und dass du das natürlich jetzt noch machen konntest hier. Ne? Vor dir, das war, Ja, hättest du es auch genau. machen können. Ich weiß nicht, warum du es nicht. Also klar, das ist auch wieder verschwendete Aktion, weil warum hattest du Angst, weil du wegen der Punktewertung. Ja, genau. Weil die Geldpunktewertung auf jeden Fall gekommen wäre. Und bei der Punktewertung hätten wir beide drei, Unentschieden vier Punkte gehabt. bekommen und entsprechend, ne, musste ich Ja. zumindest mal eins von beiden noch hochbringen. Was natürlich auch, also ne, dass du hier mit, also ein Zero beendest, ist natürlich auch noch, also gerade wenn es so knapp ist, ist natürlich auch total random. Was kommt hier als nächstes? Oh, du hast gewonnen! Herzlichen Glückwunsch! Kannst du halt null beplanen. Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen nochmal Das ist, der Überraschungseffekt am Ende. ja, das stimmt, wenn man es hier Yeah, rüber macht. beenden. Oh, lustig, schau mal, was da liegt. Was wo liegt. Hier auf dem Spieltisch. Dieser Effekt kam häufiger. Nee, ich Achso. weiß nicht, ob was noch was anderes bezogen hat. Aber schau mal, diese Nischung, was da liegt, könnte man hier auch beziehen. Na. Rufen, hast du noch was anderes bezogen? Ja, also hat mir jetzt noch besser gefallen am Ende. Ja, Ja, wie gesagt, wenn du da jemanden hast, der die Regeln einigermaßen drauf hat, ist es natürlich besser, als wenn du bei jeder dritten Aktion die Regeln gucken musst. Wir hatten das Problem, dass irgendwie eine Stadt erobert wurde, war schon okay, wir stellen jetzt die Stadt zurück. Die Vasallen auch oder nicht? Oder stellen wir die Stadt ja, überhaupt genau. zurück? Weil das Ja, stand halt genau. auch nicht in der Anleitung Stand nicht in der drin. Anleitung, ne? Das war so ein Genau. bisschen so, oh. Ruben sagt, da legt ihr ein Spiel auf den Tisch, wo ich sogar mit Lektorat gemacht habe. Oh, schön. Und dann schaue ich erst zur Schlusswertung rein. Aber wenn du Lektorat gemacht hast, sind dir da nicht ein, zwei Sachen aufgefallen? Aber Lektorat heißt ja nun mal dieses auf Ich glaube, inhaltliche auf Fehler, inhaltlich, auf, nee, ja. auf, nicht auf inhaltliche Ja, Geschichten, also auf sondern ne, Rechtschreibung genau und richtig. Und Satz und da habe ich so. mit keine Das Fehler war gut, entdeckt. ja. Außer dass auf in der englischen Anleitung soll das Wort Neolithikum falsch geschrieben worden sein, wenn es das auf Englisch gibt, habe ich gehört. Aber ansonsten habe ich da auch keine Fehler gesehen. Noch ein Foto machen noch? Ich Ja. mich etwas fixiere. Jetzt macht ein Foto davon, ja. Warte, wo liegt Ja, meine genau. Schlusswertung? Ach, Ärger. Na gut, okay. Ich Du gebe zu, sollst ja auch einen Grund haben, das nochmal ich spielen zu gebe zu, ich wollen. habe dich natürlich gewinnen lassen, Natürlich. damit du nicht nach deiner ersten Partie total enttäuscht bist. Wäre ich sonst gewesen, würde es nie wieder spielen. Das hast du schon Oh. sehr weise gemacht. Niemals den Hausherrn beleidigen. Obwohl, gibt es das nicht, dass immer die Gäste gewinnen lassen, damit sie wiederkommen? Das, ja, aber das ist bei dir nicht der Fall. Ich hätte dich trotzdem wieder. Der Anreiz ist zu groß, ne? Ja, das stimmt schon. Das ist mein Lieblingsding vom ganzen Spiel. Naja, schon auch auf Struktur. Ich hoffe, es hat gefallen, was Arne da gebaut hat. Hey, das Spiel ist super. Die Einleitung ist nur ein kleines Problem, aber es wird ja auch nochmal überarbeitet. Die Anfangsanleitung, Rufen, ist sehr kompliziert geschrieben, wie also ein Technikbericht, wissenschaftlicher Bericht halt. Ne, aber das hat Arne dann, glaube ich, auch gesehen und hat da auch ein paar Änderungen gemacht. Also da steht halt alles drin, aber es ist halt nicht interessant zu lesen und es ist manchmal auch einfach, kann man sich die Sachen nicht merken. Und manchmal klären sich Fragen auch dann nicht. Wie was, also wenn ich aus einem Feld rausziehe, was passiert dann mit dem Gegenstand? Das Genau. steht, glaube ich, nirgendwo in der Anfangsanleitung drin, dass man dann den zurücklegen muss. Das kann man sich halt denken, aber es steht, glaube ich, nicht drin. Und solche Geschichten. Oder, was ich immer noch nicht weiß, wenn ich mit einem Marker auf einen Marker gehe, wo ein Pferd ist und dann plus zwei kriege, darf ich dann den Marker benutzen und weitergehen in ein anderes Feld, aber muss dann das Pferd wieder ablegen. Womit ich die Bewegung wieder nicht machen dürfte. Wahrscheinlich ist das nicht erlaubt. Aber es ist auch ein komplexes Spiel. Ja, klar, das Ne? ist gleich ein Foto für Insta, genau, und für gezockt, ne? Da kommen ja auch immer Fotos rein, also nicht immer, weil es ist echt viel Arbeit. Das könnte ich als 2000 Euro Patreon-Lohn machen. Immer Fotos und Videos in jedes Ding. Genau. Hast du hier ein Foto gemacht? Ja. Okay. Sehr Ja, schön. das hat mir gefallen. War damals auch schon vielversprechend, aber war ein bisschen holprig in der Konstellation, weil, wie gesagt, das ist auch so ein Ding. Da die Regeln lesen und dann das einigermaßen rüberbringen bei den Regeln. Klappt nicht. Das klappt eigentlich nicht. Also, ne? Es gibt ja so Spiele, da kannst du einfach sagen, wir fangen einfach erstmal an, ne, und spielen einfach mal los. Genau, und den Rest machen wir dann, wenn es soweit ist. Genau, richtig, ne? Aber da wirst du dich halt einfach scheitern dran. Also du kannst es auch machen, aber es wird vielleicht keinen Spaß machen. Oder du
siehst, machst das halt auf so einem Niveau, dass du sagst, okay, ja gut, dann haben wir jetzt irgendwie 5 Züge gemacht und stellen dann fest, dass es total sinnlos war. Ich habe damals, das war das hier, nicht Risiko, sondern den Nachfolger davon. Access and Allies. Access and Allies, das ja. Das hat ja auch so, also muss halt diese ganzen Regeln einmal durchgehen. Keiner von uns hat das gespielt. Wir haben, glaube ich, 2 Stunden, 2,5 Stunden die Regeln gewesen mit einem Kumpel. Und dann haben wir eine Runde besteht irgendwie aus 6 Zügen. Ich glaube, davon haben wir 4 gemacht. Dann haben wir gesagt, oh, ist ja auch schon 11:30. Und danach nie wieder. Danach nie wieder. Ja, das ist halt auch schade, ne? Aber ja, da war die Freude einfach nicht da. Nee. Also, wenn man sich überlegt, wo ist denn das mit der Stadtgründung? Ich habe eigentlich alles mitbekommen, doofes Disconnect, es ist eben kein komplexes Brett. Es ist eben ein komplexes Brett. Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel hier bei solcher Geschichte, ne, da steht jetzt hier Stadtgründung, 3 Vasallen auf eine Provinz zusammenziehen. Zieht eure Vasallen so, dass sich am Ende von 2, 3 Vasallen auf einer Provinz befinden. Dann bei 3 gründet ihr eine Stadt. Hierfür benötigt ihr Architekturfortschritte. Da, Fortschritt. Genau, richtig. Ne? Das stimmt, ne? Aber natürlich... Das vergisst man dann halt einfach wieder. Ne? Und auch so viele Architekturfortschritte wie man, weil das, also das ist vielleicht noch ein Beispiel, was irgendwie noch geht, ne? Aber dass man natürlich auch den entsprechenden Fortschritt braucht, so viel wie Städte, wie man haben möchte. Mhm. Nicht einfach nur irgendein Architekturfortschritt. Naja, das ergibt sich dann, aber es sind so Sachen merken und dran denken. Und es ist halt so, ne? Regeln lesen, spielen, Regeln lesen, spielen, Regeln lesen, spielen. Mhm. Und dann hat man das ist ja auch oft bei mir so, ne? Du spielst ein komplexes Spiel. Lernst du mal die Regeln und dann danach denkst du, okay, wir wissen, wie es grundsätzlich funktioniert, sind die Regeln, aha, okay, da die und die Kleinigkeiten. Ja. Das ist auch mal gut, wenn man sich das per WhatsApp schreibt, weil wir wissen es auf beiden, hat man es nochmal im Kopf und. Diese Geschichte, dass man hier auch Marker nehmen darf, wenn man hier hochsteigt und dass diese Marker auch von hier genommen werden und dass die dann aber nur ein Moral kosten. Ne? So eine Geschichte. Dass die Städte dann weniger kosten, dass man immer darauf achten muss, dass bei oben bei den Feldern wieder beide von rechts und von links halt auch sich reinbeziehen. Dass man hier, wenn man halt diesen Bonusmarker nimmt, dass man davon aber dann den Stadtbonus nicht abzieht. Mhm. Das ist tatsächlich ein bisschen so. Ja, das sind halt irgendwie die Feinheiten, die es dann halt nicht zu... Ja, soll halt in der Geschichte wieder nicht zu mächtig sein. Mhm. Ja, klar, aber so je mehr Sonderregeln, desto schwieriger ist es immer, das dann wirklich mal korrekt zu spielen. Ja. Das die meisten Leute ja nicht merken, wenn sie spielen, weil die stellen sich ja fest, oh... Hier unser eins guckt natürlich über den Inhalt und dann schreibt das Leute, das habt ihr aber falsch gemacht. Naja, ich hätte auch von so einem Profi-Rätsel nicht mehr erwartet. Das habe ich schon ein paar Mal gelesen, weil Und ich denke mir mal, ja, bitte. Ich dachte, du denkst ja, du hast recht. Nein, das denke ich mir nie. Moment, das sind ganz andere Tüte. Ich glaube, du hast du sowas auch? Ja, hier, der hier und da hinten ist noch einer, ne? Nee, das ist was anderes wieder. Es gibt ein Inlay, könnte man jetzt kein Essen kaufen, aber Arne hat da einen heißen Fahrermann, sowohl also Spiel als auch Inlay. Oh, ja. Ein Spiel wird es wahrscheinlich noch ein paar geben. Ja, das hoffe ich jetzt von. Also ich hoffe für ihn, dass er sie gut verkauft, aber das wäre schade, wenn das dann quasi irgendwie out of print schon ist. Nein, muss halt einen neuen Kickstarter, ne? Damit das stimmt, ja. Das ist gut, du kannst ja gucken, ne? Ist Nachfrage da oder nicht? Dazu hilft es natürlich immer, wenn es ein bisschen Popularität hat. Ja. Und er hat auch, glaube ich, erzählt, dass er halt so ein paar Rezensionsexemplare rausgegeben hat und nicht so viele Rezensionen gekommen sind. Schade. Aber ich kann es danach empfinden, weil in ein komplexes Spiel musst du erstmal reinkommen und dann irgendwie spielen. Das braucht halt seine Zeit. Deswegen hat er gesagt, ich mache das, aber ich kann dir nicht versprechen, wann. Eigentlich war schon für Februar so. Jetzt machen wir es wirklich, aber dann kam Corona. Das stimmt. Ja, also bevor du quasi nicht natürlich dieses Spiel erlernst und dich 5-mal durch die Regeln durcharbeitest und es 3-mal vorher spielst, bevor du es dann irgendwann auch mal rezensieren kannst, spielst du halt vielleicht dann, wenn viel anliegt, auch andere Sachen eher. Ne? Weil du halt auch nicht weißt, ist es eine Perle? Genau, oder lohnt es sich halt, oder nicht? Ne? Weil es gibt ja auch wenig Infos dazu, weil hat keiner gespielt. Also daher, ne, jetzt mehr Infos und dementsprechend... Ja, jetzt eine komplette, auch ja gut funktionierende Zweierpartie, kann sich jeder angucken. Brauche ich ja gar kein Video mehr machen. Oh. Ich glaube, eher kommt am Ende die Kritik bei dem ganzen Selbstlob dauernd. musste ich nach 20 Minuten abschalten. Es tut mir leid. Hier kommt noch die Marke rein von Heimtipp, wenn man die Marke auf dem Spielfeld schlecht sieht. Moment. Ja, genau, einfach mal. Genau. So. Ja, und dann hat man auf jeden Fall noch alles, weil das kommt eh. Und wenn das Spiel. Ich finde, dann sieht der Tisch auch immer viel aufgeräumter aus. Wenn erstmal. Sollte ich mal den ersten Nerven zusammenbringen. Ja, bitte. Jo.
Ja, es gibt auch dieses modulare Board, ne? Da wäre ich auch sehr gespannt drauf. Aber also ich find's momentan nicht, man braucht es halt gerade eben nicht, ne? Du hast ja dadurch, dass du bei jeder Spieleranzahl kannst du ja das Brett in unterschiedliche Bereiche einpacken, ne? Also ich mache lieber so, sieht besser hier. Na, ich gucke mal kurz auf die Kamera, ob man es sieht, aber das ist ein bisschen verzögert. Genau, das ist jetzt bei der Zwei-Spieler-Variante. Da gibt es sechs verschiedene Pläne quasi, ne? Und dann gibt es das für die Drei-Spieler-Variante auch nochmal vier verschiedene und für die Vier-Spieler-Variante auch nochmal vier verschiedene. Und je nachdem, welches du natürlich nimmst, kannst du unterschiedliche Völker spielen. Also Plan, Völker und dann, wie spielst du die Völker? Wie entwickelt sich das Spiel? Es hat einfach einen großen Wiederspielreiz und da bräuchte ich das modulare Spielfeld gerade eben noch gar nicht. Ich kann mir natürlich vorstellen, wenn man halt wirklich hier richtig viel spielt, dass man dann sagt, okay, das ist auch nochmal ein Anreiz. Ne? Hat man bei Size ja auch dann irgendwann gesehen, dass das dann gefordert wurde. Moin, hi! Ja, guten Damit Abend. ich sollte erst hinlaufen gehen. Das modulare Spielfeld hat er dir damals aber nicht mitgeschickt. Nee. Schade. Also jetzt schade noch nicht, weil jetzt bräuchte ich es noch nicht. Richtig. Aber. Nice to have, auf jeden Ja. Fall. Also was ich wirklich nicht schlimm finde, dass er es nicht gleich den fünften und sechsten Spieler mit dabei hat. Weil es ist so viel Material für den fünften und sechsten Spieler. Das kannst du nicht reinpacken und nimmst nur einen Euro mehr. Das Richtig. glaube ich nicht. Ich glaube, du musst es dann einfach tatsächlich um 10 Euro teurer machen. Ja, Und dann kann dann man sich das kostet. einfach extra kaufen, weil ich bin jemand, ich würde sowas nicht mit 5, 6 Spielern Nee, spielen wollen. genau, richtig. Das ist halt Das einfach hier? so ein. Ja. Aber ihr habt doch gerade mal so 4 Stunden gemacht. Nö. Wir müssen kommen. 19 Uhr. Ja, nee, Erklärung. später, später. Ich war um 19:30 Uhr da. Vor genau 2 Stunden waren wir. Es ging nicht schnell, es hätte auf jeden Fall noch schneller sein können, aber mit dem ganzen Quatschen natürlich nebenbei. Lernen. Lernen. Ich würde sagen, du kriegst eine Zweierpartie. Also wir haben Das ist keine Nudeln 2,5 müssen. Stunden gespielt. Wie viel? Keine 2,5 Stunden. Du kriegst es bestimmt in 1,5 Stunden durch, zu zweit, wenn nicht noch schneller. Zumindest die kurze Version. Ja, genau. Die kurze Version. Es gibt eine lange Also das ist Version. das Normalspiel gerade, die lange Version, da würden wir quasi bis zum letzten Zeitalter spielen. Wir haben ja gerade nur bis zum vierten gespielt und bis Und zum wie viele sechsten wirst du werden? spielen. Sechste. Sechs, ja. Also habt ihr eigentlich gar nicht richtig gespielt. Doch, das ist das normale Spiel. Ach, das ist das normale Spiel. Das andere ist lange. Immer positiv. Und dann gibt es noch die freakige Variante, das epische Spiel. Da müssen dann alle Bedingungen erfüllt sein, damit das Spiel zu Ende ist. Ihr hattet hier beide irgendwie so extra Dinger. Und es gibt anscheinend nicht so viele Siegpunkte, ne? Weil ihr seid ja hier immer 40 hatte ich am Ende. 40, oder doch ein paar. Okay. Was meinst du manchmal die Punkte? 50, 60? Nee, zwischen 30 und 40 hatten Achso, wir immer okay. so. Und es hatte, wie viele Punkte bist du? Ach, 40. schon Und 40, du? ne? Zwei 38? weniger, 38, Ja. genau. Du hast wirklich gewonnen, dafür. Ja. Ja, was hast du gesagt? Natürlich. Oh War mir Mann, doch das ist. vollkommen klar, dass ich vor so einem ersten Spiel platt mache. Absolut, ne? Vor allen Dingen, weil das letzte, was ich gehört hatte, bevor ich dann ausgestellt hatte, war ja das, was ich hier gemacht habe, war, kommt mir nicht so stark vor. Ich war ungefähr eine halbe Leiste hinter irgendwie zwischendurch Ja, mal, du warst ja, und dazwischen. dann habe ich probiert, halt meinen Gewinner-Move zu machen, bin aber gescheitert aufgrund von ein paar Geld, die mir gefehlt haben. Und Du dann schreibst auch jetzt so lokal eine alles, ne? Runde rumgedümpelt. Ich würde sagen, Ben hat verdient gewonnen, auch Aber es ist, wenn er zwischendurch ein bisschen geweint hat. hast du irgendwas mit Würfeln verloren oder sowas? Hat das Spiel was Zufallskomponente beim Spiel? Naja, Kampf ich hab wahrscheinlich. die Kämpfe verloren, alle. Nein, Naja, echt? also Du hast ich hab zwei verloren. zweimal, also da, ich hätte noch deutlicher. Also Bist du da auch ich, Risiko gegangen? ja, aber mir war nicht klar, wie viel Risiko das ist, tatsächlich. Hier Und dann war er noch schlecht gewürfelt. ist auch noch was drin. Und ich muss auch Was zugeben, denn? Dass ich noch also ganz, ganz viele Sachen da immer ausprobiere und gucke, ob es auch funktioniert. Und ich, also wenn jetzt einer uns nachher schreibt, irgendwann mal als Kommentar drunter, ich habe einfach schlecht gespielt, da war keine Taktik drin zu erkennen. Also bei mir ja, stimmt. Da würde ich auch sagen, ja, genau, danke für den Hinweis, das sehe ich genauso. Aber so spielst ja gerade du so. Ich meine, wenn du so ein Spiel drei, viermal gespielt hast, dann willst du ja nicht zwingend exakt das gleiche Ne, doch, nochmal entweder machen. bist du super effizient spielen zu gewinnen oder sagst, oh, ich will mal gucken, ob das auch geht. Ich meinte jetzt nicht Mann, ich meinte Flo. Naja. Der probiert halt schon jedes Mal gerne was durch. Also der macht natürlich auch eine Strategie, die sich bewährt hat. Natürlich auch, aber. Aber das stimmt schon. Ich probiere auch gerne was aus. Das stimmt schon. Ist ja auch dann gut zu wissen, ob das so ist. Vor allen Dingen, Womit ist gerade wenn man nicht, also hier hat man vielleicht ein bisschen mehr damit zu tun, aber gerade bei Spielen, mit denen man ja sehr indirekt spielt, wenn du dann das gleiche machst, dann weißt du ja auch schon, was das Ergebnis ist. Ja. Also nicht ganz natürlich in der Regel, aber so ungefähr.
Und du würdest sagen, bei der nächsten Partie bist du dabei? Keine Ahnung, ich habe euch insgesamt vielleicht 5 Minuten zugeguckt, das reicht. Das reicht. Hast du einen eingedruckt bekommen, ist drin? Ja, habe ich einen eingedruckt bekommen. Nein, reingedrückt bekommen. Ja, keine Ahnung. Also es ist ja auch, also es klang so, als wäre es zwar ein Area Control, aber nicht so sehr, weil man wenig kämpft. Ja, Zipfspiel. Ja. Zipfspiel. Genau, man entwickelt halt sein Vor-, also gibt es wahrscheinlich noch mehr. Also jetzt würden wir natürlich ein bisschen mehr kämpfen, aber auch klar. Natürlich. Ich habe aber gefühlt, also die Karte war jetzt, ist ja nicht so super zu erkennen, vor allem wenn ich habe noch auf mein Handy reingeschaut. Ich habe jetzt nicht extra einen Computer heute noch angemacht. Ja. Das sah aus, als würdet ihr hier so in dieser kleinen Ecke, also in Frankreich und Deutschland sitzen und der Rest der Karte war zur Ziel da. So sah es aus. Wir hatten Nord- und Westeuropa, also Spanien war glaube ich nicht mehr drin. Achso, das ist, es war sogar, weil ihr zwei Spieler wart, einfach ja, genau, du hast hier. Waren das die blauen Dinger, die da drauf lagen? Diese grauen, die Grenzen oder grauen? Hier, wir haben diese Variante gespielt. Naja, dann tatsächlich, dann waren diese genau, das waren so graue Marken hier letztendlich, ne? Genau, die Grenzen. Die verrutschen ja auch bestimmt gar nicht. Und ja, es ist eher lustig, dass zu wenig drin sind im Spiel. Dass du 15 steht drauf, 16 werden geliefert, du brauchst 18. Für das. Für das, ja. Sehr gut. Sehr gut. Du kannst auch das hier spielen, das ist wieder ganz interessant auch, ne? Da hast du so hier Südeuropa und Mittelmeer und halt Nordamerika-Küste. Mhm. Ist ein bisschen geknautscht, die Karte, ne? Also Italien zu finden, ja, war nicht so einfach. Aber ja, das finde ich schon, find ich nice, die ganz vielen verschiedenen. Ja, das ist ja bei Tsukuyomi tatsächlich auch so. Mhm. Weil du die Plättchen auslegst, dann gibt es ja auch unterschiedliche Formen. Wo liegt denn das eigentlich? Irgendwo. Da ist irgendwie die Anleitung. Du hast sie da hingelegt, ja. Und war das nicht so, was du gestern gesagt hast, du hast die Gelee-Bananen runtergeschmissen und räumst sie weg, wenn du nachher gehst? Die Gelee-Bananen habe ich nicht weggeschmissen, runtergeschmissen. Die lagen hier auch da auf dem Fuß. Was? Die Gelee-Bananen hatte ich hier irgendwo draufgestellt. Die waren, okay. Nee, es ging darum, wegen der Cola, die geklebt hatte. Ach, dass es während des Streams nicht so viel Sinn macht, jetzt hier rumzusprühen und sowas. Nicht? Was wollt ihr zocken? Erstmal brauche ich ein Glas Wasser. Soll ich dir mal hier die Karte füllen? Das ist auch ein bisschen eine Zeitfrage. Also, von wie viel Zeit reden wir denn? Ich sag mal, 1,5 Stunden sind in Ordnung. Okay, also Twilight Imperium. Genau. Da geht auf jeden Fall noch ein Pendulum. Das passt super. So mitten in der Nacht. Das ist, ja genau, das ist das perfekte Spiel. Und das, und zu dritt ist auch, glaube ich, ganz gut. Also, Pendulum hatte ich ja schon ganz viel Spaß. Du weißt, dass du da bei mir auf den Türen einen rennst. Du willst es so unbedingt spielen, oder? Jamie Stickmeyer-Fan. Ja. Das ist so ein Spiel, wo man denkt, aha, dafür ist das Stickmeyer ganz bekannt. Gutes Material. Mhm, schön klasse. Spieltiefe. Spieltiefe, richtig. Und das hat wirklich gutes Material, so ein gutes Artwork, hoffe ich. Ist das auch so ein Ironiker? Wieso habe ich denn eigentlich einen Ironiker so? Ich meine das wirklich so. Ich bin ein großer Size-Fan, ein großer Charterstone-Fan. Viticulture ist klasse. Echt? Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich mag es auch immer gerne, wenn Thema und Spiel so. Thema und Spiel müssen vereint sein. Ja, ja, auf jeden Fall. Du fühlst es. Ja, bist du der, genau. Das ist, ansonsten fährst du ein Spiel nicht. Genau, sonst fang ich einfach nicht an. Wenn du dich an das Spiel zurückerinnerst, nur an den Inhalt erinnern kannst und gar nicht mehr weißt, welche Mechanik zu diesem epischen Zug geführt hat, Mann, dann ist es richtig. Diese Spiele, die diese reine Mechanik haben, das hasse ich. Ja. Na, also wenn ich auch, ne, du bist auch so, du bist Rollenspieler auch, also ich, wenn ich heute erzähle, ist auch, ich habe mich in eine Kröte verwandelt und dann mit der Zunge eine Gittertür rausgerissen. Interessiert doch keinen, wie ich das gemacht habe. Nee. Es geht nur darum. Und genau so ist Pendulum nicht. Noch so lange seid ihr wahnsinnig? Also wahnsinnig. Ist doch erst 12:30. Also ich hätte jetzt tatsächlich Tsukuyomi auf den Tisch gepackt, aber ihr wollt ja nicht. Das ist ja bestimmt. Möchtest du ein bisschen in der Kamera sein, dann können wir den Platz tauschen mal. Ich möchte dich nicht im Rampenlicht. Nee, ich würde auch mal einen Platz tauschen, wenn du willst. Das bleibt ruhig. Ich glaube, das Publikum verlangt nach dir. Nee, das ist so, ich sitze hier ganz gerne. Weiter weg von den Rändern. Ich fühle mich mal so, also nicht, dass ich es nicht, aber ich fühle mich etwas beobachtet. Okay, dann können wir gerne tauschen. Komm. Nein, es ist nicht, doch, es ist nicht ganz schlimm, aber. Ich fühle mich nicht beobachtet. Gut. Also schon, aber. Nichts gegen den Chat. Kai genießt das Ganze nicht. Ja, ich lasse mein Ego streichen. Das dachte ich doch ein bisschen. Eigentlich habe ich ja nur das jetzt abgesagt. Das ja, die sieht aber auch eher so aus, als würde sie nur die Küche filmen. Die filmt alles. Oh, sieht nicht so sehr. Und es ist auf jeden Fall eine ordentliche Verzögerung in dieser Wiedergabe drin. Oh, ist das furchtbar. Wie teuer sind Haartransplantationen? Brauchst du nicht. Das ist eine der wenigen Sachen, die ich meiner Jugend so, also dieses, man sieht es ja immer noch, es ist ja dickes
Haar, sehr wirklich gutes Haar. Ich bin sehr viel auch von Friseuren für mein Haar gelobt worden. Wenigstens eine Sache. Für das, was man darf. Und dann immer dieser Stress im Leben. Würde ja auch nicht mehr. Ich meine, was irgendwie gut ist, aber es ist so dann irgendwie am Arbeitsplatz. Oder? Ich weiß auch nicht. Irgendwann, glaube ich, hatte ich mal wirklich so eine Stressphase. Das war alles so. Ich glaube wirklich, dass das alles. Also ich meine, das ganz ernst. Ich glaube wirklich, dass das was damit zu tun hat. Da war auch irgendwie die Kopfhaut nicht so in Ordnung. Ich glaube, dass das damit zu tun hat. Ist auch bei mir überhaupt nicht in der Familie. Also nee. Bei mir hat keiner eine Glatze. Weil keiner meiner Opa hat irgendwie eine Glatze gehabt. Okay. Das ist, weswegen die Leute da sind, ne? Das ist deswegen, ja, schaut ihr zu. Okay, das Material ist schon mal. Damit kannst du auch die Tischplatte hier noch ein bisschen schleifen. Es gibt eine Erweiterung für Tapestry. Da bin ich dabei. Hast du Tapestry schon gespielt? Nein. Das heißt, ja. Das kommt auch mal. Nee, eigentlich nicht. Ich habe letztens mal. Ich kann das gerne genau, Version. Genau, letztes Mal irgendwann habe ich gesagt, wir müssen auf jeden Fall Tapestry sagen und du hast nur oh, das Ding genommen. Ja, Tapestry ist echt die schlimmste Designfail, glaube ich, den ich jemals gespielt habe. Dieses Spiel gefällt mir schon mal deshalb, weil. Weil das gerundete Sanduhren hat dich schnell umfallen. Das ist super, ja, das steckt mal völlig. Ja, und die stecken bleiben beim Durchlaufen. Das ist bisher nur einmal passiert. Es ist uns sogar bei zweien passiert. Es ist uns bei der lilanen und der grünen passiert. Leute. Aber zum Glück nur bei 0,25% der Sanduhren passiert das jetzt noch bei der Auslieferung. Das ist traurig. Macht denn die Erweiterung zu Tapestry, tauscht die einmal die Tapestry-Karten aus und bringt komplett neue rein. Dann würde ich das unterstützen, Michael. Ansonsten würde ich sagen, nicht die Erweiterung von Tapestry kaufen, weil man kauft ja nicht Tapestry. Ich kann das nächste Mal mit so einer Stonemaier-Fahne, die ich die ganze Zeit wehe hier. Ja? Stonemaier-Fahne? Ja. Ist das der Macher von dem Spiel? Stonemaier ist der Verlag und Stakemaier ist der Spielmacher. Ich bin so drin. Die enden beide auf Meier, das muss man ja verwechseln. Das ist ja sein Verlag. Das hat er extra so. Oh. Ich spiele weiß, das ist ganz wichtig, weil sonst wähle ich immer die falschen Figuren. Oh, willst du nicht die neuesten Pfister spielen? Du bist doch bestimmt ein Great Western Trail Fan. Du magst Great Western Trail nicht? Okay, jetzt muss ich langsam zu zweifeln, weil das ist tatsächlich ein gutes Spiel. Im Gegensatz zu dem Monster Expedition. Das ist ein bisschen überraschend. Achso, ja. Weißt du, wie ich mal Haribo abgefeiert habe, oder? Das ist ja auch ein bisschen Great Western Trail. Bei Tapestry kannst du 300 Punkte auseinander sein, weil, ja, ich habe eine Tapestry-Karte, die bringt mir 5 Punkte und eine, die bringt mir 50. Wir können auch sofort Great Western Trail spielen. Ich habe, also Moment mal, Maracaibo. Dein Fister ist super. Ich habe doch Maracaibo einmal oder so. War das? So einmal ein Spiel? Ich brauche ein. Was hat Bender irgendwann mal los? Ich brauche ein Keyword. Ich habe meins noch. Das heißt noch? Ja, ich habe. Ich brauche irgendein Keyword. Was macht man da? Rundreise mit den Schiffen und diese Liste. Nee, das war Cooper's Island. Nee. Auch, aber ja. Rundreise mit den Schiffen. Du kannst 1 bis 7 Felder weitergehen, bist dann immer auf einem Strandfeld da, machst, okay, die Aktion zu erklären, gibt es keinen Sinn. Aber ich habe nicht das. Du hast oben diese 3 Leisten mit den 3 Ländern, England, Frankreich und Spanien, wo du dich vorwärts bewegst. Dann hast du jede Menge Karten, du hast noch so ein bisschen Kart. Ich habe immer nur davon gehört. Ich habe es nicht gespielt. Okay, großartig. Es war also. Also ich bin jetzt so. Super Kombination von Great Western Trail. 90% sicher. Den anderen, die ich nicht gespielt habe. Und das ist auch von Dings. Ja, auch von Pfister. Ich habe jetzt extra nicht gesagt, das ist auch von Pfister, weil ich nicht wollte, falls es falsch ist, dass ich das dann so sage. Doch. Bei Dings konnte ich immer noch sagen, ja, genau der. Maracaibo wäre das beste. Monster Expedition hat damit gar nichts zu tun. Das ist ein. Set-Sammel, Push-Your-Luck. Würdest du noch eure Sachen nehmen? Ich finde, Mario wäre eins der besten Worker-Placement-Spiele des letzten Jahres gewesen, wenn es nicht die Kampfleiste oben geben würde. Ja, die ist tatsächlich ein bisschen. Ich nehme jetzt mal nicht schwarz. Weil, genau, die ist so, wie du es erzählt hast. Ne? Und er hat es auf jeden Fall gespielt, weil ich glaube. Ich habe überlegt, ob wir es zusammen gespielt haben. Als du es erzählt hast, hast du gesagt. Und. Aber verwechsel mich auch gerne mit Georg oder so. Und Karl hat. Ich dich? Nein. Mit wem du was zusammen gespielt hast, verwechselst du schon schnell. Ja, vielleicht verwechsel ich es jetzt gerade. Das aber kann sein. Zeig mir mal ein Bild von Maracaibo. Da, mit dem Finger. Oh, das ist sogar in 3D. Naja, das ist hier mit Zombies und so. Das ist ziemlich. Fister mal ein Zombie-Spiel macht, das ist echt. Genau. Fister mal ein Zombie-Spiel macht für den Computer. Genau. Habe ich nicht gespielt. Echt nicht? Also, sobald ich sowas gesehen habe, also jetzt würde ich mich. Nee, habe ich nicht gespielt. Das ist wirklich, wirklich richtig, richtig gut. 100%. Aber ich hab Farben, du möchtest welche Farben? Entschuldigung, ich sehe hier 1000 Farben drin. Da, blau, grün, okay, ja. Blau, und schwarz. Nimm nicht schwarz. Okay, Himmel. Dann kommst du mit Ben zusammen durcheinander. Wir haben das beide mal ausprobiert letztens. Einer hat weiß, einer hat schwarz gespielt. Ja. Und Ben hat ständig meine Figuren bewegt, weil er in den Partien davor immer meine Farben hat. Aber das ist schon geil,
quasi das hier zu fragen und zu sagen, welche Farbe möchtest du? Dann würde ich sagen, okay, dann nehme ich gelb und würde mir hier die gelben Sachen raussortieren. Ja? Das ist so asymmetrisch. Jeder hat unterschiedliche. Ja, das wäre mein geiles. Also, so, hier alles ausgibt, welche Fraktion willst du spielen? Aber genau, wenn ein Spiel, in dem wirklich das jetzt die verschiedenen Fraktionsmarker genau, werden, da ja. würde ich schon sagen, okay, color me intrigued. Root 2.0. Root 2.0. Root müssten wir auch weiter spielen. Aber die Woche ist schon wieder so voll, ne? Die Woche ist super voll. Die Woche ist super voll. Der einzige Tag, an dem nicht wirklich was ansteht, ist Dienstag. Deswegen hoffe ich, dass Jaws of the Lion morgen Dienstag ankommt. Dienstag ist bei mir sowas von zu. Was hast du denn Dienstag vor? Zoom-Präsentation mit Cosmos. Jaws of the Lion. Apple-Präsentation abends. Genau, weil tatsächlich ist D&D ist am Mittwoch und nicht am Dienstag. Ich habe mich da vertan. Ist der 16. und der 16. ist ein Mittwoch. Das heißt, es ist nach dem Tag, der eigentlich sehr lang wäre, den ich aber auf jeden Fall kürzer mache. Da gehe ich lieber Freitag nochmal hin oder so. Wenn wir da 5 Stunden sitzen, Mittwoch habe ich gleich mir jetzt genug. Ihr müsst es mir kurz erklären. Mache ich gleich, sobald wir den Stream gestartet haben. Ah, okay. Weißt du, wie ein Pendel funktioniert? Ja. Dann weißt du, wie dieses Spiel funktioniert. Gut, dann setze ich auf Rot. Es ist aber, also entgegen des Namens ist das Spiel, glaube ich, nicht so swingy. Das ist gerade Karls Ding, er macht die ganzen Wortspiele. Frag doch einmal kurz, fass doch einmal kurz die Geschichte zusammen. Jetzt versucht er mich davon abzuhalten. Nein, mach mich weiter. Lies doch bitte mal diese 25 Seiten vor. Als die Götter die Welt Dünya dahinter ist, im Deutschen, eine Lautumschrift, damit ich weiß, wie es ausgesprochen wird. Und tatsächlich ist es nicht Dünya, sondern es wäre dann Deunya. Deunya, natürlich. Deunya, mit Ü geschrieben im Deutschen, das macht Sinn. Erschufen, gaben sie ihr keine Ordnung. Gewalt regierte und nur die Stärksten überlebten. Ist das nicht eine Form von Ordnung, wenn die Starken überleben? Okay. Und auch das ja. nur mühsam. Das wäre nicht das Chaos. Dies war die Zeit des Chaos. Die Drachen stiegen zu einer furchterregenden Macht auf und beanspruchten schließlich unangefochten die Herrschaft über Deunya. Sie gaben der Welt eine Ordnung, aber es war eine voller Elend und Leid. Dies war die Zeit der letzten großen Koalition. Der Dunkelheit. Die große Koalition. Der letzten GroKo. Leben wir in Deunya? Ja, dies war die Zeit der Dunkelheit. Das sollte übrigens keine politische Wertung sein. Schließlich gewann ein Mann, Cersei, die Liebe von Gahael, dem Gott der Jahreszeiten und dem Hüter der Zeit. Gahael beschenkte Cersei mit einem Teil seiner Macht und machte ihn so unsterblich. Cersei stürzte die Drachen und beendete ihre Herrschaft der Unterdrückung. Er wurde der zeitlose König und herrschte viele Jahrhunderte über das endlich friedliche Dünya. Dünches. Dies war die Zeit der Ordnung. Auch bekannt als, mir fällt keine Koalition an, die ich damit in Verbindung bringen möchte. Doch nun ist der zeitlose König verschwunden und das Reich in Aufruhr. Warum oder wohin er verschwand und welches Schicksal ihn ereilte, das weiß niemand. Auch wenn es viele Gerüchte gibt. Das Gefüge seiner stabilen Herrschaft löst sich langsam auf und zurück bleibt ein instabiles Machtvakuum. Und so beginnt die Zeit der Veränderung. Oh, mir fällt gerade auf, dass jeder Absatz mit Zeit der Zeit endet. Ah. Zeit, was endet? Es endet immer, guck mal, Zeit des Chaos, Zeit der Dunkelheit, Zeit der Ordnung, Zeit der Veränderung. Mhm. Als Gahael dem zeitlosen König seine Macht gewährte, schmiedete er auch die große eiserne Uhr, die auf dem großen Platz von Montbriel aufgestellt wurde. Gahael verkündete, dass die Uhr nie stillstehen würde, solange die Herrschaft des zeitlosen Königs andauere. Doch mit dem Verschwinden des zeitlosen Königs blieb die Uhr stehen und das eiserne Pendel hängt nun bewegungslos hinter dem Glas. Viele haben es versucht, doch das Pendel lässt sich nicht bewegen. Die Legende besagt, nur wenn ein Anführer wahrlich das Erbe des zeitlosen Königs antritt, dann wird der Erbe den großen Platz betreten und das Pendel wieder in Gang bringen. Die eiserne Uhr wird wieder laufen und den Beginn einer neuen Ära, einer neuen Zeit anzeigen. Das war's. Jetzt weißt du, was in dem Spiel sagt. Neue Ära, neue Zeit, Pendel. In Pendulum seid ihr mächtige Adlige, die darum wetteifern, dem zeitlosen König als wahrer Regent von Dünya nachzufolgen. Jeder Adelige im Spiel ist einzigartig. Ihr befehligt eure Arbeiter, wendet Kriegslisten an und erweitert euer Herrschaftsgebiet mit Provinzen. Dies alles geschieht in Echtzeit, um Rohstoffe und Stimmen zu erhalten und auf den 4 Siegpunkte-Leisten Stärke, Ansehen, Beliebtheit und legendäre Errungenschaft voranzuschreiten. Nutzt eure Zeit weise. Da nur derjenige, der sich als am geeignetsten erweist, während der letzten Ratsversammlung als neuer, zeitloser Herrscher ausgerufen wird. Pendulum
ist ein zugloses Echtzeitstrategiespiel für 1 bis 5 Spieler. Die Spieler müssen die echte Zeit für ihre Strategie im Auge behalten, um die Mitspieler zu schlagen. Es gilt, die Zeit bei verschiedenen Aktionsarten gut zu nutzen und die richtige Balance zwischen Planung, Analyse und Ausführung zu finden. Schneller ist nicht immer besser. Es gewinnt, wer seine Zeit am effektivsten plant und nutzt. Okay. Die Fraktionen sind übrigens alle einzigartig in zwei Dingen. Also in drei Dingen. Bild und Farbe. Diese Leisten sind unterschiedlich lang. Genau, habe ich schon gesehen. Durch eine unterschiedliche Priorität entsteht. Die Startressourcen sind unterschiedlich. Und bei diesen Karten gibt es auch Unterschiede, nämlich wie du eine neue Figur bekommst. Du wirst eine neue Figur bekommen durch 7 Geld, genau. Okay. Du startest auch mit 6 Geld. Ich bekomme sie, wenn ich 7 von diesen Dingern hier ausgebe. Einfluss, glaube ich. Okay. Das ist, dein Geld ist dafür da, um Aktionen zu bezahlen, wie du siehst, hauptsächlich. Der Einfluss ist dazu da, wenn man den ausgibt. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Das ist auch irgendwo. Das ist keine Aktion, den gibst du, glaube ich, einfach aus. Dann kannst du diese Karten wieder aufnehmen. Okay. Weil die spielst du einmal irgendwann, wann du willst, wenn ich das richtig verstanden habe. Also während du eben hier was machst. Ja, genau. Und dann führst du den Effekt durch und dann bleiben die halt liegen und du kannst sie erst wieder benutzen, wenn du den Einfluss ausgibst. Und ich glaube, es sind sogar 5. Das steht bestimmt irgendwo. Okay. Ja, hier steht das. Ne? 5 Einfluss ausgeben, um die Hand wieder aufzunehmen. Genau. Und zwar alle. Ja, wenn du das früher machst, wenn du noch nicht alle gespielt hast, dein Problem. Davon hier gibt es gleich noch ein paar neue dazu, die dann auch mit in diesen Rhythmus reinfallen. Genau. Das ist der einzige Unterschied zwischen diesen Fraktionen. Das sagt die 5 hier aus vielleicht? Was sagt die 2 aus? Dass du, wenn du diese Aktion durchführst, kriegst du diese 5. Kriegst du 5 von diesen Markern. Die liegen hier irgendwie rum. Wenn du eine Aktion ausführst, die hier unten ist. Oder wenn du diese Aktion machst, die... Genau, also wie du siehst, hast du hier farbkodiert... Ich will dir erklären, dass du vielleicht alles in das Pin machst. Diese... Ja, und das ist dann die erste. Die pinnst du auch noch, ne? Also hier kommt auch noch eventuell was runter. Und wir werden das jetzt hier erstmal nicht in Echtzeit spielen, weil es Sinn macht, die erste Runde nicht in Echtzeit zu spielen. Ah, okay. Wie lange dauert denn eine Runde? Ja, aber ich nicht. Du hast ja schon gespielt. Ja, aber trotzdem. Wie lange dauert denn eine Runde? Eine Runde... Bis die Uhr dreimal durchgelaufen ist. Bis die Uhr dreimal durchgelaufen ist. Das geht also sehr fix. Du brauchst 3 Minuten. Ja, okay, also. So ein bisschen Verwaltungsphase. Aber das ist dann eine Runde und du machst es halt 4 Mal. Ja. Soll halt 30 Minuten dauern. So, wir sind gleich wieder da. Schaut wieder rein. Und ich muss mir ein paar Sachen kopfwickeln. Also, die sind halt alle unterschiedlich schnell. Und du wirst feststellen, dass es eines der antisozialsten Brettspiele ist, die du seit langem gespielt hast. Weil, wenn du dich mit sich selbst beschäftigen musst.